Sehr schön. So, also meine Keynote heute zum Thema Ihr Auftritt bitte Recruiting ohne Employer Branding, möglich aber sinnlos. Und da ist nicht nur ein Fragezeichen dahinter, sondern auch ein Ausrufezeichen. Insofern spreche ich da gleich ein bisschen drüber. Wie ist da die Verbindung? Wie kann das eine das andere unterstützen und macht das überhaupt Sinn? Beziehungsweise inwiefern wird beides umso wirkungsvoller, wenn es sich gegenseitig unterstützt. Ich bin Kerstin Frings, ich bin Senior HR Manager bei Candidus. Ich habe euch auch ein bisschen was mitgebracht. Was ist ein Candidus überhaupt? Eine Agenda habe ich natürlich auch. Ich stelle euch Candidus erst vor, gehe dann durch drei Thesen durch und zeige euch dann ein ganz tolles, wie ich finde, Format, das beides miteinander verbindet, nämlich sowohl Recruiting als auch Employer Branding. Das haben wir ja schon diverse Male durchgeführt. Das ist Lego Serious Play. Spannende Geschichte, komme ich dann zum Ende des Vortrags dazu. Genau. So. Wer ist Candidus? Die Unternehmensberatung, für die ich arbeite. Wir sitzen in München. Seit 2003 gibt es diese Unternehmensberatung. Wir haben aktuell 30 Mitarbeiter, also nicht ganz so groß. Diese Unternehmensberatung macht das Arbeiten aber sehr schön mit diesem kleinen und sehr interessanten und sehr diversen Team auch. Wir sind in den Schwerpunkten Supply Chain Management und Transformation Management unterwegs. Wir haben ein globales Netzwerk und sind auch Partner für Data Science und KI. Was machen wir? Also das nur ganz kurz als Abriss. Wir sind sehr umsetzungsorientiert und unterstützen dann halt unsere Kunden, die sich hauptsächlich im Mittelstand bewegen. Wir sind auch diverse Male schon Top-Consultant geworden in dem Bereich. Best of Consulting haben wir auch schon mal gewonnen. Und das freut uns natürlich, dass da unser Ansatz auch der starke Umsetzungsorientierungsanspruch gewürdigt wird. Aber worum es eigentlich geht, ist nicht Candidus, sondern es geht um das Thema Recruiting ohne Employer Branding, ob das möglich oder sinnlos ist. Und dazu habe ich die erste These. Da werdet ihr mir sicherlich alle zustimmen können, dass Recruiting in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels eine Herausforderung ist. Zu Beginn der Corona-Krise wusste keiner so genau, wohin es geht. Und hat so gedacht, ja, okay, vielleicht wird sich der Markt ein bisschen beruhigen und vom Fachkräftemangel, von dem Thema zu viele Stellen für zu wenige qualifizierte Bewerber. Das war bis vor Corona noch ganz klar die Ausrichtung, und der Arbeitgebermarkt hat sich da stark zum Bewerbermarkt gewandelt und in Corona, wusste keiner, was kommt. Wie auch, Pandemie haben wir alle noch nicht erlebt. Und hat man dann so gedacht, ja, okay, wie schaut es jetzt aus, ne? Werden die Unternehmen halt einfach auch Personal freisetzen müssen? Notgedrungen wird sich da der Arbeitgebermarkt, beziehungsweise wird sich das ein bisschen entspannen. Für uns Personaler wird es leichter sein, Fachkräfte an Bord zu holen. Und wir haben da tatsächlich so die Erfahrung gemacht, um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Es hat sich kurzfristig entspannt. Und wir haben da auch einige Bewerbungen bekommen, wo wir tolle Mitarbeiter einstellen konnten. Das war definitiv auch der Krise zu danken, sage ich mal, wenn man der Krise überhaupt was verdanken kann. Das hat sich aber sehr schnell wieder gewandelt. Und bei uns ist jetzt tatsächlich, und das war auch vor Corona so, die Situation so, dass wir insbesondere im Senior-Management-Bereich starke Konkurrenz und wenige Bewerber haben, die auf das Anforderungsprofil passen. Eine besondere Herausforderung von uns ist, dass wir ein relativ kleines Unternehmen sind, mit tatsächlich, muss ich zugeben, ausbaufähiger Sichtbarkeit und auch noch dazu kommt, dass wir uns spezialisiert haben auf zwei Schwerpunkte. Das heißt, wir sind da von den Schwerpunkten schon recht eingegrenzt und auch die Sichtbarkeit, muss man leider Gottes zugeben, ist da doch noch ein bisschen ausbaufähig. Also nach wie vor eine Herausforderung und nach wie vor Fachkräftemangel,
nicht ad acta gelegt, sondern wieder in Full Flow. Unser Recruiting bei Candidus, für das ich hauptsächlich zuständig bin, da ist natürlich das übergeordnete Ziel, ja klar, wie soll es anders sein, Bewerber zu Kandidaten, zu Mitarbeitern zu machen und Vakanzen zeitnah zu füllen. Auch das ein besonderes Thema, weil wir ein kleines Unternehmen sind mit vielen Projekten auf dem Tisch, die wir zeitnah befüllen müssen mit Beratern. Das Feinziel beim Recruiting ist aber auch, gibt es natürlich auch, dass die Vorstellung und Darstellung von Candidus als langfristig attraktiver Arbeitgeber nach innen und außen geleistet werden sollte, der Mitarbeiter findet und bindet. Das ist das Feinziel beim Recruiting, denn natürlich darf man da auch nicht vergessen, welche Bedeutung es hat, da tatsächlich auch die Mitarbeiter nicht nur zu finden, sondern auch zu binden. Das ist ein ganz großer Punkt. Und mir so das Programm angucke, da wird auch einiges dann noch zuzusagen sein oder sagen die nach mir folgenden Referenten da noch einiges dazu und Spannendes auch dazu. So. Die erste Umfrage, liebe Larissa, wenn du die einspielen könntest, wie machen Sie sich sichtbar, wenn Sie, also ich habe da mit dem Sie operiert, fühlt euch geduzt, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht? Einmal über Stellenanzeigen, Social Media, Blogposts etc. mit gezielten Maßnahmen einer Employer Branding Strategie oder nutzt ihr beides? Da würde ich euch bitten, nur eine Sache auszuwählen, die ihr dann zeigen möchtet. Genau. Genau, und haben uns sogar die Freiheit erlaubt, das auch zu unterbinden, dass man das nur so kann. Einfach auswählen ist nur möglich. Genau, und ich sehe schon, dass das Barometer relativ stark in eine Richtung ausschlägt. Und ich vermute mal, Kerstin, dass diese Richtung dich am wenigsten überraschen wird. Aber das Ergebnis manifestiert sich. Und für diejenigen, die noch nicht gewotet haben, bitte ich um Nachsicht, weil wir uns jetzt nicht länger auf die Folter spannen lassen wollen, oder Kerstin? Zeigen wir die Ergebnisse, Larissa. Und Zeigen wir die Ergebnisse, genau. genau, siehst du sie? Ich sehe sie nicht, nee. Dann lese ich sie dir kurz vor. Also auf deine Das ist Frage, wie macht ihr euch sichtbar, wenn ihr neue Mitarbeiter sucht, haben 83% gesagt mit Stellenanzeigen, Social Media, Blogpost etc. 15% sagen nicht nur das, sondern auch mit gezielten Maßnahmen einer Employer Branding Strategie. Und 2% sagen nur mit gezielten Maßnahmen eine Employer Branding Strategie. Ja, das interessiert mich sehr, aber das überrascht mich natürlich keinesfalls, weil es tatsächlich so ist. Und entschuldigt. Das kennen wir alle, die wir im Bereich Recruiting schon ein paar Tage unterwegs sind, ein paar Meterchen gelaufen sind. Na klar nutzen wir Stellenanzeigen, na klar so, nutzen wir Social Media, Blogposts etc. Die Frage ist aber tatsächlich, gibt es da nicht noch mehr? Kann man da nicht noch mehr machen? Gibt es da nicht noch tollere Sachen, die man machen kann? Und inwiefern ist es denn nicht einfach auch nochmal sinnvoll, sich noch sichtbarer zu machen über diese Maßnahmen, die wir eh alle im Recruiting schon anwenden, mehr oder weniger hinaus? So, kommen wir zur These 2. Ohne ein wirkungsvolles Auftreten ist man nicht sichtbar. Klingt logisch, ist auch so. Ist das aber wirklich so logisch? Und wie findet man denn die eierlegende Wollmilchsau für das Unternehmen, für das man tätig ist? Also die kennen wir ja alle, die eierlegende Wollmilchsau, alle schon von gehört, aber irgendwie noch nie so richtig gesehen. Und da sind natürlich die Fragen, die sich aufwerfen, wer findet einen denn, wenn man sich nicht zeigt? Und wenn man sich dann in irgendeiner Form doch gezeigt hat und wenn man durch Zufall gefunden wurde, wer bewirbt sich denn dann? Sind das tatsächlich die Leute, die wir haben wollen? Sind das tatsächlich die Leute, die von der Qualifikation her passen? Sind das die Bewerber, wo wir tatsächlich sagen, wunderbar, toll, ich bin begeistert, ich schicke dir sofort einen Vertrag zu? Oder ist das so ein Querschnitt durch die ganze Zielgruppe durch und auch an der Zielgruppe tatsächlich vorbei?
Wie generiert man Interesse und wie hält man dieses Interesse auch hoch? Denn darum geht es natürlich auch. Also wenn man schon mal auf mich auf sich aufmerksam gemacht hat, wie gelingt es denn dann, die Bewerber langfristig zu interessieren und nicht mal kurz als Randnotiz wahrgenommen zu werden, sondern auch dann halt als ernst zunehmender Arbeitgeber und auch als attraktiver Arbeitgeber langfristig wahrgenommen zu werden. Eine Idee, und die ist eben, oder die ist euch allen nicht ganz unbekannt, und zwar macht euch als Arbeitgebermarke sichtbar. Zeigt euch, tretet auf, macht Werbung für euer Unternehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das geht darüber hinaus, einfach nur Stellenanzeigen zu schalten. Oder dann und wann mal in Social Media präsent zu sein. Ganz wichtige Sache, sich als Marke zu etablieren. Tempo kennt jeder. Tempo-Taschentuch, logisch. Tempo ist aber die Marke. Das ist kein Taschentuch. Und natürlich auch ein Taschentuch. Aber diese Marke hat sich so etabliert, dass jeder weiß, wenn ich sage Tempo, alles klar, ne? Ich kriege ein Taschentuch. Und so sollte es auch sein, tatsächlich, wenn man als Arbeitgeber unterwegs ist. Und das zu etablieren, sich zu positionieren, sich als Marke auch darzustellen, das ist die Idee. Und wie schafft man das? Erstmal natürlich durch das Thema Sichtbarkeit, sich sichtbar machen. Wenn man nicht gesehen werden kann, dann findet einen auch keiner. Und das gilt natürlich tatsächlich auch für die Bewerber so, ne? Und auch für die richtigen Bewerber, die wir ja ansprechen wollen. Employer Branding unterstützt ihr Recruiting, beziehungsweise euer Recruiting. Das ist meine These 3. Und das Bild fand ich ganz passend. Das habe ich von HR Connectum geklaut. Weil das Employer Branding natürlich, und damit nehme ich eigentlich auch schon so ein bisschen die Antwort auf meine, auf den Titel meiner Keynote vorweg, weil Employer Branding dazu beitragen kann, Bewerber wie Magneten anzuziehen. Das ist jedenfalls die Prämisse von Employer Branding unter anderem. Und das finde ich gut, das finde ich sinnvoll und das ist natürlich das, was wir mit unserem Recruiting erreichen wollen, dass wir nicht auf die Suche selber gehen müssen, sondern dass die Bewerber uns die Bude einrennen sozusagen und dass wir uns vor Bewerbungen und auch vor qualifiziert hochwertigen Bewerbungen nicht retten können. Ich habe noch eine Umfrage. Larissa, wenn du die starten könntest, oder Andreas, ist Employer Branding bereits Teil Ihrer Recruiting-Strategie? Ich habe schon eine ungefähre Ahnung, aber frag da tatsächlich nochmal nach. Ist schon gestartet? Die ist gestartet, genau, die läuft auch gerade schon ganz heiß. Und Super. die ungefähre Ahnung, ich habe das Die, als ja. leichten Sarkasmus verstanden. Nein, gar nicht, gar nicht. Nichts liegt mir fern. Weil ich hätte jetzt natürlich die Frage auch in einer Form beantwortet, aber das Ergebnis wird dich vielleicht gleich überraschen und das manifestiert sich. Von Okay. daher würde ich sagen, Larissa, bitte einmal übertragen, genau, und hier ist es. Es sagen immerhin 46% ja, Employer Branding Ja. ist bereits Teil unserer Recruiting-Strategie, aber es sagen auch Ja. 40% nein und 13% wissen es nicht. Also über die Hälfte entweder nicht bekannt oder wird nicht gemacht und 46% sagen ja, machen wir. Super spannend. Also, weil es heißt ja einerseits natürlich doch, ja klar, also ich weiß, was Employer Branding ist und ich habe auch die Bedeutung erkannt von Employer Branding. Und aber auch ein großer Teil sagt ja einfach auch, nee, nutze ich einfach nicht, aus welchen Gründen. Also würde ich gerne tiefer einsteigen in die Gründe, warum wird es nicht oder ist es nicht Teil der Recruiting-Strategie und ein bisschen unentschlossen ist auch dabei. Und ja, möchte ich mal noch weiter in diese These einsteigen und zwar, warum lohnt sich denn die Investition in Employer Branding? Na klar, weil man Mitarbeiter findet, die zum Unternehmen passen.
Mitarbeiter, die halt einfach sehen, okay, da ist eine tolle Marke, da ist ein tolles Unternehmen, das bietet folgende Geschichten und auch dazu werdet ihr später noch Vorträge hören. Zum Beispiel kann man mit Goodies arbeiten, mit ganz vielen verschiedenen Sachen, Benefits, Mitarbeitern kann, die einfach auch dazu beitragen, eine tolle Arbeitgebermarke zu machen. Und was möchte man denn, wenn man nach einem neuen Job sucht? Natürlich möchte man in einem Unternehmen arbeiten, das einen guten Ruf hat, das toll ist, wo man tatsächlich vielleicht schon von anderer Seite gehört hat, dass es ein tolles Unternehmen ist, dass es Spaß macht, da zu arbeiten, dass es diverse Angebote für Mitarbeiter gibt und dass da Mitarbeiter unterstützt werden und dass die genau das bieten, dass das genau die Marke ist, die ich als Bewerber kaufen möchte, wo ich dazugehören möchte, wo es für mich alles passen wird und man kann nur vor den Kopf gucken, klar. Aber erstmal so von der Marke her, das ist ein Produkt, das möchte ich gerne kaufen, möchte ich gerne teilhaben. Und so kann man natürlich auch das Employer Branding nutzen, um Mitarbeiter zu finden, die zum Unternehmen passen. Und das wollen wir ja im Recruiting. Gastine, kurze Langfristig. Zwischenfrage. Wir haben jetzt Bitte. eine Frage aus dem Plenum von Nina. Ja, gerne. Möchtest du die jetzt schon bekommen oder sollen wir die sammeln? Schieß los. Okay, Nina fragt, welche Tipps gibt es für mehr Sichtbarkeit meines Unternehmens? Hängt wahrscheinlich ein bisschen vom Unternehmen ab, ergänze ich jetzt mal, aber vielleicht magst du da mal ganz kurz zu antworten. Ja, also natürlich ist es tatsächlich so, wenn man sich positionieren will als eigene Marke, dann muss man ein paar andere Wege gehen als die herkömmlichen Wege. Das ist ganz wichtig und das halte ich tatsächlich für unabwendbar. Man muss sich in Social Media weiten begeben. Ich bin großer Freund von LinkedIn und Xing. Bitte da tatsächlich diese Kanäle auch bespielen. Das sind Kanäle, die für Jobsuchende tatsächlich auch wichtig sind. Bitte aber auch gerne mal brancheneminent gucken und da tatsächlich gucken, wie kann ich da Artikel veröffentlichen. Das, was ich hier mache, dass ich mich zeige, dass ich bei Veranstaltungen teilnehme, dass ich erzähle über das Unternehmen, was ich mache, dass wir auch eigene Veranstaltungen machen, komme später auch noch dazu. Das ist eine ganz wichtige Sache, um zu zeigen, hallo, wir sind da, wir sind toll, wir machen tolle Sachen, die anders sind und wir legen unseren Namen in euer Ohr und im Endeffekt auch in in euren Mund. Und das ist das sind so kleine Tipps. Also da gibt es natürlich noch ganz, 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 ganz viel mehr. Aber Social Media kommt keiner dran vorbei, ganz klar. Und da wirklich dann auch regelmäßig die Kanäle bespielen und von sich reden machen. Es gibt tatsächlich auch hier, das kann ich von München sagen und war vor Corona-Zeiten noch verstärkter der Fall. Es gibt hier eine starke Community, die einfach auch viele Veranstaltungen machen, live und in Farbe. Und da würde ich mich sehen lassen. Da kann man hingehen und da von sich reden machen, das dann tatsächlich auch zeigen auf den Social-Media-Kanälen. War jetzt ein bisschen ausufernd, aber ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Soweit. Vielen Dank, Kerstin. Wir haben jetzt noch eine weitere, und im Übrigen sagt Nina, vielen Dank, super, also die Frage ist beantwortet. Soll ich dir die auch noch stellen oder stellen wir die zurück? Würde ich zurückstellen, weil sonst kann Gerne. ich mein tolles Lego Serious Play nicht mehr vorstellen. Dann Das sparen wir gerne. uns das für das Ende deines Vortrags auf. Sehr gerne, genau. Also, was erreiche ich noch mit Employer Branding? Langfristig kann ich Recruiting-Erfolge steigern, sichern. Das ist auch so die Prämisse. Und hier wieder der Punkt der Sichtbarkeit. Ne? Bringen Sie sich in aller Munde. Beziehungsweise bringt euch in aller Munde und nutzt auch die Kraft der Mund-zu-Mund-Propaganda. Denn klar erzählt man, natürlich muss es dann gut sein, was weitererzählt wird. Ne? Man redet ja doch sehr schnell, sehr gerne über Negatives. Also insofern, das, was weiter verbreitet werden sollte, wird natürlich auch schon Hand und toll sein. Nicht zuletzt, und das ist auch beim Recruiting nicht zu unterschätzen, ist das Thema Mitarbeiterbindung. Das Employer Branding wirkt nämlich nicht nur extern, sondern auch intern.
Und wir haben zum Beispiel ein Mitarbeiter-werben-Mitarbeiter-Programm. Das läuft super, das läuft richtig gut. Und das ist natürlich toll, wenn man nach innen schon so eine Marke dargestellt hat. Die Mitarbeiter tragen dazu bei, aber die Mitarbeiter tragen diese Marke auch nach außen. Die sind die Marke. Und insofern ist das natürlich eine tolle Sache, dass die Mitarbeiter halt einfach auch gebunden werden an ein Unternehmen, das sie toll finden, ganz klar. Drei Schritte noch ganz kurz zum erfolgreichen Employer Branding. Da gibt es sicherlich noch ganz viel mehr Schritte. Das werdet ihr im Verlaufe des Tages noch hören. Identität finden und Image bilden. Ganz wichtig, wer seid ihr? Wer ist euer Unternehmen? Wie wollt ihr euch denn zeigen? Das einheitlich zu machen und eine Message zu finden, das ist ganz wichtig, bevor man dann tatsächlich so ein bisschen diffus in der Gegend rumläuft und hier mal was macht, da mal was macht. Das sollte einheitlich sein, das sollte eine Identität ganz klar vorhanden sein, gefunden sein und ein Image gebildet worden sein. Unternehmenskultur kommunizieren, ja logisch. Was passiert denn in eurem Unternehmen? Wie gehen die Mitarbeiter miteinander um? Was macht ihr? Trinkt ihr auch schon mal ein Bierchen zusammen oder hasst ihr euch alle abgrundtief? Und mal überspitzt dargestellt, da gehört zur Unternehmenskultur, gehört natürlich noch ein bisschen mehr, klar. Aber auch da eine einheitliche Message zu den passenden Inhalten finden und dann auch verschiedene geeignete Kanäle damit bespielen. Also das heißt, schaut euch an, was ist euer Unternehmen, welche Message wollt ihr rüberbringen? Und da tatsächlich dann, also nicht für allen, nicht für jedes Unternehmen ist Instagram der richtige Kanal. Muss man sich angucken und dann tatsächlich aber auch kontinuierlich und im Rahmen einer Strategie bespielen. Dann eine Erfolgsmessung, logisch. Man will natürlich auch wissen, was haben denn jetzt die ganzen Maßnahmen gebracht, ne? Also hat das denn tatsächlich jetzt das Ziel erreicht, dass ich dadurch mehr Bewerber bekommen habe, mehr qualifizierte Bewerber? Hat mich das denn jetzt überhaupt weitergebracht? Ist das eine gute Idee? Muss ich da noch nachschärfen? Muss ich da tatsächlich noch mal reingehen und gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und wie hat es funktioniert? Das drei Schritte, nur drei Schritte zum erfolgreichen Employer Branding. So, jetzt komme ich zu einer meiner Lieblingsideen, nämlich einer Idee, die Recruiting und Employer Branding verbindet. Es gibt ganz viel dazu zu sagen. Erstmal, was ist Lego Serious Play? Lego kennt ihr vermutlich alle. Das sind tatsächlich Lego-Steine, mit denen gespielt wird. Und das Lego Serious Play ist als Team Building Maßnahme ursprünglich entwickelt worden. Und das sollte dazu dienen, dass Unternehmen halt einfach auch mal innovativ und über den Tellerrand hinaus gucken, sich so zusammenfinden. Die Lego-Steine sind hier Prototyping-Material, also Material, mit dem Versuchsmodelle erschaffen werden. Und es wird immer an Lösungen für eine konkrete Problemstellung gearbeitet. Wie sieht das aus? Das nur kurz dargestellt. Es ist eine relativ kleine Gruppe. Es ist ein Berater immer dabei. So haben wir es aufgezogen als Recruiting, dass ich als HR dabei war, dass da noch ein Facilitator dabei war, der Lego Serious Play zertifiziert war und das Ganze umgesetzt hat nach meinen Vorgaben, nach meinen Ideen. Und auf den Ideen wird wortwörtlich aufgebaut. Und das sieht dann tatsächlich so aus, ich stelle eine Frage. Wie stellst du dir den Alltag als Berater vor? Kriegt man ein Kit von Legostein und dann baut man los. Dann baut man ein Modell. Und dieses Modell muss man mittels Storytelling erklären. Die Modelle bauen aufeinander auf. Also das heißt, die Fragen, die ich stelle vorab, die bauen aufeinander auf. Und bauen die Modelle natürlich auch aufeinander auf. Ich halte es mal ein bisschen kurz, weil du. Es ist insofern ein ganz tolles, innovatives Modell einfach auch, mit dem man ins Recruiting gehen kann und mit dem man halt einfach auch mal neue Wege beschreiten kann. Das ist auch nicht für jedes Unternehmen das Richtige. Wir zum Beispiel, wir verstehen uns als sehr
oder als innovatives Unternehmen, das auch mal andere Wege beschreitet, das nicht 0815 von 8 Uhr bis 17 Uhr durcharbeitet und dann ist der Käse gegessen, ne? Und nicht immer die gleichen Konzepte anwendet. Insofern ist dieses Modell, innovatives Modell, als neues Modell im Recruiting, dient das natürlich dazu zu zeigen, wer sind wir denn? Was machen wir? Sind wir flexibel unterwegs? Sind wir innovativ unterwegs? Probieren wir auch mal neue Sachen aus? Oder sind wir eher so von der konservativen Seite? Was auch total okay ist, aber das sind wir halt einfach nicht. Ne? Das Fazit, beziehungsweise was dabei rauskommen soll bei dieser ganzen Geschichte ist, oder bei diesem Recruiting-Modell, ist, dass die Teilnehmer dann einen konkreten, selbstentwickelten Actionplan entwickeln und nehmen ihn mit und setzen ihn dann tatsächlich auch um. Im Recruiting ist es jetzt so ein bisschen anders. Und das zeige ich euch jetzt. Erstmal zeige ich euch ein paar Bilder. Und zwar sah das so aus. Also ganz viele Legosteine zum Spielen. Wer Spaß dran hat, es hat unheimlich Spaß gemacht. Und ich war da nur in der beobachtenden Position als HR. Aber es war riesiger Spaß. Es war toll. Und das Outcome war tatsächlich, wir hatten 6 Teilnehmer und 5 davon sind eingeladen worden zum Fachgespräch. Ein Vertrags Senior Manager ist da rausgesprungen, ein Vertragsangebot für einen Senior Consultant, was eine ziemlich gute Ausbeute ist. Und das Fazit, was ich da dann auch noch rausgezogen habe und warum darunter steht to be continued, nächste Veranstaltung im Oktober. Wir setzen dieses Modell fort, dass wir tatsächlich waren Versuchsballon, haben wir ausprobiert, ob es funktioniert. Es hat super funktioniert. Erstmal war das Outcome fürs Recruiting, trotz einer Konkurrenzsituation zwischen den Bewerbern, die sich alle vorher natürlich nicht kannten und die sich ja um Job bei uns beworben haben und so viel hatten wir nicht zu vergeben, hat es Spaß gemacht. Es war eine offene Atmosphäre. Ich habe viel über die Bewerber gelernt und ich habe tatsächlich auch mein Ziel erreicht. Ich konnte geeignete Kandidaten identifizieren und wir haben neue Mitarbeiter gewinnen können. Und fürs Employer Branding war es insofern gut. Wir konnten uns positionieren als, wie gesagt, innovatives Unternehmen. Entschuldigt. Nach innen, aber, also, müsste andersrum heißen, nach außen, aber natürlich auch nach innen. Weil die Mitarbeiter da auch unheimlich Spaß dran hatten. Und den jungen Mann, den ihr gerade gesehen habt, das ist der Henning, Kollege von mir, der dabei war. Und der hat mit Feuereifer davon erzählt. Der hat einen Blogbeitrag geschrieben. Wir haben das gepostet. Wir haben das weiter verteilt. Und wir haben gezeigt, guck mal, wie cool wir sind. Und na gut, Mitarbeiter finden das jetzt auch nicht so schlecht, in einem coolen Unternehmen zu arbeiten. Wir haben in der Personalwirtschaft in der Sonderausgabe e-Recruiting einen Artikel darüber veröffentlicht. Wir haben das natürlich in so Social-Media-Kanälen gespielt und so weiter und so fort. Und so natürlich auch unsere Marke gestärkt. Und insofern hat das so 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also Recruiting und Employer Branding. Ich als HR und das Unternehmen natürlich auch hat neue Mitarbeiter gefunden. Und im Employer Branding, wir sind bekannter geworden. Und man hat uns wahrgenommen als Unternehmen, das einfach auch mal andere Wege geht. Und genauso wollen wir natürlich gesehen werden. Genau, das als Kurzabriss und um die Frage nochmal zu beantworten. Meine persönliche Antwort auf Recruiting ohne Employer Branding möglich, aber sinnlos? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja, also ist natürlich ein bisschen provokant dargestellt, ne? Und klar kann man Recruiting ohne Employer Branding machen. Natürlich haben wir ja Jahrzehnte alle gemacht, ne? Funktioniert ja auch, bevor dieses Konzept Employer Branding aufkam. Nichtsdestotrotz finde ich, ist Employer Branding tatsächlich eine Strategie, wenn es strategisch auch bespielt wird und zusammen mit ins Recruiting, in die Recruiting-Strategie eingefasst wird, dann kann das unheimlich unterstützen. Und es kann Mitarbeiter anziehen, es kann die richtigen Mitarbeiter anziehen und es positioniert das Unternehmen, in dem man arbeitet, als ein Unternehmen, das es wirklich wert ist, da nochmal einen zweiten, dritten, vierten Blick zu riskieren, da tatsächlich dann auch als Arbeitnehmer einzusteigen. Genau, das ist meine Antwort auf die Frage.
ich mir selber gestellt habe. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich auch bitte gerne. Das sind meine Kontaktdaten. Da bin ich zu erreichen. Wenn ihr Fragen Thema Lego Serious Play natürlich auch habt oder auch darüber hinaus, kontaktiert mich gerne. Ich freue mich. Das war's. Vielen Dank. Kerstin, vielen lieben Dank für diesen Einstieg in unseren langen thematischen Recruiting- und Employer Branding-Tag. Das war cool. Mir hat das sehr gut gefallen. Wir haben ja auch ein paar Wahnsinns-Kennzahlen quasi für uns jetzt mal selber hier mitschreiben dürfen. 83% haben gevotet, Stellenanzeigen, Social Media Aktivitäten werden fürs Recruiting genutzt. Viele andere nicht, 40% haben gesagt, dass sie noch keine Employer Branding Strategie haben. Das war doch mal erkenntnisreich. Also das Absolut. es gibt offenbar, wie würde Christian Lindner sagen, es gab nie mehr zu tun. Steht auf den Wahlplakaten. Und das war keine politische Werbung, ausdrücklich nicht. Kerstin, wir haben vielleicht noch die Gelegenheit, eine kurze Frage zu stellen. Und dann Gerne. müssen wir tatsächlich schon den Weg finden zu unserem nächsten Redner-Duo, aber vorweg noch kurz die Frage, und zwar hat Manuela, das ist die Frage, die ich vorhin zurückstellen musste, gesagt, was ich nicht verstehe, ist, warum Active Sourcing noch keine Option ist, beziehungsweise im Vortrag und im Management Consulting von Candidos. Also warum ist Warum das bei Active uns keine Option Sourcing, ist? ja, so wird es offenbar verstanden. Nee, das ist falsch. Wir machen nicht nur als Recruiting-Maßnahme, machen wir nicht nur Lego Serious Play. Also natürlich machen wir einen schönen Mix, das ist klar. Also ich kann auch nicht jeden Tag so eine Lego Serious Play-Veranstaltung machen, weil das ist mit Vor- und Nachbereitung verbunden natürlich. Und ich wollte mich in keinster Weise, wenn das falsch verstanden worden ist, dagegen aussprechen, dass man oder das so rüberbringen, dass ich sage, so, also Active Sourcing bitte auf gar keinen Fall. Definitiv nicht, ne? Ist ein No-Go. Das war nicht intendiert, das auszusagen. Natürlich machen wir einen Marketing-Mix, das ist klar. Wir konzentrieren uns aber tatsächlich auch, wir machen auch diese Active Sourcing-Geschichten. Allerdings konzentrieren wir uns tatsächlich auch auf das Thema, dass wir versuchen, unser Recruiting mit Employer Branding zu unterstützen. Das muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz kommt Active Sourcing bei uns natürlich auch vor. Also das ist gar keine Frage. Und das war auch nicht, hier bitte keiner mehr Active Sourcen. Das wollte ich damit nicht aussagen beim Vortrag. Sehr schön, ja. Danke. Herzlich willkommen, sage ich einfach mal, zu dem Vortrag Prozess nach Plan oder individuell. Einfach so ein bisschen angelehnt in die Richtung, wie kann man mit dem Recruiting-Prozess auch wirklich in das Thema Employer Branding reinsteigen? Vielleicht nochmal zwei Worte zu mir, dass man dann auch wirklich weiß, was habe ich eigentlich gemacht? Was kann ich eigentlich sagen zu dem Thema? Ich bin Lisa, ich bin Talent Acquisition Manager bei Personio, das Ganze seit April 2021. Habe aber tatsächlich in den letzten 3 Jahren meinen Schwerpunkt auf das Recruiting gelegt und damit einige Erfahrungen in unterschiedlichen Startups sammeln können und deswegen dann heute auch so ein bisschen die Insights, die sich aus den letzten Jahren, aber jetzt vor allem natürlich auch in dem halben Jahr bei Personio noch mal ganz verstärkt ergeben haben. Jetzt, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist Personio? Was machen wir eigentlich? Personio ist eine ganzheitliche HR-Software für klein- und mittelständische Unternehmen. Das heißt, wir betreuen Kunden bis zu einer Größe von circa 2000 Mitarbeitern. Wir sind 2015 gegründet worden und haben mittlerweile mehr als 4000 Kunden in 80 Ländern. Und das Ganze wird unterstützt von mittlerweile mehr als 900 Mitarbeitern, verteilt auf unsere 5 Office-Locations. Das heißt, ich befinde mich jetzt gerade in München, aber wir haben noch weitere Standorte in Madrid, Dublin, London und jetzt auch ganz neu Amsterdam, was mit dazugekommen ist. Und dadurch, dass wir eben
im Anfang des Jahres unser Series D-Funding hatten, auch den Unicorn-Status erreichen konnten, kam so ein bisschen der Hypergrowth mit dazu. Das heißt, Hypergrowth nicht nur im Bereich der Kunden, sondern natürlich eben auch im Bereich Recruiting. Wir wussten, wir müssen immer mehr wachsen. Und wo standen wir da Anfang des Jahres? Einfach mal als Vergleichswert, als ich in meinem Prozess war, und das ist tatsächlich Anfang des Jahres gewesen, waren wir bei ungefähr 500, 600 Mitarbeitern und jetzt eben bei knapp 1000 Mitarbeitern. Man sieht, da ist sehr, sehr viel passiert in dem ja fast ganzen Jahr 2021. Und um eben die immer mehr Stellen, die da offen werden, besetzen zu können, aber eben auch die geeigneten Kandidaten, die wir natürlich für uns raussuchen wollen, nicht verlieren zu wollen, gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, die wir vorgenommen haben, um eben das Ganze zu idealisieren, sage ich mal, zu optimieren für uns. Das heißt, wir schauen uns einfach noch mal so ein bisschen an, was sind eigentlich die Aufgaben eines Recruiters? Die meisten von euch werden das wissen, das wird jetzt nichts Neues mehr sein, aber als Recruiter hat man natürlich wirklich einen ganzheitlichen Aufgabenbereich. Das geht los vom Kickoff der Stelle mit dem Hiring Manager, über die Stellenausschreibungen auf unterschiedlichen Portalen, dann über das Screen von Bewerbungsunterlagen, aber vielleicht auch das aktive Anschreiben von Kandidaten bis hin zu ersten Interviews und dann natürlich der ganze Koordinationsaufwand, wenn es in die nächsten Gesprächsschritte geht, bis eben schlussendlich auch in den Bereich, wo man sagt, der Kandidat bekommt eben das Angebot oder die Absage. Und das ist natürlich relativ viel. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Man ist da immer sehr, sehr gut mit ausgefüllt im Alltag. Und wenn man jetzt natürlich schaut, dass man in so einem Hypergrowth ist oder auch generell in einem Wachstum ist, was einfach vielleicht ein bisschen ja proportional anders gesetzt ist als sonst, muss man natürlich schauen, wie kann man das alles unter einen Hut bekommen und wie können wir uns darauf wirklich so gut vorbereiten, dass uns eben im Prozess die Kandidaten nicht verloren gehen. Das Ganze heute verpackt in so mehr oder weniger 5 Best Practices, die wir einfach mal mitgeben wollen als Recruiter von Personio, was man machen kann, um das eben zu unterstützen. Und da fange ich auch einfach mal an mit jetzt farblich hinterlegten Aufgaben. Wir haben bei Personio tatsächlich ein Coordination-Team aufgesetzt. Das heißt, Coordination ist bei uns ein dediziertes Team, was sich in den jetzt gelb hinterlegten sozusagen Feldern zurücknimmt, aber eben sich um das Ganze drumherum kümmert. Das heißt, alles, was Job-Postings, Job-Aktualisierungen auf wirklich unterschiedlichen Jobboards angeht, aber auch jegliche Koordinierung mit Hiring Managern, mit anderen Stakeholdern, mit dem Kandidaten vor allem in den weiteren Gesprächsschritten läuft eben über dieses Coordination Team, sodass mehr oder weniger die Verantwortungen bei uns geschiftet werden und der Recruiter sich wirklich voll und ganz auf die Kandidaten und die Inhalte des Kandidaten konzentrieren kann. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht jeder ein entsprechendes Coordination-Team aufsetzt und man da vielleicht auch sagt, okay, so groß sind wir vielleicht noch gar nicht oder den Ansatz haben wir noch gar nicht in Betracht gezogen. Das heißt, auch hier haben wir natürlich unterschiedliche Best Practices sozusagen zusammengefasst, die man sich gerne einfach mal anschauen kann, die wirklich im Bereich Zeitmanagement sehr viel unterstützend arbeiten, um eben, wie gesagt, den Fokus auf den Kandidaten zu legen. Der Fokus auf den Kandidaten, das werdet ihr merken, ist bei uns eben ganz, ganz wichtig. Das wird immer mal wieder aufkommen, aber fangen wir vielleicht einfach mal an mit einem Tipp, der ja auch in meiner Karriere tatsächlich, bevor ich zu Personio gekommen bin, etwas unterschätzt war. Und zwar ist das die Benutzung von Calendly. Für alle, die Calendly jetzt vielleicht noch nicht kennen, Calendly ist im Endeffekt eine Software, ein Tool, was sich mit dem eigenen Kalender connecten lässt. In unserem Fall ist das jetzt zum Beispiel der Google-Kalender. Und Calendly zieht sich im Endeffekt die einzelnen freien Kalenderslots, die man hat, und würde die sozusagen als ja, Verfügbarkeit dem Kandidaten anbieten. Bedeutet, wenn man in die Koordinierung mit dem Kandidaten geht, hat man seinen eigenen Calendly-Link, schickt ihm den Kandidaten zu und der Kandidat kann eben ganz ja, für sich selbst entscheiden, okay, die Zeiträume, die in dem Kalender des Recruiters offen sind, passen auch bei mir. Da kann ich mir entsprechend Zeit rausnehmen und ich buche mich einfach entsprechend ein. Mit diesem Einbuchen passiert dann
Folgendes: Die Kalendereinladung wird sowohl bei dem Recruiter als auch bei dem Kandidaten im Kalender gesetzt. Das heißt, auch hier fällt so ein bisschen der manuelle Aufwand von Gesprächsfindung, Terminfindung weg. Die ganze E-Mail-Kommunikation wird so ein bisschen ausgedünnt tatsächlich und da eben dann auch der Termin aufgesetzt, der dann eben auch alle nötigen Informationen enthält. Beispielsweise auch, wo man den Kandidaten trifft. Ist es zum Beispiel über Microsoft Teams? Ist es über Zoom? Ist es vielleicht über Google Video? Das ist dann alles eben in diesem Calendly enthalten. Das Gute an Calendly ist, man kann sich das komplett selbst konfigurieren. Das heißt, wie man so ein bisschen auch auf dem Bildschirm sieht, wir haben unterschiedliche Event-Typen aufgesetzt bei Calendly, die eben unterschiedliche Zeiträume auch umfassen von 15 bis 45 Minuten und die dann eben ganz individuell an den Kandidaten geschickt werden können. Jetzt auf der Folie zu sehen, das Beispiel Personio Intro, das sind zum Beispiel unsere Intro-Calls, wenn wir Kandidaten über Active Sourcing angeschrieben haben. Der Feedback-Call, auch da kommen wir später nochmal so ein bisschen verstärkt drauf ein, wenn wir wirklich in die Gespräche nochmal mit dem Kandidaten gehen, um Feedback zu geben. Und das HR-Interview, eben der ganz klassische Ansatz, da nach der Bewerbung das HR-Interview anzusetzen. Das Gute ist, und ich habe gerade schon so ein bisschen die Individualität von Calendly angesprochen, man kann sich bei Calendly eben auch unterschiedliche Zeiten und Zeiträume setzen, in denen Gespräche gebucht werden sollen. Das heißt, wenn man nicht möchte, dass eins zu eins die Kalenderverfügbarkeiten übernommen werden, kann man eben auch sagen, ich möchte im Zeitraum von Dienstag bis Mittwoch jeweils von 14 bis 18 Uhr die Termine mir freihalten und kann dann eben dort dem Kalender das sagen, mitteilen und dann wird es übernommen. Gleiches gilt natürlich auch für Zwischenpausen. Das heißt, wir kennen das alle, wenn wir mehrere Gespräche am Tag haben, ist es zwischendurch immer ganz schön, nochmal so 5 Minuten einen Puffer zu haben. Auch das kann man eben mit Calendly einsetzen, sodass wirklich der ganze Aufwand hinter der Koordinierung für die Gespräche sozusagen wegfällt. Das heißt, welche Tipps kann man da vielleicht auch mitgeben? Interviewblocker im Kalender setzen macht sehr viel Sinn. Diese Kalenderblocker, das habe ich gerade schon gesagt, übernimmt sich Calendly dann eben und sieht, okay, da ist der Recruiter verfügbar für den Kandidaten. Das kann ich als Zeiten für den Kandidaten sozusagen mitgeben. Und jetzt ist es natürlich auch so, mit jedem Step im Nachgang wird das Koordinieren vielleicht auch schwieriger. Sie kennen das vielleicht oder ihr kennt das vielleicht. Die Hiring Manager haben nicht immer ganz so viel Zeit. Das heißt, auch hier ein weiterer Tipp, es lohnt sich, wenn man sagt, man hat kein Coordination Team, man steht vielleicht noch in den Startlöchern, auch mit einem ATS, dass der Hiring Manager einen Calendly-Link aufsetzt, eben auch sich selber Blocker setzt, um zu sagen, hier bin ich immer für Gespräche verfügbar und da kann sich der Kandidat dann eben auch einbuchen. Das ist so ein bisschen der erste Tipp rund um Calendly. Ein wirklich sehr schönes Tool, was man nutzen kann. Und wenn dann natürlich die Kandidaten eingeladen sind, kommen wir so ein bisschen zu dem Thema Tone of Voice innerhalb des Kandidatenprozesses. Und warum die Tone of Voice eben so wichtig ist, hat uns tatsächlich auch in den letzten 6 Monaten, seit ich bei Personio bin, ganz stark gezeigt, wie die Kandidaten darauf reagieren. Das heißt, nicht nur eben in der E-Mail-Kommunikation, sondern aber vor allem auch im Interview. Und was ist so das, was sich für uns als wirklich bewährtes System ergeben hat, ist generell die Kandidatenbindung aufzubauen. Wir befinden uns momentan auf einem Arbeitnehmermarkt. Die Kandidaten können sich aussuchen, wo sie anfangen. Immer mehr Angebote trudeln über LinkedIn, Xing und Co. rein. Und da ist es wirklich wichtig, den Kandidaten abzuholen, zu sagen, ich sehe dich als Kandidat und du bist wichtig als Kandidat. Und das können schon die kleinen ersten Schritte sein, zu sagen, ich bin pünktlich zu dem Interview. Ich habe meine Kamera an, wenn wir über Zoom das Gespräch führen, über Microsoft Teams. Und ich gehe in das Gespräch mit einem Lächeln. Ich fange Smalltalk an. Ich schaue, ob ich vielleicht eine Gemeinsamkeit mit dem Kandidaten finde, um das Gespräch sozusagen aufzulockern. Jetzt habe ich das selber noch ganz gut im Kopf. Anfang des Jahres, auch als Recruiter, ist man in der Kandidaten Position immer mal wieder so ein bisschen nervös und das hilft einfach ungemein auch den Kandidaten so ein bisschen runterzuholen, zu sagen, ich schaffe dir hier ein Vertrauensraum sozusagen, in dem wir uns unterhalten können.
Und da kann man eben auch mit reingehen, was sind denn die Gründe, warum ich mich vielleicht für die Company entschieden habe? Was gefällt mir besonders gut? Vielleicht sind es auch Fragen, die der Kandidat hat, wo man ihm gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl geben kann, okay, das ist so die richtige Kultur, in der ich mich sehe. Und dann geht man natürlich weiter, wenn man dann so den Smalltalk aufgebaut hat, ist es für den Kandidaten natürlich auch wichtig zu wissen, was kommt denn heute eigentlich auf mich zu im Gespräch? Das heißt, was kann ich von den 45 Minuten eventuell auch erwarten? Und da ist es wichtig, eben Struktur zu geben. Das heißt, im Beispiel hier, man stellt sich als Recruiter nochmal vor. Wer bin ich? Warum sprechen wir heute zusammen? Was ist mein Fokus bei der Company, wo ich gerade arbeite? Was ist der Fokus für unser Gespräch? Was kannst du vom Gespräch erwarten? Und dann eben aber auch zu sagen, ich möchte von dir auch mehr wissen, vom Kandidaten, neben dem Lebenslauf vielleicht nochmal so ein bisschen erzählt bekommen, was hat zu den einzelnen Stationen geführt. Also wirklich auch das Interesse zu zeigen, was man für den Kandidaten hat. Und dann kann man eben auch, so wie wir das jetzt gerade in der Präsentation selber machen, sagen, kann der Kandidat die Fragen zwischendurch stellen, kann der Kandidat die Fragen zum Ende hinstellen, dass der Kandidat eben auch weiß, okay, da ist wirklich Zeit für mich, dass ich meine Fragen, die ich mitgebracht habe, die mir ganz wichtig sind, auch stellen kann. Und wie sieht das dann im Gespräch aus? Man hat natürlich als Recruiter seine klassischen Fragen, die wichtig sind, die man stellen möchte. Aber was ganz wichtig ist, ist eben nicht in dieses Ping-Pong-Gespräch reinzugehen. Das heißt, nicht immer nur Frage, Antwort, Frage, Antwort, sondern man baut wirklich das Gespräch auf. Wenn man eben auch mal vom Fragekatalog abweicht, die Frage anders formuliert, in anderen Reihenfolgen stellt, ergibt es im Endeffekt trotzdem Sinn. Wichtig ist es, dem Kandidaten auch hier zu zeigen, ich gehe auf das Gesagte von dir ein, ich höre dir zu und das, was du mir erzählst, ist wichtig und das nehme ich mit. Und wenn man vielleicht Rückfragen hat, die im Gesprächszeitraum keine Zeit mehr finden zu sagen, bei Fragen von meiner Seite würde ich eventuell auch noch mal auf dich zukommen. Und was wir bei Personio dann auch machen, dadurch, dass wir eben so viele Stellen offen haben, wir schauen natürlich auch, gibt es vielleicht Stärken und Schwächen, die der Kandidat nennt? Gibt es Aufgabenbereiche, auf die sich der Kandidat bezieht, die auch zu anderen Positionen passen? Wenn es jetzt vielleicht im Gespräch sich herauskristallisiert, das passt für meine Position selber gar nicht. Wirklich immer zu gucken, wo kann der Kandidat hinkommen und wo passt es eben auch, die Fragen zu stellen. Als weiteren Tipp, den man auch hier einfach mal intern mit reinnehmen kann und auch ein Tipp, den wir bei Personio immer wieder umsetzen, ist tatsächlich in regelmäßige Interviewtrainings und Shadowing-Calls zu gehen. Das heißt, was sind Interviewtrainings und Shadowing-Calls bei uns? Wir setzen uns tatsächlich einfach immer als Recruiter mit in den und jetzt hier Zoom-Link, haben Kamera und Ton aus und sagen eben einfach, dass wir zuhören und dass wir einfach nochmal die Perspektive von anderen Recruitern bekommen. Man ist ja meistens in seinem eigenen Tunnelblick und weiß, wie man Interviews führt, verliert aber vielleicht auch einfach mal den Fokus oder es hilft immer nochmal auch Tipps von den anderen Kollegen zu bekommen. Und das sind eben auch Shadowing-Calls, die hier ganz viel Sinn machen, um ja einfach auch die Qualitäten, die man in-house hat, nutzen zu können. Und wenn das Gespräch dann sozusagen abgeschlossen ist, geht es natürlich wieder weiter, wenn man so sagen möchte, in die Candidate Care, das heißt auch wieder in den Bereich Kommunikation mit dem Kandidaten, den Kandidaten auch nachträglich zum Gespräch abholen. Und auch wenn man hier bei Personio vielleicht das Coordination Team hat, ist es trotzdem für uns so, dass wir als Recruiter natürlich mit dem Kandidaten nachträglich in Kontakt treten. Das heißt, der E-Mail-Kontakt, um einfach nochmal die Aussicht zu geben, wie geht es weiter. Ganz spezifisch, auch wenn man zum Beispiel E-Mail-Templates nutzt, zu sagen, wir passen die individuell an. Templates sind ein wahnsinnig guter Punkt, zu sagen, man spart sich Zeit, wirklich Gedanken zu machen, etwas auszuformulieren. Das bildet den Rahmen, aber man kann es eben immer anpassen, zum Beispiel zu den Gemeinsamkeiten, die man vielleicht in dem Smalltalk rausgefunden hat. Und da ist es dann eben auch wichtig zu sagen, ich hole den Kandidaten ab, nicht nur innerhalb des Interviews, was kannst du in den nächsten Schritten erwarten? Sondern das auch darauf folgend im E-Mail-Kontakt. Bezug nehmend auf das letzte Gespräch kommt hier die Einladung zum Beispiel zum nächsten Gespräch und innerhalb dieser E-Mail-Einladung dann auch mit reinzunehmen, was sind die nächsten Gesprächspartner, wer sind die nächsten Gesprächspartner, vielleicht auch das LinkedIn-Profil mit zu hinterlegen.
zu sagen, was ist der Fokus von dem Gespräch, dass sich der Kandidat darauf eben auch vorbereiten kann. Und dann gibt es einfach auch noch so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, man sieht es hier auf der Folie, bei uns genannt Personio at a Glance. Das ist mehr oder weniger eine PDF-Datei als kleiner Insight in die Company, in unsere Kultur, die uns eben auch ganz wichtig ist bei Personio, wenn es ums Hiring geht, aber auch nochmal als Insight für den Kandidaten die einzelnen Interviewprozessschritte aufgezeigt, nochmal mitzugeben, was kann man wirklich erwarten? Also auch hier nochmal dem Kandidaten etwas an die Hand zu geben, was er sich ganz in Ruhe nochmal und ganz bewusst durchlesen kann, ohne vielleicht in die Bredouille zu kommen, immer wieder dazu Fragen zu stellen. Das Weitere, was auch da in den Bereich Candidate Care fällt und was eben ein ganz essentieller Punkt ist, der sich immer wieder zeigt, dass er wirklich von großer Bedeutung ist, ist eben auch ein Check-in-Call und ein Feedback-Call. Was sind Check-in-Calls? Was kann man sich darunter vorstellen? Check-in-Calls bedeuten bei uns, dass Kandidaten mit dem Recruiter nach jedem weiteren Gespräch sozusagen immer nochmal in telefonischen Kontakt treten. Heißt, der Kandidat hat jetzt vielleicht seine Case Study absolviert. Das sind immer mal nervenaufreibende 60 bis 90 Minuten, wo man sich gut präsentieren möchte. Man verlässt das Gespräch und weiß jetzt gar nicht so, okay, was kann ich vielleicht als nächstes erwarten? Die Aufregung, das Adrenalin ist noch da. Und da sind eben die Check-in-Calls von uns Recruitern ganz essentiell, um zu sagen, nach 1, 2 Stunden rufe ich den Kandidaten an, frage, wie es dem Kandidaten gefallen hat, gibt es vielleicht noch Rückfragen, ist noch irgendwas unklar, wie ist auch so das erste Gefühl seitens des Kandidaten, um dem Kandidaten aber auch mitzugeben, das kannst du von uns erwarten. Ich melde mich in 2 bis 3 Tagen oder unsere Entscheidung dauert jetzt so und so lange und das gerne auch begründen. Und wenn man natürlich dann so Zeiträume nennt, ganz wichtig als kleine Nebeninfo vielleicht hier, sich auch wirklich an diese Zeiträume zu halten, dass der Kandidat auch hier wieder dieses Vertrauen aufbaut zum Recruiter und weiß, ich kann mich auf den Recruiter und auf das Gesprochene verlassen. Und ich sehe dadurch eben auch, dass der Company es wichtig ist, dass ich als Kandidat im Prozess bin. Und dann eben auch die Feedback-Calls zur Entscheidung. Ich habe es eingängig schon mal bei Calendly angerissen. Feedback-Calls sind ein wahnsinnig hilfreiches Tool, was den Kandidaten selbst bei einer Absage mit auffängt und mit abholt. Ein ganz wichtiger Punkt im Bereich Employer Branding, auch ein Punkt, der von Kandidaten immer wieder genannt wird, sich Zeit zu nehmen, dem Kandidaten entsprechend Feedback zu geben. Das heißt, was machen wir bei Personio? Wir versuchen generell den Kandidaten erstmal telefonisch zu erreichen, wenn wir jetzt wirklich mal hier von einer Absage ausgehen. Wenn wir den Kandidaten nicht erreichen können, dann schreiben wir eben die E-Mail und sagen, dass man versucht hat, den Kandidaten telefonisch zu erreichen, dass man ihm mitteilen wollte, dass es eben zu keinem weiteren Prozessschritt oder zu der Absage kam und dass man dem Kandidaten aber im Rahmen dieser E-Mail auch anbietet, du kannst dich trotzdem mit mir nochmal connecten. Wir machen das zum Beispiel über auch hier wieder ein Calendly-Link und da hat man es gesehen, die 15 Minuten für den Feedback-Call, sodass der Kandidat sich eben auch entsprechend einbuchen kann und weiß, da nimmt sich jemand Zeit, da gibt mir jemand Feedback. Und das Feedback ist eben auch für Kandidaten ganz essentiell, wenn es in der einen Bewerbung nicht klappt, zu sagen, was kann ich vielleicht für mich mitnehmen in einem nächsten Schritt oder woran hat es vielleicht gelegen? Waren es vielleicht andere Faktoren? Die Stelle wurde schon besetzt. Dann hat es aber den natürlich positiven Trigger beim Kandidaten. Ich bin jetzt nicht aufgrund meiner Qualifikation aus dem Prozess ausgeschieden, sondern die Stelle wurde besetzt. Der Prozess mit anderen Kandidaten war vielleicht an der Stelle, wo ich eingestiegen bin, schon weiter. Ich merke mir aber eben Personio in dem Fall zum Beispiel als positiven Prozess für mich, als positives Ereignis mit dem Arbeitgeber und bin dann eben auch gewillt, bei eventuell neuen Positionen, die aufgehen, mich selber zu bewerben oder aber auch zu sagen, wenn jemand nochmal auf mich zukommt, bin ich vielleicht viel, viel offener dafür, darauf nochmal anzuspringen. Das ist eben so das ganze Thema rund um die Candidate Care. Und was man natürlich nicht vergessen darf, und das ist für uns als Recruiter natürlich auch immer ganz wichtig und wurde auch schon im Vorfeld angesprochen von den Kollegen, der KPI-Check. Das heißt natürlich nicht nur, sich auf das Bauchgefühl zu verlassen, dass der Kandidat im besten Falle mit all diesen Punkten gut abgeholt ist, sondern aber zu sagen, wir schicken 1 bis 3 bis 5 kurze, prägnante Fragen raus, auf die der Kandidat antworten kann, die uns wiederum Einblicke geben, wie der Recruiting-Prozess wahrgenommen wurde. Eines der Learnings war, dass wir einen relativ langen und intensiven Prozess haben, der vielleicht gar nicht bei den
einzelnen Positionen, die wir haben, vielleicht im juniorigen Bereich notwendig sind. Das heißt, wir können uns immer wieder anpassen und wir können uns wirklich auch den Gegebenheiten dieses Arbeitnehmermarkts anpassen und schauen, wie können wir Kandidaten eben noch besser abholen. Das sind natürlich alles ganz, ganz viele Informationen, die wir hier in kurzer Zeit versuchen, euch mitzugeben. Das heißt, vielleicht einfach nochmal als Übersicht zu den Summary und zu den Learnings, die wir wirklich empfehlen können, um Kandidaten im Prozess entsprechend zu begleiten und sich dadurch auch selber die Employer Brand aufzubauen. Einfach mal reinschauen, Calendly vielleicht ausprobieren, auch wenn es erstmal mit den Kollegen ist, das Gefühl dafür bekommen, man spart sich wirklich einiges an manuellem Koordinierungsaufwand. Dann aber auch das interaktive Gespräch mit dem Kandidaten suchen, mal die Fragen vielleicht beiseite lassen im Fragekatalog und wirklich zu schauen, wie ist es, wenn ich auf den Kandidaten ganz gezielt eingehe. Eben aber auch ein regelmäßiges Check-in mit dem Kandidaten machen, wenn man in den nächsten Gesprächen nicht mit dabei ist, um zu hören, wie geht es dir denn gerade? Hast du Fragen? Kann ich dich als Recruiter sozusagen noch unterstützen? Da kommen wir zum nächsten Punkt, eben auch als Recruiter beziehungsweise bei uns zum Beispiel auch als Coordinator, die Vertrauensperson zu werden, zu sagen, der Kandidat fühlt sich wirklich wohl in der Kommunikation mit mir und fühlt sich auch frei, seine Fragen zu stellen, so verrückt, wie sie ihm vielleicht auch vorkommen mögen. Und dann wirklich auch sich die Zeit nehmen für das persönliche Feedback. Immerhin wollten wir im ersten Moment natürlich auch was von dem Kandidaten, nämlich ihn auf die Position zu setzen. Und das sollten wir einfach auch immer betrachten und zurückgeben. Und dann, wenn man möchte, eben auch sich die Zeit zu nehmen, um Service aufzusetzen, um eben auch die Zufriedenheit auf der Kandidatenseite zu tracken. Und mit all den Summaries und Learnings, glaube ich, liege ich ganz gut in der Zeit, wenn ich nicht falsch bin, um einfach noch so ein bisschen jetzt in die Fragen reinzugehen, die da vielleicht auch gekommen sind nach der Präsentation. Ja, Lisa, die sind gekommen. Vielen Dank erstmal bis hierhin. Das war sehr gerne. Sehr eindrucksvoll. Ich hoffe für den einen oder anderen, die ein oder andere von euch nicht allzu viel, denn manchmal erkennt man sich ja daran, oder dabei, oder man erwischt sich dabei festzustellen, dass man vielleicht einiges nicht tut, was man besser täte. Und wir haben es vorhin schon gehört, aus dem E-Commerce und aus dem quasi Alltag einfach lernen. Und das könnte helfen. Dennoch gibt es Fragen, die sich auch auf Personio selbst beziehen. Und die möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Und liebe Gäste, fühlt euch gerne dazu eingeladen, natürlich ebenfalls Fragen zu stellen. Wir haben eine ganz aktive Teilnehmerin, Manuela, hat auch hier wieder Fragen und die teile ich gerne. Die werden sicherlich viele von euch auch haben. Und zwar schreibt sie, wie viel Zeit, oder möchte sie wissen, wie viel Zeit nimmt der Bewerbungsprozess vom Kandidaten finden bis zur Besetzung der Stelle mit diesem gefundenen Kandidaten in Anspruch im Vergleich zur vorherigen herkömmlichen Prozesswelt? Genau. Also es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie sind die Verfügbarkeiten vom Kandidaten. Auch das ist ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte. Befinden wir uns in der Hochphase vom Sommerurlaub im August, da hat sich der Prozess natürlich bei uns auch so ein bisschen gezogen. In der Regel kann man sagen, können wir 1 bis 2 Schritte und wir haben im Prozess ungefähr 4 davon gut in eine Woche packen. Das heißt, im besten Fall dauert so ein Prozess 2 bis 3 Wochen. Es kann aber natürlich auch mal sein, wie ich gerade schon angesprochen habe, je nach Verfügbarkeit der Kandidaten, dass es vielleicht auch mal 4 Wochen, 5 Wochen dauert. Da hilft es aber eben immer wieder, mit dem Kandidaten ins Gespräch zu gehen und auch zu sagen, hey, wir haben jetzt Dienstag, du hast dein Gespräch gehabt, du kriegst in spätestens 2 Tagen die Rückmeldung. Das heißt, dann ist Donnerstag und da schauen wir nach dem nächsten Termin, um eben dem Kandidaten das Verständnis auch dafür zu schaffen, warum so ein Prozess mitunter so lange dauern könnte. Anschlussfrage von mir zu dem Thema. Hängt das auch damit zusammen, welche Position besetzt wird? Also C-Level-Position, schafft ihr das auch in 3, 4 Wochen? Genau, das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an. Wir haben den Prozess generell so aufgebaut, dass wir ihn für jede Position anpassen können. Das heißt, das Grundgerüst steht und man kann dann eben schauen, braucht man zum Beispiel, ich habe es erwähnt, bei den etwas juniorigeren Kandidaten, die vielleicht gerade frisch von der Uni sind, einen 60-Minuten-Case oder ist das vielleicht da irrelevant, kann man sich die Zeit da sparen. Natürlich, wenn man dann in höhere Positionen reinschaut, Head-of-Position, Teamlead-Position, sind einfach immer mehr Stakeholder auch involviert, Hiring,
Gesprächspartner involviert, die da natürlich auch wichtig sind und da kann es sich natürlich auch rausziehen. Trotzdem versuchen wir natürlich auch in Anbetracht der Kündigungsfristen, die man ja hat in den Positionen, zu schauen, dass wir den Prozess relativ zeitnah umsetzen können. Okay, super, vielen Dank. Es gibt auch eine weitere Anschlussfrage, die möchte ich dir ebenfalls nicht vorenthalten. Und zwar wird gefragt, neben der üblichen Wertschätzung, das wird definiert in Form von beispielsweise Pünktlichkeit, eingeschaltete Kamera bei den digitalen Interviews, woran erkenne ich bei euch, bei Personio, ob diese Company echtes Interesse an den Kandidaten auf die Stelle hat? Um sie zu matchen, nicht nur das, sondern auch, um sie wirklich zu besetzen und das im gesamten Prozessablauf. Gibt noch eine weitere Anschlussfrage, aber machen wir mal eins nach dem anderen. Also es geht um die, neben der üblichen Wertschätzung, woran erkenne ich bei euch, dass echtes Interesse am Kandidaten besteht? Ja, also generell besteht bei uns immer echtes Interesse an den Kandidaten, nicht nur um die Stellen zu besetzen, sondern eben auch wirklich zu sagen, ein ganz großer Punkt für Personio ist eben die Kultur. Und das ist eben einer der Trigger auch innerhalb des Prozesses zu schauen, fühlt sich der Kandidat wohl, können wir den Kandidaten aber auch innerhalb der Kultur Personios sehen, das eben mit dedizierten Fragen, die man da natürlich hat. Und deswegen ist immer grundsätzlich Interesse an dem Kandidaten natürlich da, den entsprechend kennenzulernen und, wie ich auch gesagt habe, von den Fragen so ein bisschen abzuweichen, um einfach näher an den Kandidaten ranzukommen. Also das Interesse ist immer da und natürlich mit jedem Schritt, den man weitergeht, kann man als Kandidat auch davon ausgehen, dass es gesteigert ist. Aber das muss man natürlich einfach innerhalb des Prozesses auch herausfinden, wie gut das zueinander passt. Und da ist es für uns eben auch ganz wichtig, als Vertrauensperson sozusagen zu fungieren, dass der Kandidat eben auch sagen kann, ich sehe mich irgendwie nicht so in der Kultur, wie ich es vielleicht gedacht habe, oder bei Personio. Und dann ist das auch gar kein Problem. Dann müssen wir damit leben und dann ist es einfach vollkommen in Ordnung für uns. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir eben so offen miteinander sein können im Gespräch. Okay, also mit anderen Worten, kein Korsett, dafür aber ein grobes Richtlinien oder eine grobe Bande links und rechts, woran man sich orientieren kann, aber individuell auf die Kandidaten eingeht. In einer VUCA-Welt erfordert es agile Herangehensweisen, die dann auch Wertschätzung implizieren können. Genau. Und wahrscheinlich auch werden. Genau. Die Anschlussfrage, und dann sind wir auch tatsächlich schon am Ende angekommen, aber die Anschlussfrage auch hier weiterhin, wie viele FTEs, Fulltime Equivalents, sind an dem gesamten Auswahlprozess beteiligt? Also man kann... Das wird ja auch unterschiedlich sein. Es wird unterschiedlich sein, genau. Man kann generell davon ausgehen, also im ersten Gespräch natürlich ist erstmal der Recruiter mit beteiligt. Das heißt, hier haben wir die eine Person und wenn es dann wirklich nur um die reinen Gespräche geht, in denen der Kandidat bei uns ist, kann man davon ausgehen, dass dann natürlich der Hiring Manager nochmal mit dazukommt. Das heißt, hier haben wir die zweite FTE und dann kommt es so ein bisschen drauf an, weil tatsächlich unsere letzte Runde im Interviewprozess ein bisschen breiter gefächert ist. Wir geben den Kandidatinnen hier auch die Möglichkeit, eben ganz viele Menschen aus der Company kennenzulernen. Da sind dann auch nochmal mitunter 4 bis 7 Gesprächspartner, natürlich in kleinen Gruppen auch, 2 bis 3 Leute mit dabei, mit denen man sich austauscht. Also ganz speziell bei uns auch immer noch, dass sich Hanno, unser CEO, für fast jeden Kandidaten die Zeit nimmt, da eben auch ins Gespräch zu gehen. Andernfalls hat man einfach das Department-Interview mit einem aus dem C-Level sozusagen auch für den bestimmten Bereich. Und dann, wenn man natürlich in die Team-Kennenlernrunden geht, da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie ich gerade gesagt habe, können das auch mal 2, 3 Gesprächspartner sein. Deswegen kann man sagen, sind immer in der Regel mindestens 3 bis 4 Leute im Prozess involviert in den einzelnen Schritten. Aber es können eben auch einfach ein paar mehr FTEs, wenn man es jetzt wirklich mal so nennen möchte, mit dabei sein, die dann eben auch in ja, etwas entspannteren Gesprächsrunden mit dem Kandidaten sich austauschen. Super, das ist doch ein schönes Abschlusswort, Lisa. Vielen Dank. Der Dank wird im Übrigen auch an die von der Fragestellerin an dich ausgesendet. Also das sehr gerne und danke für die Fragen. Ja, genau, das reiche ich gleich so weiter. Sehr gut. So, jetzt muss ich das hier alles mal ein bisschen sortieren. So, wunderbar, habe ich geschafft. Dann, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einführung, für das Intro. Ja, unser Thema heute ist Money can't buy happiness, wie Sie durch Employer Benefits oder Benefits Ihr Employer Branding stärken.
Vielleicht vorweg ein paar kurze Worte zu mir, zu uns. Wie gesagt, ich bin Achmed Rode, ich habe tatsächlich das Unternehmen gegründet. Aus vielen Iterationen heraus sind wir heute dahin gekommen, wo wir sind. Uns gibt es eigentlich in der Grundurform mit ein paar Umfirmierungen und wie gesagt auch ein paar Turnarounds gibt es uns schon eine ganze Weile. Grundsätzlich habe ich einen relativ starken HR-Background. Ich war auch Mitfounder damals und Gründer von HR Lab. Mag vielleicht dem einen oder anderen bekannt sein, ein Begriff sein. Ist quasi, sagen wir jetzt mal, das Personio für den Mittelständler. Nicht ganz so bekannt, aber vielleicht etwas agiler und flexibler für, sagen wir mal, etwas größere mittelständische Companies. Und ein Thema, was uns eben dann immer wieder bewegt hat, damals war eben schon vor allem insbesondere das Thema New Work, nicht nur rein Digitalisierung des Workplaces an sich sozusagen, sondern eben ein bisschen mehr in ein starkes Nischenthema reinzugehen, was vielleicht damals noch stärker als Nische wahrgenommen wurde als heute. Nischenthema in unserem Fall eben die Corporate Benefits, ein anderes in Anführungsstrichen Nischenthema natürlich des Kleins wäre eben das, was meine Vorrednerin eben gesagt hatte, als was, wenn es um das Thema Recruiting geht, das sind ja letztendlich irgendwie immer doch nur in Anführungsstrichen Randbereiche für das Thema HR grundsätzlich. Ja, wie gesagt, was wir bei Bendesk machen, ist, wir, um es jetzt mal ganz einfach zu formulieren, wir digitalisieren Corporate Benefits. Vielleicht vorweg, was ist unsere Definition als ein Corporate Benefit? Ein Corporate Benefit für uns ist grundsätzlich mal jedes Produkt, tangibel wie auch intangibel, welches über den Arbeitgeber besser, schneller, günstiger, schöner, wie auch immer, an den Mitarbeiter angeboten werden kann, als er es normalerweise außerhalb seines Arbeitgebers oder des Unternehmens finden würde. Dann schon qualifiziert das für uns letzten Endes als Corporate Benefit. Es gibt natürlich ganz viele Anbieter von, sagen wir mal, klassischen Corporate Benefits, die auch schon per se von sich aus digital herausgehen. Jetzt natürlich die Frage, was digitalisiert ihr denn da? Wenn wir an jemanden denken wie, keine Ahnung, irgendein Sports Club oder keine Ahnung, Spendit, Lunchit, Jobrad, whatever, die sind ja alle schon digitalisiert. Natürlich sind sie das. Aber der große Unterschied ist eben, sie sind immer Standalone-Lösungen. Und die Herausforderung für HR, für den Unternehmer, ist eben ja nicht, das einzelne Benefit zu identifizieren, sondern die Gesamtheit der Benefits administrieren zu können. Und sehr häufig auch, und das ist einer der großen Mehrwerte, die wir auch sehr häufig gespiegelt bekommen aus den Personalabteilungen heraus, die eben sagen, durch das Dashboard, was wir darstellen, konsolidiert über die verschiedenen Benefits hinweg, dass es eben für den HR-Manager jetzt deutlich einfacher wird, transparent auch an die Geschäftsleitung kommunizieren zu können. Sieh mal, das ist der Mehrwert, den wir schaffen. Natürlich sitze ich im Zweifel im Bereich Personal auf dem größten Kostenblock, aber mit dem Bereich Corporate Benefits schaffe ich hier zum Beispiel einen Mehrwert, der um ein Vielfaches, der dann genau zu beziffern ist, um ein Vielfaches meinen Aufwand übersteigt. Und das ist eigentlich genau quasi das, was wir tun wollen. Und auf der Rückseite hat der Mitarbeiter eben die Auswahl aus den verschiedenen, aus den diversen Corporate Benefits, die sein Arbeitgeber ihm anbietet, eben die für ihn passenden rauszusuchen und sieht auch da wieder konsolidiert. Was bedeutet das zum Beispiel für das Gehalt im Endeffekt, wenn alle Corporate Benefits gemeinsam oder die man eben möchte ausgewählt werden? Ja, das nur so als kurzer Abriss. Am Ende soll das jetzt hier eigentlich keine Produktshow werden, sondern wollte ich ein bisschen auf das eigentliche Thema eingehen. Und das eigentliche Thema hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, ist eigentlich vor allem mal die Situation und damit die grundlegende Frage. Was soll das überhaupt mit Corporate Benefits? Ja, warum brauche ich denn eigentlich überhaupt welche? Und die Situation, der wir uns heute entgegengestellt sehen, ist eben ganz banal, dass wir eigentlich einen Talent Market haben nicht umgekehrt. Das heißt, der Bewerber kann sich eigentlich seinen Arbeitgeber aussuchen. Ja, das hat sich relativ stark in den letzten Jahren geändert. Die Babyboomer verschwinden so langsam aus dem Bereich, und es wird jetzt ein relativ starkes Loch hinterlassen. Die Millennials, die wir jetzt aktuell haben, die sind jetzt gerade in ihrer größten produktiven Phase, Alter 30 bis 40, haben Universitätsabschluss, haben 5 Jahre plus an Erfahrung. Wird extrem drum gebuhlt, die quasi zu bekommen. Aber auf der anderen Seite großes anderes Problem. Die Millennials haben heute
Relativ wenig Workplace Loyalty, so würde ich das jetzt mal bezeichnen. Das heißt, eigentlich ist es, gehört es schon fast zum guten Ton, sagen wir mal alle 2 bis 3, also vielleicht spätestens 6 bis 10 Jahre das Unternehmen zu wechseln, den Arbeitgeber zu wechseln. Das mag auch sicherlich aus Arbeitgebersicht manchmal ganz positiv sein, weil man eben nicht einen Mitarbeiter hat, der irgendwie 10 Jahre im bleibenden eigenen Saft schmort und natürlich keine neuen Impulse reinbringt. Auf der anderen Seite ist natürlich die große Herausforderung, wo finde ich denn Ersatz? Also ich habe dann also quasi die doppelte Herausforderung. Wenn ich in einer Wachstumsphase bin, brauche ich sowieso schon mehr Mitarbeiter. Wenn ich aber dann on top auch noch, ich sage jetzt mal 30-35% Fluktuation habe, brauche ich ja noch zusätzlich 30-35% meiner existierenden Belegschaft als New Joiner. Das ist also dann eine extreme Herausforderung, die es irgendwo zu stemmen gilt. Und dann letztens so ein relativ schönes Zitat gehört, Move up or I'm out Mentality. Das heißt also, die Mitarbeiter sind eben auch schnell dabei. Und das ist auch so ein relativ starkes Problem, das wir heute häufig in dem New Work Umfeld sehen. Da stellt man sich ein Stück weit selber ein Bein, weil auf der einen Seite haben wir eben flachere Organisationsstrukturen, die wiederum bringen eben mit sich, und deshalb dieses Zitat, was ich gerade gesagt habe, dass die Mitarbeiter natürlich weniger Möglichkeiten haben, aufzusteigen, weil wenn ich nur 3 Hierarchien habe, wo soll es dann noch hingehen irgendwann? Ja, das ist dann eben ein gewisses Thema. Das heißt, ich muss halt irgendwelche anderen Themen finden, die die Mitarbeiter tatsächlich auch binden. Und der letzte Punkt, den ich eingangs eben ganz kurz in der Einführungsrunde schon erwähnt habe, die Mitarbeiter möchten auch wissen, wofür sie denn wirklich arbeiten. Was bietet ihnen denn der Arbeitgeber? Wir bezeichnen das in Summe dann auf das Thema Benefits bezogen als Total Compensation Package. Es geht eben nicht nur um Gehalt, sondern es geht eben auch um ganz viele andere Faktoren, die drumherum eine Rolle spielen. Und eines der Faktoren ist eben ganz sicherlich auch das Thema, wofür steht das Unternehmen? Ja, wofür steht mein Arbeitgeber? Ist es jemand, der wirklich ein Produkt baut? Kann ich dabei helfen, ein Produkt zu bauen sozusagen oder zu vertreiben, wie auch immer, dass die Welt ein besserer Ort wird? Das ist durchaus für viele ein sehr stark motivierender oder im Umkehrschluss demotivierender Faktor. Und auch das ist etwas, was ich im Zweifel im Kleinen, wofür stehe ich als Unternehmen, wofür stehe ich als Arbeitgeber, auch über die von mir gepushten Benefits mit forcieren und betonen kann. Corona und die etwas anderen Auswirkungen, das ist so der andere Punkt, den wir gemerkt haben, der natürlich auch da nochmal eine ganz andere Beschleunigung, eine ganz andere Pace in das Thema Workplace reingebracht hat, weil zum einen haben wir ganz massiv natürlich die Digitalisierung auch am Arbeitsplatz, das heißt Remote-Arbeiten war für viele eine unausweichliche Situation. Und inzwischen ist es so ein Stück weit New Normal geworden. Ja, also aus dem Nähkästchen geplaudert, bei uns zum Beispiel haben wir jetzt ganz offiziell die 3-2-Woche eingeführt, sozusagen schon vor einer Weile. Das heißt, ganz offiziell gehen die Mitarbeiter, sind sie, sagen wir mal, ist die Empfehlung, 3 Tage die Woche ins Büro zu kommen und 2 Tage die Woche kann man auch zu Hause bleiben oder remote arbeiten, wo auch immer das sein mag. Wenn es mal ein Shift gibt in eine Richtung oder die andere Richtung, ist das nicht dramatisch, aber grundsätzlich 3-2 mal als Vorgabe. Und auch das bringt natürlich eine gewisse Bewegung in den Arbeitsmarkt, weil am Ende habe ich jetzt natürlich auch die Möglichkeit, als Bewerber mich einem Unternehmen anzuschließen, sozusagen, welches nicht zwingend in meinem Ort sein muss. Ja, dementsprechend ist das etwas, was eben völlig auf dem weiß, was man vor Jahren noch irgendwie so normalerweise gedacht hat. Und auch da dann ist wiederum die Frage, Work-Life-Balance bekommt logischerweise eine andere, nochmal eine andere Positionierung. Und auch da ist dann das Thema Corporate Benefits wiederum etwas, was durchaus wichtig ist und was da eine große Rolle spielt, um eben mehr dem Arbeitsplatz zu bieten, als man das normalerweise gewohnt war. Und auch die Anforderungen, den Arbeitsplatz sind auch anders geworden. Ja, wenn der Mitarbeiter sich aussuchen kann, naja, bleibe ich zu Hause oder gehe ich in irgendein Büro, wo ich jetzt mal, sagen wir mal, so ein bisschen nach dem klassischen 80er-Jahres-Style, wo ich irgendwie ein Büro habe, irgendwie 100 Meter Flur und rechts und links 20 Türen und dann sitze ich da mal in meinem Aquarium. Mit irgendwie 3 Wänden und einem Schreibtisch und einem Fenster, dann ist das sicherlich nicht so wahnsinnig schön.
Also auch da ist die Anforderung an den Arbeitsplatz. Und das ist unter anderem auch natürlich ein Teil eines Corporate Benefits, eben einen Arbeitsplatz zu schaffen, der mehr eine, sage ich mal, Wohnzimmeratmosphäre bietet, der mehr eine Atmosphäre bietet. Hier bin ich zu Hause, hier kann ich mich wohlfühlen, kann ich mich mit Kollegen austauschen. Und ich gehe da gerne hin und bin dann auch gerne mal wieder zu Hause, gehe auch gerne wieder zurück ins Office. Auch das ist ein Teil, das eben zu diesem Stück weit New Normal gehört. Und auch das ist zum Beispiel jetzt in klar an dieser Stelle angerissen, was wir natürlich auch über unsere Plattform Bendes transparent machen. Weil was wir natürlich sehr häufig auch sehen, das Thema Transparenz, viele Arbeitgeber tun ja schon in ihrem eigenen Denken als aus Arbeitgebersicht, aus HR-Sicht tun sie relativ viel für ihre Mitarbeiter, indem eben, ich sage jetzt mal überspitzt, 10 verschiedene Milchsorten im Kühlschrank stehen. Ja, da ist flitzen Barista rum und ich habe noch andere tausend tolle Sachen. Aber wenn das nicht wahrgenommen wird von meinem Mitarbeiter, wenn der das nicht transparent sehen kann, ach, das gibt's ja tatsächlich hier alles, das war mir gar nicht so bewusst. Dann nützt das natürlich alles nichts. Und deshalb dieses Transparent machen ist sicherlich ein relativ wichtiger Punkt, den wir auch über Bendex versuchen zu lösen, damit eben allen Seiten auch klar wird, was gibt es denn da überhaupt. What have you done for me lately? Wenn das Gehalt alleine nicht reicht, wie gesagt, es geht stark auf diesen Punkt ein, dass wir dieses Konzept von Total Compensation Package betrachten. Und was wir sehen, und da haben wir zum Beispiel dann natürlich auch in Bendes eine Art Rechner drin für die Arbeitgeberseite, dass man eigentlich, und da natürlich auch für den Mitarbeiter am Ende, dass man wirklich sehen kann, okay, jemand hat ein Grundgehalt als wirklichen Gehalt X plus seine Benefits und die summieren sich in Summe auf eben ein bestimmtes anderes Summe oder ein Gehaltssumme auf. Und deshalb ist das Total Compensation Package durchaus relevant, weil klar, bei uns versuchen natürlich relativ viele Benefits auch sehr strukturiert umzusetzen. Wir sind ja auch ein Stück weit an der Quelle quasi. Und wir haben bei uns sind wir bei ungefähr 10% des Gehalts, welche durch Corporate Benefits on top dazukommen. Ja, als Beispiel, wir zahlen eine betriebliche Altersversorgung unabhängig von der freiwilligen Gehaltsumwandlung und einem Arbeitgeberzuschuss, der darauf nochmal entfällt, zahlen wir pauschal 5% des Bruttolohns als arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung. Wir zahlen 44 Euro steuerfreien Sachkostenzuschuss. Wir zahlen einen Essenszuschuss bis zu, ich glaube, 110 Euro oder sowas im Monat, alles rein netto. Und so addieren sich die Dinge eben auf und so komme ich dann schnell dahin, dass jemand, der auf dem Papier, ich sage jetzt mal, 48 Brutto im Monat wäre schön, im Jahr hat, und der dann aber eigentlich de facto auf irgendwas in der Größenordnung 52.000 bis 53.000 kommt. Das ist schon ein erheblicher Mehrwert, der aber, wie eben schon gesagt, total verpufft, wenn das nicht kommuniziert und nicht transparent gemacht wird. Und ja, deshalb ist sogar dieses Total Compensation Package sehr wichtig. Und damit kann ich mich natürlich einerseits ein Stück weit von der Konkurrenz abheben, andererseits komme natürlich auch immer mehr in die Situation, dass viele Dinge eigentlich die Logik schon wieder ein Stück weit umgekehrt ist. Damit meine ich, dass es durchaus eine Situation gibt, wo ich mich ins Ausschieße als Arbeitgeber, wenn ich diese Benefits nicht biete, wo ich also nicht sagen kann, ich bin besser als die anderen, weil ich habe Benefits, sondern ich einfach sagen kann, zumindest schon mal, ich bin nicht schlechter als andere, weil ich die Benefits auch habe. Und dann geht es eben darum, dann zumindest zum Beispiel schon über das Thema Transparenz eben noch mehr zu bieten und das halt wirklich irgendwie zu verdeutlichen und das halt irgendwie wirklich in Summe als Teil der Gesamtheit darstellen zu können. Corporate Social Responsibility ist ein anderer Punkt, der sich auch sehr gut über das Thema Corporate Benefit in Summe darstellen kann, lassen kann. Auch da, wir sind ein bisschen amerikanisch geprägt, auch durch einen großen Partner von uns, Salesforce. Ich weiß nicht, wem von Ihnen, von euch das geläufig ist. Es gibt da diese relativ große Initiative Giving Pledge. Da geht es darum, auf drei Arten etwas zurückzugeben an die Gesellschaft, an die Welt sozusagen. Diese drei Themen sind 1% des Umsatzes oder des Gewinns zu investieren in irgendetwas Positives.
1%, also Spenden, 1% der Arbeitszeit zu spenden und 1% des Produkts sozusagen irgendwie auch herauszugeben an zum Beispiel Non-Profit-Organizations etc. Und was wir zum Beispiel auch machen und über die Plattform natürlich auch wunderbar transparent machen, wir sagen, dass zum Beispiel 1% unserer Arbeitskraft unseres Unternehmens widmen wir wohltätigen Zwecken. Das können sich die Mitarbeiter entweder selber aussuchen und ganz individuell bestimmen, oder das können man auch theoretisch, diese Arbeitstage sind das, die bei uns angespart werden können. Also man sagt, jemand hat uns einfach zu rechnen, wir haben rund, keine Ahnung, 200 Arbeitstage im Jahr, 1% davon sind 2 Tage. Das heißt, 2 Tage im Jahr darf sich jeder Mitarbeiter ohne Gehaltsverzicht sozusagen von seiner Arbeit freistellen lassen, um einen wohltätigen Zweck nachzugehen, was auch immer es sein mag, seine Wahl. Oder man kann, wie gesagt, diese Tage auch für mehrere Jahre theoretisch ansparen, um dann zu sagen, vielleicht auch ein ganzes Team fliegt dann für eine Woche irgendwo hin und engagiert sich in irgendeinem anderen wohltätigen Projekt in wo auch immer. Ja, das sind also zum Beispiel so eine Kleinigkeit, die man tun kann, die aber einen relativ großen Impact zum einen natürlich auf tatsächlich auch auf die Welt haben kann, auf der anderen Seite auch einen großen Impact haben kann, darüber, wie kommuniziere oder wie platziere ich mich als Arbeitgeber und bin ich wirklich, komme ich auch einer gewissen sozialen Verantwortung nach. Und auch da wiederum ist es eben das Thema, das muss kommuniziert sein, das muss für den Mitarbeiter transparent sein, der muss eben sehen können, welche Möglichkeiten und Optionen hat der oder bietet mir mein Arbeitgeber. Wenn der Firmenwagen das Thema verfehlt, Firmenwagen ist ja ein sehr typisch deutsches Thema. Auf der anderen Seite gibt es da, ist es ja auch immer weniger spannend. Ich meine, kommt natürlich ein bisschen darauf an. Ich sage jetzt mal in einem Großraumstandort, Köln, Berlin, München, Hamburg etc. Markenauto, jetzt vielleicht ist ein Auto sicherlich deutlich weniger interessant als irgendwo auf dem, in Anführungsstrichen, auf dem platten Land. Da mag das natürlich deutlich wichtiger sein. Aber unterm Strich ist der Tenor, ein Firmenwagen ist heute immer weniger ein Beweggrund für jemanden zu sagen, das ist so ein toller Arbeitgeber. Im Zweifel sogar im Gegenteil, sondern man möchte eben viel mehr andere Themen haben, zum Beispiel eben flexible Arbeitsplatzregelungen, Arbeitszeitregelungen, dass man auch möglicherweise das Thema Fahrrad, Elektromobilität oder auch irgendwelche Möglichkeiten über Budgets öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu können, und dass man oder auch Sabbatical-Lösungen auch als Teil der Arbeitsplatzgestaltung auch Familie inkludieren. Das sind alles Themen, die heute viel wichtiger geworden sind und sorgen am Ende dafür, dass wir eine viel höhere Job-Satisfaction, also viel höhere Zufriedenheit mit dem Job empfinden und eben auch, dass der Mitarbeiter sich verstanden fühlt in seinen persönlichen Belangen, weil man kann eben auch nicht alle über einen Kamm scheren. Und von daher ist auch da wiederum eine Transparenz an der Plattform wichtig, sodass sich jeder modular das eben aussuchen kann, was eben für ihn persönlich passt. Es ist a change in the change. Nutzen Sie die Herausforderung zu Ihren Gunsten. Ja, letzten Endes geht es eigentlich genau darum, dass man etwas bewegen kann, und dass man die Herausforderung annimmt, dass man sich dem stellt. Und die Komplexität ist eben einer der Gründe, warum viele Arbeitgeber heute vor Benefits und insbesondere vor einer Vielfalt an Benefits, einen ganzen Blumenstrauß quasi zurückschrecken. Und das ist eben letzten Endes genau der Punkt, wo wir eben versuchen anzusetzen, um halt darzustellen, wir bieten hier mehr Möglichkeiten, und bieten das Ganze mit wenig Komplexität in der Handhabbarkeit, mit Bendesk. Und das ist eigentlich so der initiale Faktor, den es braucht, um zu sagen, okay, wir springen jetzt da rein und nutzen das auch. Und das soll dann eben am Ende genutzt werden. Und darauf haben wir jetzt mal versucht, die 5 besten Möglichkeiten zu identifizieren, wie das funktionieren kann. Und wir sind auch zu dem Schluss gekommen, zum einen, wir brauchen eine wirklich stabile Organisation und Arbeitskultur oder Arbeitsplatzkultur, mit wirklich der Kommunikation, wofür stehe ich als Arbeitgeber? Was ist das, was ist unsere
Vision und Vision meint eben nicht, wir wollen für unsere Shareholder möglichst viel Geld verdienen. Das ist keine Vision. Eine Vision ist letzten Endes zu sagen, was ist unser Beitrag? Was ist unsere Vision zum Beispiel als Benders ist eben, dass wir den Mehrwert dass der Mitarbeiter eine Wertschätzung erfährt durch seinen Arbeitgeber in allem, was er tut und die für ihn passende Art der Vergütung empfindet sozusagen. Das ist unsere Vision, das ist das, was uns antreibt, den Arbeitsplatz in Summe auf den Mitarbeiter zuzuschneiden. Und das muss eben kommuniziert werden, das muss entwickelt werden und das muss dann entsprechend natürlich auch herausgetragen werden. Dann Training, wichtiger anderer Punkt. Das heißt, die Mitarbeiter müssen definitiv weitergebildet werden können. Sie müssen sehen, dass sie natürlich den Arbeitsplatz am Ende, selbst wenn sie irgendwann gehen, dass sie besser sind, schneller sind, als sie es vorher waren, weil der Arbeitgeber sie ausgebildet hat. Auch da gibt es wahrscheinlich das für viele bekannte Zitat, wo der eine den anderen fragt, ja, was ist, wenn wir unsere Mitarbeiter für viel Geld ausbilden und sie verlassen das Unternehmen? Und die Antwort ist, naja, was ist denn, wenn sie nicht ausbilden und sie bleiben? Ja, das ist denn der Schlimmere am Ende des Tages. Also ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auch das kann natürlich ganz wunderbar als Corporate Benefit mitgeteilt werden und wahrgenommen werden, dass die Mitarbeiter eben die Möglichkeit haben, ein Fortbildungsbudget im Jahr auch für vielleicht sogar nicht rein arbeitsbezogene Themen nutzen zu können. Engaging Work Environment, also dass die Mitarbeiter fühlen, dass sie ihren Beitrag zur Arbeitsumgebung und zum Gesamtkurs sozusagen beitragen, sehr wichtiger Punkt. Klare, transparente Kommunikation der Karrierechancen im Unternehmen. Was ist der Weg? Wohin soll es gehen? Was ist der Beitrag, den der einzelne Mitarbeiter auch entsprechend leisten kann? Und dann am Ende Work-Life-Balance, dass also wirklich klar ist, dass auch Familie und das Privatleben und die nachhaltige Produktivität und das Ich des einzelnen Mitarbeiters eine große Rolle spielen und dass das alles irgendwo in dem Umfeld soziale Verantwortung, Arbeitsplatzkultur, Wahrnehmen des einzelnen Mitarbeiters, dass das in Gesamtheit erfasst und verstanden wird. Das sind so die Themen, wo wir meinen, das ist der richtige Weg, um Talente zu halten und auch neue zu gewinnen. Die Bender Story, ganz kurz, wie sind wir dazu gekommen, das zu tun, was wir tun? Eigentlich vor allem aus der Erkenntnis heraus, dass wir festgestellt haben, dass es ja sehr viele Benefit-Anbieter gibt, dass in der Regel aber die Herausforderung für den Arbeitgeber daran besteht, diese Benefits auch sauber an einer Stelle administrieren zu können. Weil am Ende die meisten Corporate Benefits, wenn ich jetzt mal absehe von, es gibt bei uns Hafermilch im Kühlschrank und ich kann den Hund mit zum Arbeitsplatz mitnehmen, aber am Ende haben die meisten anderen Benefits in irgendeiner Form eine Lohnberührung. Und die Lohnberührung bringt eben mit sich, dass es eben an den Abrechner kommuniziert werden muss. Und das ist nicht so wahnsinnig schwierig, wenn ich einen Benefit habe oder auch noch machbar, wenn ich zwei Benefits habe, wenn ich aber irgendwann 8 oder 10 oder 15 Benefits anbiete. Dann wird das ein Administrationsmoloch sozusagen. Und dann nützt es mir auch nichts, wenn ich 10 Benefits habe und die haben alle ihr eigenes Portal und die haben alle ihre eigene Webdarstellung. Das ist natürlich super. Aber am Ende muss ich trotzdem die Reports konsolidieren, um sie kommunizieren zu können. Und das, was ich eingangs sagte, es gibt eben kaum Möglichkeiten, wirklich mal transparent zu machen. Zum Beispiel Banalitäten wie wie viel meiner Mitarbeiter nutzen mindestens ein Benefit? Wie viele Mitarbeiter benutzen 5 Benefits? Was kosten mich als Arbeitgeber alle Benefits in Summe? Wie viel Mehrwert schaffe ich in Summe über alle Benefits hinweg? Und wie vergleicht sich das mit dem gegenübergestellten Kosten etc.? Und das sind so die Themen, die uns angetrieben haben, anzutreten, sozusagen die Plattform Bendes zu schaffen. Und entsprechend ja unseren Beitrag zu leisten, um den Arbeitgeber einen attraktiven zu einem attraktiven Arbeitgeber zu machen. Ja, schon eigentlich relativ kurz durchgeflogen. Ich glaube, von dem Timing her auch so ziemlich kurz vor knapp sozusagen. Gibt es irgendwelche Fragen? Vielen Dank, Achim. Timing ist mega. Sehr gerne. Wir haben noch 5 Minuten für Fragen. Und dann
müssten wir so langsam überschwenken zum nächsten Vortrag. Von daher nutzen wir die Gelegenheit, ich auch hier nochmal der Appell, liebe Kolleginnen und Kollegen, fragt gerne im Chat, der befindet sich in eurem Webinar-Bedienpanel. Dort könnt ihr jederzeit Fragen, Anmerkungen, Rückmeldungen platzieren. Würde uns freuen. Wir haben Folgendes, lieber Achim, für dich an Fragen mitgebracht. Was glaubst du denn oder welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Welche Benefits werden von der Generation Y und Z jeweils am meisten nachgefragt? Und siehst du dort auch Nachfrageunterschiede? Also worauf springen sie eher an und was unterscheidet sie? Also in der Generation Y ist das Thema Mobilität schon durchaus noch relativ wichtig, aber ich glaube, in der Generation Z ist das Thema wichtiger. Also da haben wir zum Beispiel Mobilitätsbudgets, die eher in den öffentlichen Nahverkehr eingreifen, ist ein großes Thema in Generation Z. In der Generation Y ist ganz klar schon ein relativ wichtiges Thema, auch übrigens eins, was man sehr schön digitalisieren kann, zum Beispiel Sabbatical. Das ist etwas, was da sehr häufig angefragt wird, liegt natürlich ein bisschen an der Altersstruktur. Also jemand, der irgendwie Anfang 20 ist oder Mitte 20 ist, für den ist das ein Sabbatical noch nicht so das Riesenthema. Aber das ist etwas, was später eben diese Work-Life-Balance logischerweise im fortschreitenden Karrierezyklus sozusagen immer wichtiger wird. Und im Bereich Generation Z ist eben schon sehr wichtig, alles das, was mehr auf einen nachhaltigen Lebenswandel geht, beziehungsweise was vor allem auch darauf abzielt, zu sehen und zu verstehen und zu wissen, dass der Arbeitgeber einer sozialen Verantwortung nachkommt, dass wirklich das getan wird, dass ein Arbeitgeber arbeitet, der auch für etwas steht und nicht nur einfach in Rädchen dreht, damit irgendeiner mehr Geld verdient. Das bewegt heute kaum noch einen. Das ist sicherlich auch für beide Generationen quasi gleichermaßen. Aber ich würde sagen, das ist so der Hauptunterschied. Also für Generation Z ist eher so das Thema Mobilität, Work-Life-Balance und Transparenz machen und Nachhaltigkeit ein großes Thema. Und auch Sport, Bewegung zum Beispiel, Dinge wie Urban Sports Club, Gym Pass etc., alles Partner von Bennis natürlich, sind da wichtig. Und in der Generation Y ist es dann schon häufig auch das, was eben Sabbatical bezogen ist, Work-Life-Balance, zu Hause bleiben zu können. Das ist da ein sehr, sehr großes Thema. Ja, danke für die Einschätzung. Das glaube ich auch ganz hilfreich. Können wir das nur ganz kurz noch erweitern um die Generation X, die dann ja eher in Frage kommen für Head of Position oder vermutlich vermehrt in Frage kommen für diese höher dotierten Positionen? Was fragen die eher nach oder ist es da weniger ein Thema? Da ist natürlich auch zunehmend sicherlich auch da Work-Life-Balance ein Thema, was da insbesondere, wobei das zieht sich fast inzwischen durch alle Schichten durch oder durch alle Generationen durch, was schon noch ein großes Thema ist tatsächlich, ist das Thema betriebliche Altersversorgung. Und auch immer mehr im angelsächsischen Bereich natürlich ein ganz anderes Thema, auch in Deutschland immer mehr Themen wie betriebliche Krankenvorsorge zum Beispiel, ja, was kann ich da möglicherweise machen? Und am Ende natürlich irgendwie auch ein Stück weit, wie kann ich mehr aus meinem Gehalt rausholen? Und das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema, gerade eben in der etwas älteren Generation. Aber ich glaube, betriebliche Altersversorgung ist da schon noch ein sehr häufig inzwischen nachgefragtes Thema. Logischerweise, weil man sich sicherlich mit 40 eher mit dem Thema Ruhestand beschäftigt als mit Anfang 20. Ja, aber das ist schon etwas, was sehr wichtig ist und am Ende natürlich auch als für den Arbeitgeber immer insofern ein spannendes Thema ist, wenn man da einen Riesenhebel generieren kann. Zum einen, zum anderen ist die betriebliche Altersversorgung nun mal das einzige Benefit, was mandatory in Deutschland ist. Ja, also betriebliche Altersversorgung, da hat jeder Mitarbeiter ein Recht drauf auf einen Jobrat oder eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft hat natürlich keiner ein Recht drauf. Das ist nice to have, aber das ist halt letztendlich auch eine freiwillige Leistung. Wohingegen eine betriebliche Altersversorgung ist keine freiwillige Leistung, die muss jeder Arbeitgeber, jedem Mitarbeiter bieten, ob er will oder nicht. Ja, vielen Dank für den kurzen Rundumflug. Das war, glaube ich, nochmal ganz hilfreich, um es einander abzugrenzen, aber auch um zu unterstreichen, dass wir für alle quasi Generationen verbinden und darüber hinaus spannende Benefits haben, die vielleicht zukünftig ja mal zur Pflicht werden. Das wird sich zeigen. Der politische Diskurs gerade auch um das Thema Altersvorsorge ist ja gerade im heißen Gange und ich würde mal sagen, deutlicher denn je. Gucken wir mal, wohin das führt. Aber ich danke dir sehr herzlich für diesen Beitrag. Gerade eben hat nämlich sich schon der Kollege
Bernhard eingewählt. Der darf sich gerne wieder mit Kamera dazuschalten. Denn wie immer haben wir einen kleinen Übergang, Achim, den du jetzt gestalten kannst, mit der Frage, welche Benefits ziehen denn deiner Meinung nach am besten in der Stellenanzeige, damit diese besser konvertiert? Also ich würde mich eigentlich, das ist jetzt natürlich eine total Politiker-like Antwort, ich würde mich eigentlich nur sehr ungern darauf festlegen, zu sagen, das ist der eine Benefit, der dafür sorgt, dass die Stellenanzeige besser konvertiert. Ich würde, glaube ich, eher genau daraufhin eingehen, und das schließt eigentlich auch an deine vorhergehende Frage an, Andreas, als du gefragt hast, welches Benefit ist denn für welche Generation das Beste? Heißt, Umkehrschluss, der Schlüssel ist eigentlich, dass ich als Arbeitgeber deutlich machen kann, dass der Mitarbeiter aus einem großen Blumenstrauß an Benefits sich die für ihn passende aussuchen kann. Ja, dass wir eben so eine Art Cafeteria-System haben, und es gibt eben nicht one size fits all. Ja, es gibt unterschiedliche Lebensphasen, es gibt unterschiedliche Wertigkeiten für den Einzelnen sehr individuell, und aus diesem Grunde, glaube ich, ist eben die Lösung genau da, transparent zu machen. Uns ist wichtig als Arbeitgeber, dass du als Mitarbeiter das für dich passende Total Compensation Package zusammengestellen kannst. Ja, und das findest du eben bei uns, und das ist digital administriert, das ist transparent und das ist easy to use, und das ist, glaube ich, eigentlich der Schlüssel. Wahnsinns Schlusswort, Achim, vielen Dank. Das fasst es, glaube ich, gut zusammen, und von Bernhard werden wir nämlich jetzt erfahren, was eine optimal gestaltete Stellenanzeige so ausmacht. Und da hoffe ich, dass Bernhard auch die Gelegenheit nutzt, um an deinen Worten anzuknüpfen, lieber Achim. Also vielen Dank nach, wohin eigentlich? Köln. Nach Köln, sehr schön. Ja, nach Köln. Grüße gehen nach Köln raus, und damit verabschiede ich dich für den Moment. Und du bist ja, bist du später selber mit dabei bei der Podi oder ein Kollege von dir? Da muss ein Kollege von mir teilnehmen, da bin ich schon wieder leider in einem anderen eigenen Workshop, aber ja, da ist auf jeden Fall, okay. Kollege, wir sind dabei, wir freuen uns. Super, dann dir viel Erfolg beim Workshop, und dann freuen wir uns auf die Vertretung des Kollegen in der späteren Podiumsdiskussion. Danke, Achim, mach's gut. Ja, Andreas, danke, auch so, tschüss. Hau rein, tschüss, tschüss. So, Bernhard, jetzt geht's mit dir weiter. Du bist jetzt am Start, wir haben ein spannendes Thema. Und haben im Prinzip, vielleicht müssen wir mal so einen kurzen Zwischenstand machen. Ich müsste eigentlich jetzt mal den Tag so ein ganz klein bisschen quasi einfangen, um deutlich zu machen, was haben wir denn heute eigentlich schon alles erlebt. Wir sind ja schon seit 9 Uhr im Gange, und du warst ja heute Morgen auch ganz kurz mit dabei. Und um es dir vielleicht leichter zu machen und dir den Rückenwind zu geben, fasse ich nochmal kurz zusammen, was wir bisher eigentlich erlebt haben. Also wir haben einen Einstieg gefunden und festgestellt, Recruiting und Employer Branding sind aktuell, ich sag mal, noch untrennbar miteinander verbunden. Wir haben festgestellt, dass man sich sehr genau darüber Gedanken machen muss, wieso Bewerbungen trotz kostenintensiver Reichweite nicht unbedingt eintrudeln. Wir haben festgestellt, dass sich die Generation der Stellenanzeige insofern gewandelt hat, als dass man die Möglichkeiten und technischen Mittel von künstlicher Intelligenz und anderen KI-basierten System für sich nutzbar machen kann, um zumindest schon mal besser in die Reichweite der Zielgruppe zu gelangen. Wir haben festgestellt, wie wir die Zielgruppe dann wiederum durch einen sehr guten Prozess leiten können, der digital abgebildet ist, der wertschätzend ist und der dann wiederum zu den passenden Werten des Unternehmens passt, was Achim gerade mitteilte, aber auch die Stefanie, wie man Werte vertreten kann, wie man Werte unterstreichen kann. Und jetzt bildest die Klammer, rundest das Thema ab durch dein Plädoyer auf die Stellenanzeige, wie die Kandidaten das denn für sich beurteilen und welche Recruiting-Instrumente für Arbeitgeber die wichtigsten sind. Du bist Geschäftsführer der Königsteiner Agentur, und du wirst jetzt genau dazu referieren. Es gibt Optimierungstipps von dir zum sofortigen Umsetzen. Da sind wir mal gespannt. So, Bernhard, genug meiner Worte. Jetzt soll der Bildschirm direkt zu dir gehen. Ich hoffe, man hört mich auch schon. Natürlich. Das ist gut. Ich habe die Präsentation gleich auch auf dem Bildschirm für euch. Ich hoffe, sie ist jetzt da.
Noch sehe ich sie nicht, aber das kann sein, dass es einen kurzen Augenblick braucht, bis sie sich zeigbar macht. Ja, da ist sie. Das war die Vermutung. Jetzt sehen wir es. Bernhard, kann losgehen. Wunderbar. Also, dann sage ich erstmal nach Köln, sage ich Alaaf. Wir sind hier in Baden-Württemberg. Im Alemannischen gibt es ganz verschiedene Rufe, aber gerne nochmal anknüpfend an das, was Achim gerade gesagt hat, bei dem Thema Benefits und welche sind es denn? Da komme ich später nochmal zu. Wichtig ist jedenfalls, dass der Kandidat einen Anforderungskatalog hat, den er abhakt. Und er sollte nicht nur ein Benefit in seinem Katalog erfüllt werden. So viel schon mal vielleicht vorab. Aber jetzt zu meinem Thema Stellenanzeigen 2021, die Sicht von Kandidaten auf das wichtigste Recruiting-Instrument von Arbeitgebern. Herzlich willkommen von mir. Ich bin Bernhard Rehse. Ich bin seit Anfang dieses Jahres als Geschäftsführer bei der Königsteiner Agentur. Davor war ich viele Jahre bei verschiedenen Medienhäusern, unter anderem in Gütersloh, Dresden, Hannover, Saarbrücken und Stuttgart in der Vermarktung, zuletzt auch als Geschäftsführer. Die Königsteiner Agentur mit ihrer Kernmarke Königsteiner und den Töchtern AWS in Hamburg und Kunze und Stamm in Nürnberg gehört zu den führenden HR-Agenturen in Deutschland. Wir haben Standorte in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Nürnberg und eben unsere Zentrale in Stuttgart. Sind also bundesweit auch physisch nah bei unseren Kunden, den HR-Abteilungen. Und diese haben über die Königsteiner im laufenden Jahr bereits über 30.000 Stellenanzeigenaufträge mit über 100.000 Auftragseinzelpositionen, nicht nur bei den großen Marktführern, sondern auch bei weit über 100 weiteren Special Interest Jobboards veröffentlicht. Was will ich damit sagen? Mit Stellenanzeigen kennen wir uns wirklich aus, seit über 50 Jahren übrigens. Und angefangen von strategischen Employer Branding und der Beratung über Kreativleistungen wie Text und Grafik bis hin zu Programmatic Job Advertising bieten wir alle relevanten Bausteine für den Recruiting-Erfolg unserer Kunden in den HR-Abteilungen aus einer Hand. Ja, Stellenanzeigen sind nach wie vor das wichtigste Instrument der Mitarbeitersuche. Allerdings hat sich die Herangehensweise, und das haben wir heute Vormittag auch schon gehört, aufgrund des viel besprochenen Fachkräftemangels, der demografischen Entwicklung verändert. Aus Arbeitgebermärkten sind längst Kandidatenmärkte geworden. Die Stellenanzeige sind daher heute viel mehr als früher Bewerbungsschreiben. Nämlich Bewerbungsschreiben, in denen sich die Arbeitgeber mit ihren offenen Positionen bei weniger verfügbaren Kandidaten ins rechte Licht rücken müssen. Bewerbung also heute andersherum. Und wenn Sie als guter Marketer im Personalbereich die Perspektive des Kunden, also des potenziellen Kandidaten einnehmen, haben Sie auch heute noch eine gute Chance, mit Stellenanzeigen die gewünschten Talente im Markt zu erreichen, zu finden und auch für sich zu gewinnen. Daher mein Appell, hören Sie auf die über 1.000 von uns Befragten und ziehen Sie Ihre richtigen Schlüsse daraus. Ich werde eingehen auf tatsächlich die Bestandteile einer Stellenanzeige und was Kandidaten eben mit Blick auf Stellenanzeigen dazu gesagt haben. Ganz zum Schluss ein paar praktische Beispiele, ein paar Handlungsempfehlungen, damit sozusagen das, was die Befragung erbracht hat, dann auch nochmal untermauert ist durch wirklich gute Beispiele aus der Praxis. Die Studie Stellenanzeigen 2021 haben wir gemeinsam mit dem Kölner Marktforschungsunternehmen im Auftrag eben von uns, der Gruppe, im April war der Befragungszeitraum Mai dann Auswertung mit Respondi gemacht. Wir haben bundesweit 1.059 berufstätige Arbeitnehmer aller Altersstufen befragt, je 50% Akademiker und 50% Nicht-Akademiker. Hier ist übrigens auch der Link nochmal eingeblendet, über den man diese Studie auch beziehen kann. Komme ich zu der Bedeutung einer guten Stellenanzeige. Es ist so, dass 81% der Befragten gesagt haben, ja, ich suche auf Online-Stellenbörsen nach neuen beruflichen Herausforderungen. 42% suchen auf Karrierewebsites. 79% halten die Angaben der Unternehmen für glaubwürdig. Übrigens bei den Jüngeren sieht das noch besser aus. 85% der 20- bis 29-Jährigen halten die Angaben für glaubwürdig. Aber, und jetzt kommt das Aber,
64% der Befragten bemängeln die Austauschbarkeit von Inhalten und 46% floskelhafte Beschreibungen. Komme ich auch später nochmal dazu. Ist zumindest mal ein erster Punkt, wo man alarmiert sein muss, wenn man schaut, dass rund zwei Drittel der Befragten eben sagen, ja, im Grunde genommen sind die Inhalte von Stellenanzeigen austauschbar. Und annähernd die Hälfte sagt eben floskelhafte Beschreibungen, also inhaltlich nicht wirklich stark aufgeladen. Was passiert, wenn wir eine schlechte Stellenanzeige veröffentlichen? Und mit schlecht ist gemeint ganz ausdrücklich subjektiv aus Sicht des Kandidaten schlecht. Dann ist die erste Konsequenz, dass rund die Hälfte dieser potenziellen Bewerber auf eine Bewerbung verzichtet. Bei den Jüngeren noch etwas stärker ausgeprägt, aber ganz grob kann man sagen, rund die Hälfte sagt, dann bewerbe ich mich nicht. Was viel schlimmer ist, ist die Langzeitwirkung, denn diese Kandidaten sagen, sie würden auf den Arbeitgeber an sich komplett verzichten, auch bei zukünftigen Suchen. Und das sind immerhin, wie man hier sieht, bei den Jüngeren 18%, bei den etwas Älteren, bei den 50- bis 59-Jährigen 12%. Also zwischen jedem 8. und jedem 6. Haben wir die Antwort, ich würde auf diesen Arbeitgeber komplett verzichten bei meiner zukünftigen Jobsuche. Ein, glaube ich, alarmierendes Ergebnis. Was macht nun eine wirklich gute Anzeige aus und was richtet eine schlechte an? Wie wichtig sind eigentlich die einzelnen Abschnitte einer Stellenanzeige aus Sicht des Bewerbers? Und ich habe sie hier in der Reihenfolge sortiert. Nummer 1, konkrete Aufgabenbeschreibung, ein informativer Text, vollständiges Anforderungsprofil und attraktive Arbeitgeberleistung. Nicht ganz so wichtig, gutes Design und multimediale Inhalte. Ist vielleicht ein wenig überraschend, aber tatsächlich ist es so, dass andere Dinge eben deutlich wichtiger sind und das Design einen guten Mittelwert hat von etwas über 3, aber multimediale Inhalte eben keine so ausgeprägt wichtige Rolle spielen. Hierbei immer wichtig, wir sprechen hier über Werte, die von 1059 Befragten kommen. Das sind natürlich sozusagen diese Menge an Befragten zusammengenommen. Da gibt es natürlich Anteile von Teilnehmern an dieser Befragung, die durchaus sagen, dass es erhebliche Bedeutung hat. Das heißt, was ich damit sagen will, immer Vorsicht vor solchen statistischen Werten. Multimediale Inhalte mit dem hier schlechtesten Wert heißt nicht, dass sie für die unwichtig sind. Das ist vielleicht ganz wichtig und das zieht sich auch sozusagen durch jetzt, wenn ich die weiteren Ergebnisse vorstelle dieser Studie. Schauen wir uns als nächstes die Inhalte einer Stellenanzeige vom Aufbau her der Reihe nach an. Werfen wir mal einen Blick auf die Arbeitgeberbeschreibung. 14% der Befragten finden die Arbeitgeberbeschreibung voll zufriedenstellend. Das ist jeder Siebte. Das ist nicht arg viel. Immerhin 62% sagen eher zufriedenstellend. Da sind wir schon bei 76%. Aber 24% sind unzufrieden oder eher unzufrieden. Und das ist, wie ich finde, schon mal jeder Vierte, sollte uns zu denken geben. Das heißt, vielleicht überprüfe ich einfach mal meine Arbeitgeberbeschreibung. Entspricht sie dem, wie meine potenziellen Kandidaten es erwarten würden? Schauen wir auf die Arbeitgeberbeschreibung aus Sicht der Bewerber. Dann sehen wir, die Inhalte, die sich Bewerber in der Arbeitgeberbeschreibung wünschen, 85% ganz weit vorne, wünschen sich Informationen zum Produkt und der Dienstleistung. Ist eigentlich auch klar, man will natürlich wissen, was für ein Produkt oder was für eine Dienstleistung bietet der zukünftige Arbeitgeber an. 80% interessieren sich für Informationen zu den Standorten und immerhin 79% bzw. 78% für Informationen zu Unternehmenskultur und Jobsicherheit. Also diese Punkte ganz weit vorne, weiter hinten in der Tabelle, dann andere Themen wie die Sinnperspektive beispielsweise, Informationen zur Internationalität, aber immerhin noch mit rund der Hälfte der Angaben. Umsatzzahlen interessieren nur jeden Fünften, hat also nicht diese hohe Bedeutung. Wichtig ist also, dass die ersten Punkte hier in dieser
Aufstellung, die sollte man berücksichtigen, wenn man seine Arbeitgeberbeschreibung formuliert. Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil. Und da kommt auch schon die erste Frage an euch. Und die erste Frage an euch, bekomme ich die eingeblendet? Das passiert gerade in dem Augenblick. Diese lautet, wie gestaltet, textet ihr in eurem Unternehmen die Aufgabenbeschreibung und das Anforderungsprofil in Stellenanzeigen bevorzugt? Zwei mögliche Antworten, in Stichpunkten bzw. in Bullet Points oder B, ausformuliert und in Fließtext. Ich ergänze mal um eine weitere Frage, die kam nämlich vorhin im Chat auf, zu einem anderen Vortrag, aber zum selben Thema. Würdest du eher sagen, man spricht mit Sie oder man spricht mit Du in der Stellenanzeige an? Es kommt immer auf die Zielgruppe an. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer und grundsätzlich klar zu machen, wer ist meine Zielgruppe? Und danach richtet sich auch, ob ich Du oder Sie mache. Wenn ich ein Unternehmen bin, was grundsätzlich eine Du-Kultur hat, macht es sicherlich Sinn, schon in der Stellenanzeige mit Du anzusprechen. Es gibt aber Unternehmen, die so nicht unterwegs sind. Und dann ist die Frage, ob ich aber meinen zukünftigen Auszubildenden mit Sie anspreche oder ob ich nicht besser das Du wähle. Also die Antwort lautet, es kommt drauf an. Die typische Antwort eigentlich eines Anwalts, aber die akzeptieren wir hier natürlich, weil es natürlich maximal nachvollziehbar. Bernhard, dann zeigen wir dir die Ergebnisse. Kannst du sie sehen? Kann sie jetzt nicht sehen tatsächlich? Kein Problem. Dann lese ich sie dir kurz vor. Also auf deine Frage, wie Aufgabenbeschreibung und Anforderungsprofil in Stellenanzeigen bevorzugt gestaltet werden, haben 87% beantwortet in Stichpunkten bzw. Bullet Points und 13% sagen ausformuliert in Fließtext. Okay, das ist ja relativ nah dran an dem, das ist tatsächlich sehr relativ nah dran an dem, was unsere Befragten dazu gesagt haben. 82% der Befragten wünschen sich Stichpunkte, Bullet Points statt Fließtext. Das waren nur 18%, aber es gibt noch etwas zu beachten. Die älteren Befragten ticken anders. Sie ticken nicht ganz anders, aber sie ticken ein wenig anders. Immerhin ein Drittel der 50- bis 59-Jährigen wünschen sich bei der Aufgabenbeschreibung Fließtext. 28% beim Anforderungsprofil. Aber in Summe schon eine deutliche Mehrheit, die sich eben die Bullet Points wünscht. Werfen wir nun einen Blick auf das Anforderungsprofil. Und das ist zunächst mal gut, wenn das Anforderungsprofil nicht ausufert in eine nicht enden wollende Liste. So viel vielleicht vorab. Aber wir haben in der Befragung es festgemacht an 5 Anforderungskriterien. Und wir haben hier die Frage gestellt, wie viele Anforderungskriterien musst du denn erfüllen, damit du dich auf diese Stelle bewirbst? Und das Ergebnis finde ich auch durchaus interessant. Deshalb auch vorhin der kurze Hinweis darauf, wenn die Anforderungskriterien zu viele sind und zu wenige davon erfüllt werden, findet keine Bewerbung statt. Und man sieht es hier auf den ersten Blick. Das dunkelgrüne sozusagen bis zur Mitte, da sind wir bei den ersten 3 Anforderungskriterien. Also 50% sagen, die Hälfte sollte ich selbst schon erfüllen, um mich eben auf die Stelle zu bewerben. Wenn 4 von 5 erfüllt werden, dann sind wir schon nah dran an den 100%. Dann fehlen bei den Jüngeren nur 7. Hier machen lediglich die etwas Älteren, die 50- bis 59-Jährigen, eine Ausnahme, weil sie sagen, ich muss, also zumindest ein Sechstel sagt, ich muss schon alle Anforderungskriterien erfüllen, um mich zu bewerben. Was hier übrigens interessant war, habe ich jetzt grafisch nicht dargestellt, aber ist auch nochmal ein Unterschied der Geschlechter. Es ist tatsächlich so, dass Frauen deutlich höhere Ansprüche an sich selbst stellen als Männer. Während nur 6% aller Männer alle Anforderungskriterien als erfüllt sehen wollen, sagen dies immerhin 11% aller Frauen. Und auch sonst jeweils mehr Frauen, die bei der Erfüllung einzelner Kriterien. Also wichtig, wenn ihr einen ausgewogenen Bewerberrücklauf wollt, achtet darauf,
dass möglichst die Anforderungskriterien nicht unrealistisch hoch angesetzt sind. Kommen wir zu einem besonders kritischen Punkt der Bewertung von Stellenanzeigen durch die Kandidaten. Das sind die Arbeitgeberleistungen. Wir haben es heute Vormittag auch schon gehört, die Bedeutung von Arbeitgeberleistungen nimmt zu. Das Thema Employer Branding ist ein wichtiges und es gilt im Rahmen einer Employer Branding Strategie unter anderem auch ganz konkret Leistungen und Nutzen zu schaffen und diese zu kommunizieren. Der kritischste Teil in Stellenanzeigen zeigt sich hier. 42% finden die Arbeitgeberleistung in Stellenanzeigen eher oder nicht zufriedenstellend. Das finde ich einen sehr hohen Wert und das zeigt, dass man sich insbesondere mit diesem Teil der Stellenanzeige intensivst auseinandersetzen muss. Und wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht nur so die Frage des Anstrichs. Das ist ja bei der Attraktivität des Arbeitgebers kommt es ja nicht sozusagen nur so ein bisschen auf den äußeren Anstrich an, sondern tatsächlich auf die Substanz. Lohnt es sich tatsächlich, sich darüber Gedanken zu machen, welche Leistungen ich als Arbeitgeber habe, die einen konkreten Nutzen bei meinen potenziellen Kandidaten stiften? Und da sind wir auch tatsächlich schon bei der nächsten Frage an euch. Die nächste Frage lautet: Welche Angaben zu Benefits sind am wichtigsten? Ich könnte es jetzt auch noch etwas präziser formulieren. Die Frage, welche Bedeutung haben die folgenden Arbeitgeberleistungen bei unseren Befragten? Und hier ist mir wichtig die Reihenfolge. Ich gebe die Reihenfolge, die Möglichkeiten mal vor. Ich habe hier fünf, mehr als fünf war nicht möglich. Ich habe die letzte einfach mal sozusagen als Joker schon mal rausgenommen. Die 3, 2, 1 ist definitiv nicht die richtige Reihenfolge, das wäre die F gewesen, aber hier die Auswahl aus fünf möglichen Antworten. Welche Reihenfolge ist die richtige bei der Frage, welche Angaben zu Benefits sind für die Kandidaten am wichtigsten? Auch hier läuft die Umfrage, Bernhard, und da brauchen wir, glaube ich, einen ganz kleinen Tick noch etwas Ruhe, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das in Ruhe einmal für sich durchdenken können. Aber wir sind bei über 50%, nähern uns der Zweidrittelmarke und haben auch, das soll nicht unerwähnt bleiben, aktuell 140 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist eine ganze Menge. Das freut mich doch sehr. Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Genau, da kommt es auch schon. Das Ergebnis hat sich nämlich manifestiert und auf die Gefahr hin, dass du es nicht siehst, lese ich es dir erneut vor. Also, die Reihenfolge 213, sprich Gehaltsdaten, Homeoffice, Kinderbetreuung, sagen 45%. Jeweils knapp 25%, ich fasse das mal zusammen, haben die Reihenfolge 123 beziehungsweise 132, sprich Homeoffice, Gehaltsdaten, Kinderbetreuung oder Homeoffice, Kinderbetreuung, Gehaltsdaten. 5% sagen Gehaltsdaten, Kinderbetreuung, Homeoffice. Und nur 2% sagen Kinderbetreuung, Homeoffice, Gehaltsdaten. So, jetzt liegt die Herausforderung okay. Bei dir, lieber Bernhard, das zusammenzufassen. Ja, finde ich sehr spannend, ist aber vielleicht auch ganz schnell und einfach aufgelöst. Es ist tatsächlich so, es ist C, das war auch der Favorit, wenn ich das gerade richtig mitgeschnitten habe, zumindest mit 45% der Antworten, die Reihenfolge 213. Konkrete Gehaltsdaten sagen 90%, Angabe zur Homeoffice-Regelung 74% und Angaben zur Kinderbetreuung 37%. Das ist so ein bisschen tricky mit der Kinderbetreuung, denn bei der Kinderbetreuung ist es natürlich so, wenn wir 1059 Menschen befragen, von denen nur ein Teil sozusagen in der Familiengründungsphase ist, dann hat dieser Punkt per se nicht so viele sozusagen Zustimmungen oder Wünsche. Tatsächlich ist es so, dass bei den 30- bis 39-Jährigen dieser Anteil deutlich höher ist, nämlich über 50%, die sich Angaben zur Kinderbetreuung wünschen. Aber wichtig, klare Nummer eins, eben die Gehaltsdaten. Und das ist ein schlichtes Muss, in einer Stellenanzeige
Und was auch wichtig ist, insbesondere in der Post-Corona-Zeit, ist das Homeoffice, ganz offensichtlich. Es hat nochmal eine Bedeutungssteigerung erfahren. 74% wollen etwas darüber erfahren. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es sogar 80%. Also wenn Sie jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer suchen, kommt früher oder später eine Angabe zu diesem Thema sozusagen ganz von selbst. Also diese Frage kommt. Darauf muss man sich einstellen. Und wie gesagt, der niedrige Wert bei der Kinderbetreuung erklärt sich durch eben das Spektrum der Befragten von 20 bis 60. Aber wie gesagt, es gilt auch eben hier Vorsicht, Vorsicht vor statistischen Durchschnittswerten. Die muss man richtig einordnen. Das ist hier diese Liste. Ja, darüber will ich mehr erfahren. Was ist ganz weit vorne? Was steht im Fokus? Das sind die flexiblen Arbeitszeitmodelle. Das sind konkrete Gehaltsdaten, wie gerade abgefragt. Dann kommen aber auch noch weitere, die Angaben zu Kernarbeitszeiten, Überstundenregelungen. Also im weitesten Sinne schon alles, was mit Arbeitszeit zu tun hat, Work-Life-Balance etc., spielt hier eine wichtige Rolle. Sind die ersten Punkte, Standortvorteile auch durchaus nicht unwichtig. Und dann kommt eben mit 74% das Homeoffice oder die Regelung zur Homeoffice, betriebliche Altersvorsorge durchaus wichtig. Agile Arbeitsmethoden, Ausstattung im Homeoffice, übrigens jetzt auch nach Corona noch wichtiger natürlich als zuvor. Angaben zu Kurzarbeitsregelung, das hat tatsächlich mit sozusagen der frischen Erfahrung mit Kurzarbeit bei ganz vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun, bei ganz vielen Kandidaten, die davon betroffen waren, die dazu mehr wissen wollten. Angaben zu Firmenwagen, Angaben zum Hygienekonzept. Und Jobbikes und Sabbaticals fallen dann ein Stück weit zurück. All diese Punkte, die hier eben aufgeführt sind, ist aber, wie gesagt, keiner dabei, der irgendwie unwichtig oder völlig unwichtig wäre, weil immerhin ein Drittel etwas, gerne etwas zu Sabbaticals erfahren würden. Ja, dann kommen wir zu einem weiteren wichtigen Teil einer Stellenanzeige. Das ist ja tatsächlich so eine Glaubensfrage. Also arbeite ich mit Bild, mit welchem Bild oder eher oder sogar mit Bewegtbild in Stellenanzeigen. Und weil wir, wenn ich das richtig sehe, die Zeit noch haben, spielen wir die vielleicht auch noch schnell ein. Welche Arten von Bildern nutzt ihr in Stellenanzeigen? Antwort A, B, C oder D, das ist noch eine Interessensfrage von mir aus. Wie haltet ihr es mit dem Thema Fotos? Ist es A, B, C oder D? Möglicherweise sogar eine Kombination. Andreas, ich weiß es nicht genau. Hast du einen Alternativ? Also kann man nur eine angeben? Man kann tatsächlich in diesem Fall nur eine angeben, eine Okay. einfache Auswahl. Okay, dann muss man sich jetzt entscheiden, was man häufiger einsetzt. Genau, und das haben auch schon mehr als ein Viertel, jetzt sind es fast die Hälfte unserer anwesenden Gäste schon getan. Was nutzt du denn? Wir nutzen tatsächlich weder A noch B. Weder A noch B. Und ich komme ja gleich zur Auflösung. Gut, Das dann wäre, pass glaube auf. ich, eine sehr gute Idee. Genau. Zeig Ich einfach wollte das gerade sagen, Ergebnis. dann machen wir das so genau. Das Ergebnis kommt jetzt reingeflattert. Also fangen wir mal mit dem an, was am wenigsten gewotet wurde. Und zwar haben nur 1% der Teilnehmenden gewotet Fotos von inneren Räumlichkeiten und oder dem Arbeitsplatz. Auch spannend. Hingegen 57% haben gesagt, Fotos von echten Mitarbeiterinnen, inklusive Mitarbeiterstatement. 34% sagen kreative Bilder mit Bezug zum Job, also Stockfotos könnte man dazu auch sagen. 8% sagen Bilder des Unternehmensgebäudes. Also die überwiegende Mehrheit arbeitet mit ihren Mitarbeiterinnen. Okay, zunächst mal ganz grundsätzlich. Ich komme gleich drauf zurück, werde dazu gleich was sagen. Zunächst mal grundsätzlich, 60% der Befragten achten nicht auf Bilder. So, das heißt, wir haben dann natürlich nur bei 40% der Befragten weitergemacht mit der Frage, was spricht euch denn besonders an oder wodurch wird die Bewerbungsentscheidung beeinflusst?
Und das sehen wir hier tatsächlich 73% Fotos von inneren Räumlichkeiten und oder dem Arbeitsplatz. Ganz tatsächlich doch deutlich weit vorne. Immerhin 3/4 von diesen 40% sagen, ich würde gerne sehen, wie es in dem Büro aussieht oder an meinem Arbeitsplatz aussieht. Finde ich sehr spannend. Hat uns auch sehr überrascht, muss ich sagen. Hatte ich so nicht mit gerechnet. Und wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hat nur 1% gesagt, dass sie es tun. Und, richtig, 1% hat gesagt, Fotos von inneren Räumlichkeiten und oder dem Arbeitsplatz. Okay, und die Kandidaten, bei den Kandidaten ist es so, dass zumindest von den 40%, 73% sagen, sie hätten gerne Fotos von inneren Räumlichkeiten. Fand ich, wie gesagt, ich fand es sehr spannend. 65% fand ich total nachvollziehbar. Finde ich auch grundsätzlich eine wirklich gute Idee. Ich werde nachher noch ein, zwei Beispiele zeigen, wo das der Fall ist. Und dann haben wir eben weiter hinten kreative Bilder und Headlines mit Bezug zum Job und 43% Bilder des Unternehmensgebäudes. Das ist etwas, was ja auch immer weniger zu sehen ist, tatsächlich, wo eine Außenansicht des Firmengebäudes gezeigt wird. Aber es gibt es durchaus noch und auch 43% sagen, ja, lasse ich mich positiv durch beeinflussen, was eine Bewerbung betrifft. Finde ich schon mal ganz spannend. Also bei den Bildern kein so ganz klares Bild. Also immerhin sagen 60% eigentlich gar nicht so wichtig. Ich achte nicht drauf. Und die anderen 40% eben mit dem Ergebnis. Kommen wir zum vierten Teil. Und das sind die Zusatzinformationen. Die Zusatzinformationen beispielsweise über Kununu. Und da ist es so, dass wir hatten das Thema Kununu ja auch schon heute Vormittag. 62% der Befragten wünschen sich Angaben zum Kununu-Score in Stellenanzeigen. Und 28% immerhin würden sich dadurch beeinflussen lassen. Und 34% halten den Kununu-Score für eine interessante Zusatzinformation. Also, das zeigt schon, es sind also deutlich über die Hälfte der Befragten, die sich Kununu-Bewertungen eben wünschen. Das sollte also in Betracht gezogen werden, wenn man an seine eigene Stellenanzeige denkt. Und etwas anders sieht es allerdings aus beim Arbeitgebersiegel. Beim Arbeitgebersiegel ist es so, da haben wir nicht so ein ganz klares Bild. Ich habe das hier mal in Rot. Ich hoffe, dass man sieht das einigermaßen gut. Markiert 93% bei den etwas Älteren sagen, Arbeitgebersiegel sind kein Garant für ausgezeichnete Arbeitgeber. Insgesamt sagen es 82%. Dann sagen 62%, Arbeitgebersiegel haben für meine Jobentscheidung keine Relevanz. Immerhin. Heißt auf der anderen Seite aber, dass es bei 38% möglicherweise durchaus eine Rolle spielt. Ich kenne die meisten Arbeitgebersiegel, 21%, finde ich sehr vermessen, wenn jemand sagt, ich kenne die meisten Arbeitgebersiegel, denn nach Schätzungen gibt es ungefähr 300 allein in Deutschland. Und natürlich gibt es eine Handvoll, die tatsächlich jeder kennt. Aber zuzustimmen, ich kenne die meisten Arbeitgebersiegel, vielleicht deshalb auch die Antwort nur bei 20% und Arbeitgebersiegel beeinflussen meine Bewerbungsentscheidung positiv, da immerhin die Hälfte. Also bei Arbeitgebersiegeln ein nicht so ganz eindeutiges Bild, aber durchaus die Empfehlung, darüber nachzudenken, diese einzusetzen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Schluss zu meinen Handlungsempfehlungen und Best-Practice-Beispielen, wie man es richtig macht. Wir haben das zusammengefasst aus der Studie, findet man übrigens dann auch beim Download der Studie wieder diese Zusammenfassung. Es geht um klare Wettbewerbsorientierung in Stellenanzeigen. In meiner Stellenanzeige muss ich mich differenzieren von meinen Wettbewerbern. Ich muss einen klaren USP oder eine klare Employer Value Proposition rausarbeiten, um wirklich die Kandidaten zu erreichen und attraktiv zu sein. Bullet Points statt Fließtext, um es kurz zu sagen. Gegenderte Sprache ist ein Thema, wird insbesondere bei Jüngeren bevorzugt. 51% der 20- bis 29-Jährigen wünschen sich das. Deutsche Berufsbezeichnungen sind gefragt. Es wird auch mit deutschen Berufsbezeichnungen übrigens gesucht, überwiegend gesucht. Deswegen hier der Hinweis, es ist vielleicht besser, eben eine deutsche Berufsbezeichnung zu wählen, auch übrigens im Jobtitel, als eben eine englischsprachige oder wie auch immer. Kununu-Bewertungen unterstützen, durchaus. Arbeitgeberleistungen schaffen und klar kommunizieren, um sich im Wettbewerb abzuheben, ist die klare Empfehlung von uns. Darauf sollte man achten. Und vielleicht noch ein kurzer Ritt durch das Thema Texte in Stellenanzeigen. Stellenanzeigen sollten
textlich strukturiert sein. Eine strukturierte Stellenanzeige fördert den, jetzt kommt hier gerade das Chart nicht. Ich fasse es kurz zusammen. Gute Stellenanzeigen sollen also klar strukturiert sein, fördern die Auffindbarkeit, Aufmerksamkeit und Attraktivität, sollten einheitlich und verständlich formuliert und aufgebaut sein, so lang wie nötig und so kurz wie möglich, konkret und aussagekräftig sollten sie sein. Leistungsgerechte Vergütung ist nicht wirklich konkret und aussagekräftig. AGG-konform und geschlechtsneutral. Logisch, das ist übrigens auch ein Teil unserer Dienstleistungen, sagen wir grundsätzlich auch. Wir schauen danach, dass die Stellenanzeigen eben wirklich AGG-konform und geschlechtsneutral ausformuliert sind. Und natürlich fehlerfrei hinsichtlich Rechtschreibung und Zeichensetzung, das versteht sich aber eigentlich von selbst. Vielleicht werfen wir noch einen kurzen Blick auf Best Practice. Gute Beispiele, wie ich finde. Hier ein Einstieg mit so einem kleinen Witzle. Bitte arbeiten Sie nur in Maßen. Den Schmidt-Küchen passen millimetergenau und dann auf der rechten Seite die neue Stellenanzeige, wie ich finde, sehr, sehr gut gemacht, klar strukturiert, inhaltlich auch gut, robustes Erfolgsunternehmen vor, während und nach Corona. Thema Arbeitsplatzsicherheit ist ja wichtig, flexible Arbeitszeit, Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben hier drin, besondere Konditionen für Mitarbeiter beim Warenverkauf im Vergleich zu vorher eher nüchtern, sachlich, hier aus meiner Sicht eine eindeutige Verbesserung. Und ich zeige mal noch zwei Beispiele. Wir sind jetzt schon ein bisschen, glaube ich, über die Zeit, deswegen nur ganz schnell. Auch hier auf der rechten Seite Arbeitgeberleistungen mit Piktogramm, kurz und knapp und klar auf einen Blick. Wirklich, wie ich finde, sehr gut gemacht. Kann man sich dann auch noch mal in Ruhe im Nachgang angucken. Oder dieses von einem IT-Unternehmen mit das bieten wir und darüber hinaus bieten wir, finde ich wirklich sehr gut gelöst. Also das ist so, da entsteht ja der Eindruck, mein Gott, was haben die alles zu bieten, ist auch tatsächlich von der Substanz her gut gemacht. Und hier rechts nochmal eine vom Aufbau und von der klaren Struktur her, wie ich finde, wirklich gut gemachte Stellenanzeige. Und damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen und falls Sie Unterstützung brauchen, Sie sehen links die Karte mit unseren Büros, Sie sehen hier meine Kontaktdaten und wenn Sie mögen und ein Interesse haben, schicken Sie mir gerne eine Mail und ich hatte ja im Vorfeld angekündigt, die Teilnehmer bei diesem Vortrag erhalten einen kostenlosen Gratis-Check einer Stellenanzeige, machen wir gerne. Also Mail an mich, die Kontaktdaten sind hier. Herzlichen Dank. So, jetzt auch mit Ton, tolles Angebot. Vielen Dank, Bernhard, für den Durchritt. Das war, ich würde dich gerne als unseren Studienpapst für heute ernennen. Du bist offiziell gewählt. Finde ich super. Gut, dass du in der Podi mit dabei bist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass du da das ein oder andere, die ein oder andere Aussage mit deinen Studienergebnissen oder euren Studienergebnissen unterstützen kannst. Also vielen Dank an der Stelle. Dadurch, dass wir jetzt tatsächlich schon ein bisschen über die Zeit sind, darf ich dir nur mitteilen, dass deine heutigen Teilnehmenden rege Feedback geschickt haben. Fanden es sehr interessant. Das waren so Zwischenrufe unter anderem von Sheila, die gesagt hat, sehr interessante Ergebnisse. Oder Horst, der bestätigt hat, Bilder wecken im Unterbewusstsein bei 60% der Befragten. Ist doch super. Also vielen Dank, Bernhard. Und jetzt kommt wie immer eine kurze Frage zwecks Übergang nochmal an dich, während die nachfolgenden beiden gerne mit sich dazuschalten können. Lieber Gerald, liebe Irena, kommt schon mal gerne mit dazu. Frage an dich, Bernhard. Welche ist denn eigentlich deiner Meinung nach die aktuell wichtigste KPI im Recruiting im Mittelstand? Also die wichtigste tue ich mich schwer mit, aber ich glaube, was sehr stark im Fokus ist, tatsächlich Time to Hire. Das ist, glaube ich, ein echtes Thema für ganz viele und insofern glaube ich schon sehr wichtig. Wir haben ja einen ganzen Katalog von KPIs, die man im Blick haben muss, jenseits von Kosten und für mich ist es das Thema im Mittelstand. Das ist hoffentlich eine gute Steilvorlage für den Gerald. Vielen Dank für deine Einschätzung, Bernhard. Ich habe deswegen nach aktuell gefragt, weil ich mir gut vorstellen kann, dass spätestens mit zunehmender Beschäftigung der Generation Z wird natürlich die Frage nach Nachhaltigkeit immer lauter.
Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass sich KPIs auch in dieser Hinsicht unterordnen werden. Aber wir werden sehen. Danke erstmal für den Augenblick. Wir sehen uns später nochmal in der Podi, die dann den wirklichen Tagesabschluss bildet. Aber den Vortragsabschluss bildet jetzt Gerald. Also danke, Bernhard. Bis später. Alles klar. Ja, hallo Andreas, hallo liebe Zuseher und Zuseherinnen. Ja, ich habe dein Angebot angenommen. Ich bin jetzt einfach mal reingesprungen in Ja, die bitte. Diskussion und war ja auch schon die perfekte Überleitung. In der Tat, Vielen Dank genau. Du dafür. hast ja heute noch Ja. eine Kollegin mitgebracht, eine Kundin von euch, die Genau, Irina. die Irena, genau, die sollte auch gleich hier mit an Bord sein. Da Hallo. ist sie schon. Hi. Hallo, liebe Irena, Servus, grüße dich. Hallo, grüßt Freue euch. mich, dass wir heute wieder ein gemeinsames Webinar durchführen dürfen. Und du hast ja auch schon, Andreas, das Stichwort genannt. Mittelstand ist das Thema, was wir heute auch hier diskutieren wollen. Welche KPIs sind denn relevant? Worum geht's? Und wie können wir auch im Unternehmen, im Mittelstand KPIs sinnvollerweise einsetzen? Und wir wollen das Ganze heute auch wirklich sehr stark unter dem Thema Praxistalk laufen lassen. Deshalb habe ich auch sozusagen die Irena hier mit eingeladen als Special Guest aus der Praxis für die Praxis. Also wir werden danach noch eine kurze Vorstellungsrunde machen. Ich würde dich vielleicht, Andreas, bitten, dass du mir kurz den Moderator übergibst, dann kann ich auch meine Präsentation teilen. Genau, so machen wir das. Perfekt. Dann Super. ist der Bildschirm jetzt auf dem Weg zu euch. Ich bestätige dir gleich noch, dass wir alles sehen können und teile dir parallel mit, dass aktuell 123 Teilnehmende euren Praxis Real Talk jetzt lauschen werden. Genau, da haben wir den Bildschirm schon Super. gerade gesehen. Da ist er wieder, genau. So, Dann warte, kann das ich ist noch ein gleich bisschen nochmal. verzögert. Alles gut, das kann vorkommen. Wenn du nur noch in den So, Vollbildmodus gehen magst, genau. dann haben wir gleich alles geschafft. Sehr schön, So. dann haben wir es. Viel Spaß euch. Super, perfekt. Also, es geht heute um das Thema Key Performance Indicators. Vielleicht ganz kurz eine Vorstellung. Irena, Ladies first, würde ich sagen. Du bist ja quasi unser Gast heute auch an der Stelle. Ja, ein paar Worte zu dir vielleicht ganz kurz Ja, einleitend. vielen Dank, Gerald. Ja, mein Name ist Irina Marasek. Ich bin Senior HR Manager, arbeite seit über 25 Jahren im HR-Bereich, habe wirklich auch die gesamte Entwicklung des HR-Bereichs quasi live miterlebt und ja, auch viel Neues implementiert. Bin von meiner Ausrichtung so, dass ich mich sehr für innovative Dinge interessiere, aber natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass man alles messbar machen kann. Deswegen liebe ich Zahlen und das Thema KPIs passt deswegen auch heute sehr, sehr gut zu mir. Ich arbeite bei der HMS Analytical Software. Wir ja, programmieren Softwarelösungen für Großkunden, sind Bereich und arbeiten auch im Bereich Data Science, haben natürlich hier in dem Bereich extrem Fachkräftemangel, insbesondere was das Rekrutieren von Softwareentwicklern angeht. Und ja, deswegen freue ich mich heute auch ganz besonders auf den Vortrag und darüber, über meine Erfahrungen zu berichten. Danke. Super, perfekt. Danke, Irena. Ja, dann sage ich noch ein paar Kurzworte zu uns oder zu mir. Gerald Frank, bin auch seit mittlerweile über 20 Jahren in den Themen HR-Technologie, Personalmarketing, Employer Branding tätig. Die Eventa, wer sie noch nicht kennt, Eventa ist ein Personaldienstleistungsunternehmen mit mehreren Business Units. Ich komme da auch nochmal später drauf kurz zu sprechen. Möchte aber einleitend vielleicht ganz kurz nochmal zusammenfassen, worum geht es heute? Wir wollen ein Praxisgespräch führen. Wir wollen in die Tiefe gehen. Welche KPIs gibt es denn im Recruiting? Welche sind denn die, die eine entsprechend hohe Relevanz haben? Wie können wir die erfolgreich in der Praxis einsetzen? Und wollen natürlich auch gemeinsam hier in einen Erfahrungsaustausch gehen, vor allem auch ein paar Praxisbeispiele mit einfließen lassen, die Sie dann auch sozusagen in Ihren Unternehmen entsprechend umsetzen können. Und am Ende ein bisschen Austausch, Fragen beantworten. Das wäre so der Plan dazu. Ja, ein paar Worte noch zu Eventa. Ich habe es vorher schon ganz kurz gesagt. Wir sind ein Personaldienstleistungsunternehmen mit mehreren Standorten in der Dachregion und in Rumänien. Wir haben in Summe fünf Geschäftsbereiche. Ganz kurz erwähnt, zum einen Employer Branding, wo es darum geht, strategische Arbeitgebermarkenbildung zu betreiben. Personal- und Organisationsentwicklung ist ein weiteres Thema. Ein großer Bereich ist Personalmarketing und Personalwerbung, wo wir eine der entsprechenden Agenturen sind, die eben sehr stark auch Stelleninserate platzieren und Personalmarketingaktivitäten umsetzen. Dort natürlich auch das Thema KPIs ein sehr, sehr großes ist. Dann
abgerundet durch das Thema IT-Recruiting und Personalberatung als die letzten beiden Units. Das heißt, dort besetzen wir Fach- und Führungskräfte bei Unternehmen im mittleren Management. Ja, das ganz kurz ein Auszug. Irena, du hast ja auch schon gesagt, HMS Analytical Software, dein Unternehmen. Ich gehe mal davon aus, dass du dich auch sehr regelmäßig mit den aktuellen Arbeitsmarktzahlen beschäftigst. Und ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich das auch immer so ein bisschen zu Beginn vor Augen führt und sich damit auch auseinandersetzt. Und da habe ich jetzt nochmal zwei Charts mitgebracht, die letztendlich so ein bisschen zeigen die Entwicklung der Stellenvolumina in Deutschland. Und da haben wir einen Chart von August mitgebracht. Das zeigt letztendlich, dass die Anzahl der offenen Stellen sehr stark wächst, aber gleichzeitig die Anzahl der Aktivsuchenden, das ist dieser blaue Balken, stark zurückgeht. Das heißt, wir haben da ein bisschen ein Ungleichverhältnis am Markt, wo wir überlegen müssen, wie können wir denen entgegentreten. Sie haben sich sicher auch schon mal beschäftigt, aktivsuchende Zielgruppe, passivsuchende Zielgruppe. Wie schaffe ich es, diese beiden Zielgruppen unterschiedlich anzusprechen und zu erreichen? Und auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir ganz einfach, dass die interessante Zielgruppen, das sind ja oftmals die Aktivsuchenden, sozusagen sehr stark zurückgehen, aber gleichzeitig, wenn man das jetzt pro offener Stelle hernimmt, da ein stetiger Rückgang in den letzten Monaten stattgefunden hat. Das heißt letztendlich, Conclusio, die Recruiting-Schwierigkeit am Markt ist weiterhin sehr, sehr hoch. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, wenn man sich das immer mal so ein bisschen ansieht und vor Augen hält, weil letztendlich auch hier geht es schon mal einleitend um das Thema Zahlen, um eine Bewusstseinsschaffung, worauf dann auch in weiterer Folge natürlich auch meine KPIs mit aufbauen. Lena, wie würdest denn du die beiden Charts von deiner Seite kurz interpretieren? Oder du bist ja auch jemand, der, sag ich mal, sehr herausfordernde Stellen, sag ich jetzt mal, zu besetzen hat, sehr IT-lastig auch. Wie ist denn da deine Sicht der Dinge drauf? Ja, also ich kann es jetzt auch gerade im IT-Bereich bestätigen, aber ich denke, es gilt auch für andere Bereiche, dass es tatsächlich so ist, dass es viel Jobangebote tatsächlich gibt, aber wir natürlich auch alle wissen im War for Talents, dass die Anzahl der Fachkräfte, die wir benötigen, tatsächlich zurückgeht. Die meisten sind in einem Job und wir müssen heute entscheiden zwischen aktiv suchenden Kandidaten und passiv interessierten Kandidaten, die wir mit Employer Branding Maßnahmen eben davon überzeugen können, zu uns ins Unternehmen zu wechseln. Auch gerade jetzt im IT-Bereich, es gibt, oder das gilt auch für andere Arbeitgeber, eine unzählige Anzahl an Arbeitgebern, die genau diese Fachkraft mit diesen Fähigkeiten wollen. Und der Arbeitnehmer ist in der Machtposition zu entscheiden, wo gehe ich denn hin? Und heute dann nicht mit Benefits zu punkten, ist schon fast ein bisschen fahrlässig, denn ich brauche gute Fachkräfte, um den Wachstum des Unternehmens zu sichern. Na, denn das Herzstück sind ja die Mitarbeiter. Ja, absolut. Und, absolut richtig. Genau, und damit ich natürlich weiß, greifen meine Maßnahmen, muss ich das auch messbar machen anhand verschiedener KPIs. Das können Studien sein, wie wir gerade eben in der Präsentation auch gesehen haben zum Thema Stellenanzeigen. Es kann auch eine Befragung der Personas sein oder eben zu schauen, okay, was möchte denn meine Zielgruppe auf dem Markt und wie reagiert sie? Und das eben messbar machen und darauf dann meine Entscheidung treffen. Jetzt kleiner Spoiler vorweggenommen, jetzt weiß ich, dass ihr natürlich sehr stark auch KPIs heute schon bei euch im Unternehmen einsetzt. Jetzt würde uns natürlich interessieren von unseren Teilnehmern und Teilnehmerinnen, und da würde ich jetzt bitten, Andreas, die Umfrage kurz mit einzublenden. Wer von Ihnen verwendet denn heute auch schon aktuell KPIs, also Key Performance Indicators oder auf Deutsch gesagt letztendlich Leistungskennzahlen? Und da haben wir eine kurze Umfrage mit vorbereitet. Ich hoffe, dass jetzt auch gleich mit eingeblendet wird. Genau, die ist schon eingeblendet tatsächlich. Super. Die liegt den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor und es wird auch schon fleißig gewotet. Perfekt. Und genau. Dann sind wir Kannst du gerne noch kurz kommentieren? Ich habe dich gerade beim Redefluss unterbrochen, pardon. Nein, nein, alles gut. Also ich glaube, wir sehen ja als Moderatoren die Umfrage nicht. Deshalb bin ich jetzt schon umso mehr gespannt auf die Ergebnisse. Weil letztendlich, und da gibt es ja auch unterschiedliche Studien, die sagen letztendlich, dass aktuell nach wie vor noch sehr wenige Unternehmen sich mit diesem Thema heutzutage auseinandersetzen oder beschäftigen. Und deshalb sind wir jetzt umso gespannter, was denn sozusagen das Publikum dazu sagt. Ja, dann lösen wir das doch mal auf und übertragen die Ergebnisse mit der verbundenen Frage, ob du sie sehen kannst.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann lese ich sie Nein. dir gerne kurz vor. Ja. Es ist tatsächlich nicht ganz so düster wie die Studie, zumindest hier in dem Stimmungsbild, wie die Studie, Ja. die du gerade erwähnt hast, sagt. Immerhin 17% messen bereits die Effektivität ihrer Aktivitäten. 42% sogar vereinzelt haben aber noch Bedarf zur Optimierung. Das heißt, jetzt gut zwei Drittel, etwas mehr als, nee, Quatsch, knapp zwei Drittel, die durchaus schon damit Berührungspunkte haben. 19% planen Okay. mittelfristig Maßnahmen in dem Bereich umzusetzen. Ebenfalls 19% haben sich damit noch überhaupt nicht befasst und Okay. 3% haben mit keine Ahnung gewotet. Okay. Na, schon ganz, ganz interessant, wenn man das dann so umlegt, beziehungsweise würde ich das jetzt so interpretieren, okay, es ist ein Thema, aber viele wissen noch nicht richtig, wie gehe ich das Thema grundsätzlich an und wie baue ich vor allem auch eine entsprechende Strategie darauf auf. Also, und genau das ist ja auch das, oder Irina, ergänze mich gerne auch, was jetzt dein Bild dazu ist. Aber ich glaube, das ist schon doch ein sehr, sehr großer Wert, die jetzt gesagt haben, ja, es ist definitiv ausbaufähig und Luft nach oben, ja. Ja, also ich erlebe das häufig. Ich bin ja oft auf Vorträgen und ich unterhalte mich natürlich mit vielen Personalern und kann das schon spiegeln, dass vereinzelt Daten erhoben werden, aber leider nicht so, dass sie tatsächlich dann später nutzbar gemacht werden können. Aber es ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Weg. Man muss Absolut. aufpassen und nicht zu viele Daten erfassen, sonst findet man sich dann auch irgendwann so in einem Datendschungel. Das ist Aber das es richtige sollten dann schon Stichwort. die Absolut. richtigen sein. Es Ja. kann auch nicht alles von heute auf morgen passieren. Also ich bin jetzt seit über einem Jahr bei der HMS und als ich dort angefangen habe, wurden gar keine Daten erfasst. Ne? Und Okay. wenn erst mal angefangen, Daten zu erfassen, dann wurde die ATS implementiert und dann hatte man plötzlich eine Vergleichsgrundlage und die Geschäftsführung war dann völligst überrascht, A, was für Erfolge wir erzielt haben durch die Messung mit KPIs. Und wir konnten auch unseren eigenen Erfolg in der HR-Abteilung endlich mal messbar machen. Und das haben wir alles nur geschafft, weil wir endlich angefangen haben, Daten zu erfassen. Okay. Also ich kann wirklich jedem nur ins Herz legen, fangt damit an. Und wenn es nur die Anzahl eingegangener Kandidaten pro Kanal ist und trefft dann daraufhin eure Entscheidung. Jetzt kennen wir ja alle diesen berühmten Recruiting-Funnel. Und letztendlich, wo es einfach darum geht, eine Person letztendlich zu einem Bewerber zu generieren und letztendlich zu einem Mitarbeiter, den ich dann im Idealfall auch im Unternehmen dann begeistere. Wo würdest du denn sagen, Irina, wo setzt da oder wo setzt bei euch die Recruiting-Strategie konkret an? Beziehungsweise wie sieht denn dein Recruiting-Funnel aus in deinem Unternehmen? Deckt sich der mit dem oder vor allem nämlich auch, wo beginnt dann auch die einzelne KPI zu wirken in den unterschiedlichen Phasen? Also es beginnt eigentlich schon, also das ist natürlich entspricht das auch unserem Recruiting-Funnel, aber ich muss dazu sagen, die Messung mit Zahlen, Daten, Fakten fängt sogar schon bei der Stellenanzeige oder nee, beim Anforderungsprofil sogar schon an. Also ein sauberes Anforderungsprofil, das in der Gruppe mit Experten und im Team erarbeitet werden, ist eigentlich das A und O und die Basis dafür, dass ich die richtigen Kandidaten überhaupt anziehen kann. Ne? Und dass die Kandidaten sich auch angesprochen fühlen. Das beginnt dann auch schon in der ersten Phase damit, dass ich erfasse, was will denn überhaupt meine Zielgruppe da draußen? Ja, und auf dieser Grundlage dann auch die EVP ermittle, was bietet mein Unternehmen, was die Zielgruppe möchte, also die Employer Value Proposition, was unterscheidet mich von anderen Arbeitgebern? Und wenn ich dann das in eine gute Strategie packe, die sich auf Aktivsuchende oder und auf Passivsuchende konzentriert, dann beginnt eigentlich da quasi schon die Messung. Kurzes Beispiel, ich habe früher, wenn ich aktiv suchende Kandidaten angeschrieben habe, oder passiv interessierte Kandidaten im Active Sourcing so rum angeschrieben habe, habe ich immer den Text verwendet, uns gibt es seit mehr als 30 Jahren, ganz tolles Unternehmen, aber so wurden alle angeschrieben. Und dann habe ich angefangen, das zu messen und habe dann gesagt, ein Upgrade fällig für Ihre Work-Life-Balance, Familienorientierung und so weiter und habe eine viel höhere Rücklaufquote bekommen. Oder ich habe in Social Media AB-Tests gemacht. Welches Bild funktioniert am besten, welche Ansprache funktioniert am besten und habe natürlich dann auch Kanäle, Stellenanzeige dahingehend gemessen, wie viele Besucher ich habe, wie viel davon sind interessiert, weil ein Besucher, der hat sich die Stellenanzeige angeschaut
ein Interessierter klickt dann auch vielleicht mal ins Bewerbungsformular und ein echter Bewerber, das ist dann das, was wir ja oder was unser Ziel ist, die Konvertierung in eine Bewerbung letztendlich. Und, absolut richtig, ja. Genau, und dann kann es natürlich auch mal sein, dass ein Besucher die Stellenanzeige toll fand und hat dann auf der Karriereseite geschaut und hat dann festgestellt, nee, es gefällt mir eigentlich nicht so. Ne? Ja. Auch hier muss man natürlich messen, wie viele Besucher sind auf der Karriereseite. Ne? Und bei den Interessenten, wenn ich welche verliere, wenn sie auf unserem Bewerbungsformular sind, und dann weiß ich, okay, also 2 Stunden ausfüllen, es ist wohl nichts, also 5 bis 10 Minuten sollten es dann eher sein. Damit sie zu einem Bewerber werden und es tatsächlich auch den Bewerbern so einfach machen wie möglich. Absolut. Und natürlich dann hin zur Mitarbeiterin, die Time to fill, wie lange habe ich denn gebraucht, was hat es mich denn gekostet und wie war die Qualität vielleicht pro Kanal, die Kosten pro Kanal oder der, ne? Dann letztendlich mit einem sehr guten Onboarding oder Preboarding auch den neuen Kollegen zu einem Botschafter zu machen. Ja, jetzt wissen wir ja, dass KPIs auch oftmals auf 3 Dimensionen agieren und oder umgelegt werden können. Das sind in der Regel Zeit, Kosten, Qualität und Effektivität. Würdest du jetzt sagen, dass dieses Zusammenspiel in der Praxis auch absolut Sinn macht? Oder gibt es da etwas, wo du sagst, da lege ich eher den Schwerpunkt auf diese Dimension? Oder ist es wirklich ein, sag ich mal, Miteinander aller 3 Säulen, sage ich jetzt mal einfach ausgedrückt? Bestenfalls ist es ein Miteinander aller 3 Säulen. Aber wir sehen hier bei dem Dreieck, dass es ein Spannungsdreieck ist. Das heißt, Zeit und Kosten können auch in einem Missverhältnis zueinander stehen. Ne? Also wenn ich jetzt nur 4 Wochen Zeit habe, um den besten Mitarbeiter der Welt einzustellen, dann, dann senkt das zwar die Kosten, aber letztendlich sind die Kosten höher, denn vielleicht muss ich in der kurzen Zeit jemanden einstellen, der weniger gut geeignet ist als jemand, der sich vielleicht 6, 7 Wochen später beworben hat. Also das ist schon, steht schon im Spannungsverhältnis zueinander. Idealerweise spielt alles zusammen und das Ziel letztendlich ist es, mit den geeigneten Maßnahmen die erstmal zu messen und mein Budget und meine Zeit so intelligent zu allokieren, dass es nachher gar kein Spannungsverhältnis ist. Ja, absolut. Es geht auch nicht immer darum, zum Beispiel eine hohe Anzahl an Kandidaten zu bekommen. Na, wenn ich 1000 Kandidaten habe und davon ist ein Kandidat sehr, sehr gut, dann habe ich lieber nur 10 Bewerber und davon sind 9 sehr gut. Ja, das sollte dann letztendlich doch das Ziel sein. Absolut. Ich meine, es gibt ja auch sehr viele KPIs im Recruiting. Also ich sage mal jetzt weit über 30, 40. Wir haben vorher schon gehört, Time to Hire, das könnte man jetzt der Dimension Zeit zuordnen oder Cost per Hire, dem Themenblock der Dimension Kosten. Wenn man das jetzt versucht, nochmal sozusagen, und das sind jetzt ein paar KPIs sozusagen in einer Wortwolke mit abgebildet, weil es eben sehr, sehr viele gibt. Und da jetzt auf den Einzelnen mit einzugehen, würde den Rahmen sprengen. Aber wenn man jetzt versucht, so ein bisschen das nochmal auf den Bewerbungsfunnel umzulegen, den wir vorher gesehen haben, und mal da die Top 7 KPIs, die deiner oder unserer Meinung nach sozusagen die höchste Relevanz im Recruiting haben oder die auch bei euch sehr stark in der Praxis mit eingesetzt werden, ist das etwas, wo du sagst, sollte ich damit so eine Strategie beginnen? Weil oftmals ja auch die Frage kommt, naja, wo fange ich denn überhaupt an? Ja, wenn ich das Thema jetzt noch gar nicht verwende oder wie baue ich auch dann sozusagen meine KPI Schritt für Schritt weiter aus? Was ist denn da so deine Erfahrung oder Empfehlung? Ja, also man sollte natürlich irgendwo mal beginnen. Ich weiß noch, ich hatte vor 15 Jahren irgendwann mal angefangen zu messen, wie erfolgreich sind denn eigentlich die Stellenanzeigen. Und wir hatten damals noch bei der Zeitung ausgeschrieben und natürlich bei den üblichen Online-Stellenbörsen, um einfach zu schauen, was funktioniert am besten. Ich hatte damals von mir aus mit der Channel Effectiveness angefangen. Ich wusste auch damals noch gar nicht, wie das heißt. Ich habe einfach mal gestartet. Ich würde sagen, das ist, ja, neben der Quality auch bei Kinsey sind das für mich zunächst einmal die 2 wichtigsten KPIs. Aber das muss jedes Unternehmen anders für sich entscheiden. Also für ein anderes Unternehmen ist vielleicht die Click-Through-Rate das Wichtigste. Ich weiß es nicht. Ja, also das ist ganz unterschiedlich und da muss jedes Unternehmen für sich entscheiden, was ist uns denn wichtig. Das sind so die neben vielen anderen, die 7, die eigentlich für mich relativ wichtig sind. Die Channel Effectiveness, da geht es einfach darum, verschiedene Medienkanäle auszuprobieren, zu schauen, okay, wo bewegt sich meine Zielgruppe? Also im IT-Bereich ist das dann zum Beispiel Heise, Golem, wo man zusätzlich noch Stellenanzeigen schalten kann. Und da einfach zu schauen, okay, wie effektiv ist denn dieser Kanal letztendlich? Und
wie ich auch vorhin schon ein bisschen gespoilert habe, es geht tatsächlich auch darum zu entscheiden, woher kriege ich denn die höchste Qualität an Kandidaten? Und nicht immer auf die Quantität zu achten, aber natürlich ist diese auch wichtig. Einfach versuchen, alles messbar zu machen, ob das jetzt passiv interessierte Kandidaten sind über Social Media und Active Sourcing oder eben über die klassischen Kanäle. Ich muss Zahlen dazu erfassen. Dann gilt es natürlich auch gerade im Rahmen der Touchpoints, das ist auch für mich wichtig, eine Bounce Rate zu erfassen. Also ich habe das oft erlebt, wir haben bei meinem alten Arbeitgeber Employer Branding Werbekampagnen natürlich auch gemacht für große Kunden, dass sie dann gesagt hat, naja, die Social Media Kampagne, wir hatten da ja wahnsinnig viele Klicks, die hat ja super performt auf Facebook und Instagram und auch TikTok für Jüngere, aber wir haben keine Bewerbung. Und wir haben dann identifiziert, dass das tatsächlich an deren Karriereseite lag, die anscheinend unattraktiv war. Und wir haben das dann geändert und siehe da, haben dann auch wirklich hier einen Erfolg generiert. Oder wie ich auch vorhin schon gesagt habe, die Bewerbermanagement-Software, die einfach vielleicht ein bisschen unglücklich gestaltet ist und der Bewerber hier dann verloren wird. Die Conversion Rate, das ist natürlich auch alle sind irgendwie wichtig. Die Conversion Rate ist natürlich super wichtig, weil das zählt natürlich am Ende des Tages, dass jemand sich wirklich bewirbt, also die Konvertierung in eine echte Bewerbung und dann natürlich auch die Qualität der Bewerbung, die eingegangen ist. Ne? Das ist auch natürlich ein Ziel, hier wirklich Fachkräfte zu hiren und keine Personen, die nachher vielleicht auch nicht passen. Ja, das kann man natürlich dann auch mit verschiedenen Mitteln erreichen. Jetzt haben wir vorher schon gesehen, auch Stichwort Fachkräftemangel, es wird immer schwieriger sozusagen Kandidaten oder Stellen zu besetzen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sagen, naja, ich bin doch froh, wenn ich überhaupt eine Bewerbung bekomme, warum soll ich mich da denn mit KPIs auseinandersetzen? Was ist denn dafür so das Argument dagegen oder dafür gesprochen? Ja? Also jemand sagt, ich bin froh, wenn ich überhaupt eine Bewerbung kriege, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man KPIs einsetzt und dann hier auf jeden Fall natürlich auch die Channel Effectiveness. Wo schreibe ich aus? Welche Kanäle nutze ich? Wie performen diese Kanäle? Wie viele Leute schauen sich die Stellenanzeige an? Wie viele bewerben sich? Woran liegt es, dass ich überhaupt nur eine Bewerbung bekomme? Ich muss das ja erstmal analysieren und dann auf dieser Grundlage dann eine Entscheidung treffen. Auch die Bewerbermanagement-Software, also die ATS mal testen, ist die überhaupt bewerberfreundlich? Die Stellenanzeige, das ist natürlich so das erste Tor zur Bewerbung. Auch gern mal im Unternehmen die Zielgruppe befragen, okay, ne, was haltet ihr davon, was können wir vielleicht besser machen? Ich hatte auch in einem Unternehmen, in dem ich vorher mal gearbeitet habe, da wollten die Führungskräfte immer so ein Projektmanager Creative Sales ausschreiben. Das klingt natürlich total sexy. Das Problem ist, das hat natürlich keiner gefunden. Und wir hatten ganz viele Bewerber erhalten, Projektmanager irgendwie von großen Konzernen, die aber irgendwie aus der Automotive-Branche kommen, die aber mit der Kreativabteilung gar nichts zu tun hatten. Und dann haben wir das identifiziert, das Problem analysiert. Ich habe ein Keyword-Research gemacht und siehe da, wir haben dann später Projektmanager Marketing dann ausgeschrieben. Und dann haben wir natürlich auch passende Bewerber bekommen. Also da fängt es jetzt schon mal, sogar da fängt es ja an. Absolut, ja. Gibt es jetzt, hast du vorher schon gesagt, ATS, Stichwort Bewerbermanagementsysteme, macht es Sinn, mit, sag ich mal, so einem Tool zu beginnen, um generell mal eine Datenkonsistenz, Datenvarietät mit aufzubauen? Gibt es auch noch irgendwo andere digitale Tools, die da unterstützen können? Was sind da so deine Erfahrungen? Ja, ich würde sagen, es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, ne? Es gibt aber auch günstigere Lösungen. Man muss einfach schauen, welche Lösung zu einem am besten passt. Für mich sind es natürlich die ATS-Systeme wichtig, die die KPIs sehr, sehr gut abbilden und wirklich alles messbar machen. Aber auch hier, wenn man jetzt eine Stellenausschreibung pro Jahr hat, ob sich da jetzt eine ATS lohnt, dann muss man halt vielleicht versuchen, mit Excel-Listen zu arbeiten und das dann zu erfassen. Aber das ist natürlich sehr, sehr viel Arbeit. Ansonsten kann ich raten, ich würde sagen, vielleicht der Break-Even liegt so bei 5 bis 6 Anzeigen. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich habe das jetzt für unser Unternehmen ausgerechnet. Bei 5 bis 6 Ausschreibungen pro Jahr liegt bei uns
im Unternehmen der Break-Even, wo man sagt, oder sogar 4,5, da lohnt sich jetzt eine ATS. Ne? Okay. Und dann muss man sich, sollte man sich für ein System entscheiden, das diese ganzen KPIs auch tatsächlich letztendlich abbildet. Absolut, ja. Also wie gesagt, das sind jetzt so mal die 7 Top-Key-Performance-Indicators, die wir jetzt aus der Praxis oder letztendlich definiert haben. Wenn Sie anderer Meinung sind oder zusätzliche KPIs haben, wo Sie meinen, die haben eine entsprechende Relevanz, schreiben Sie das gerne in den Chat oder stellen Sie uns danach gehend die Fragen, da gehen wir gerne drauf mit ein. Also ich glaube, wie gesagt, es gibt sehr viele KPIs, die man ja als Unternehmen für sich selber irgendwo dann auch mittelfristig definieren muss, weil natürlich auch Mittelstand versus Großunternehmen, glaube ich, da schaut es dann auch nochmal komplett anders aus. Ja. Und wir haben ja gesagt, wir wollen uns heute da auf den Mittelstand fokussieren. Ich glaube auch, dass dieser Channel Effectiveness ganz ein wesentliches Thema auch ist. Und du hast ja auch vorher angesprochen, jetzt kann ich auf der einen Seite das mit ATS-Tools sozusagen beginnen zu messen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du auch gesagt hast, ich muss mal irgendwo beginnen, ja, und mir dann eine Strategie darauf aufbauend überlegen. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Art Dashboard mal mitgebracht, die diese Channel Effectiveness sozusagen darstellt, wo ich sehr genau sehe, wie ist die Performance meiner Anzeige. Das kann ich auch losgelöst von einem ATS-System, Bewerbermanagementsystem nutzen, wo ich dann wirklich sehr stark entsprechend reagieren kann, um sozusagen meine Recruiting-Strategie oder meine Channel-Effectiveness zu verbessern, zu erhöhen oder entsprechend mit zu optimieren. Jetzt haben wir vorher schon so ein bisschen gehört, KPIs stammen ja grundsätzlich auch sehr stark aus dem typischen, sag ich mal, Marketing. Und wir erleben ja auch, dass letztendlich gerade bei schwierigen Positionen so ein bisschen der Bewerber oft so ein bisschen als Jobhopper gilt und die Karriere-Webseite so ein bisschen als der Webshop, wo ich letztendlich eine Stellenanzeige verkaufe oder der Bewerber sie einkauft, unter Anführungsstrichen. Würdest du sagen, dass sich das noch stärker sozusagen in diese Richtung verändern wird, dass sich auch so ein bisschen dieser Shift der Recruiter zum Marketer hin entwickelt, oder wie erlebst du das in deiner Rolle? Ja, also wir nutzen natürlich viele Dinge aus dem Marketing, ob das jetzt der Funnel ist, so ein Marketing-Funnel hätte man sich vor 10 Jahren, Personalbereich gar nicht vorstellen können irgendwie, ne? Also wir werden immer mehr zu Marketern, weil wir natürlich eine Bewerbung möchten, da steckt das Wort Werbung auch schon drin. Und wir natürlich uns als sehr guter Arbeitgeber positionieren möchten bei der Zielgruppe. Dennoch würde ich wirklich sagen, dass sich B2B-Marketing erheblich vom Bewerbermarketing oder vom Personalmarketing, Employer Branding unterscheidet. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel, denn auf der einen Seite bewerbe ich ja irgendwo ein Produkt oder eine Dienstleistung, und hier geht es darum, dass der Mensch sich bei uns bewerben möchte. Ne? Also das ist, ich muss dem Menschen das zeigen, warum sich eine Bewerbung bei uns im Unternehmen lohnt. Und da geht es ja um das Leben des Einzelnen, um seine Existenz, um seine Karriere. Und das hat einen viel höheren Impact auf das Leben als verschiedene Produkte zum Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist dann auch von der Botschaft her komplett unterschiedlich. Und hier geht es tatsächlich auch um das Thema Unternehmenskultur. Ja, wie bin ich als Unternehmen aufgestellt? Bin ich überhaupt attraktiv als Arbeitgeber? Na, da fängt es ja schon mal an. Und ja, und nicht, wie gut ist mein Produkt oder was bringt mein Produkt mit? Also das, ja, es ist schon gleich, wir benutzen viele, ist viel ähnlich, aber die Zielgruppe unterscheidet sich einfach voneinander. Zielgruppe ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, die zu definieren, zu kennen, nicht? Stichwort Personas, genau. Hast du auch schon vorher angesprochen. Ja, sich auf jeden Fall. Noch zu beschäftigen. Genau. Was wir vielleicht noch zum Abschluss auch mitgeben wollen, und da haben wir so ein Beispiel, wie ich letztendlich einen sehr einfachen, sag ich mal, Effekt in meinem Unternehmen umsetzen kann, was jetzt konkret ein Beispiel aus einer KPI herausgreift. Das heißt letztendlich, ich versuche irgendwo ein Quellenscoring zu ermitteln. Das heißt, ich definiere unterschiedliche Parameter. Ich schaue mir mal an, wie viele Neueinstellungen habe ich generiert, wie viel durchschnittliche Zeit brauche ich bis zur Besetzung, was ist mein durchschnittlicher Cost per Hire, und dann kann ich mir einen sogenannten Quellenscore-Wert ermitteln. Und wenn man das jetzt sozusagen ausfüllt und durchrechnet, da haben wir jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, wo wir das jetzt mal mit Zahlen befüllt haben. Wichtig ist wirklich, ich brauche mal einen Grunddatenbestand, um das dann auch ausführen zu können. Das ist ganz wesentlich. Ja. Und dann kann ich mir über die einzelnen Quellen
meinen Quellenwert ermitteln, und je höher der Quellenwert ist, desto effektiver und besser ist sozusagen meine Recruiting-Maßnahme darüber. Wer sich dafür interessiert, kontaktiert uns gerne im Nachgang, dann können wir gerne nochmal näher drauf mit eingehen, können auch ein Beispiel sozusagen zusenden. Das machen wir sehr gerne. Ich habe dann da auch nochmal einen Vergleich mitgebracht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Quelle A ein Online-Inserat platziert und bei der Quelle W messe ich jetzt sozusagen meine Effektivität auf einer Jobmesse, befülle das dann auch mit meinen entsprechenden Werten und sehe, okay, der Quellenwert ist immer ein Vielfaches niedriger in dem Fall. Das heißt letztendlich, die Quelle A war in dem Fall wesentlich effektiver als die Quelle B, und so kann ich mal grundsätzlich damit beginnen und mir eine KPI-Strategie oder generell KPIs in meinem Unternehmen darüber mit aufbauen. Ich glaube, das ist ein einfaches Beispiel, wie man mal starten kann, weil ich glaube, wie du richtig sagst, ja, irgendwann, irgendwo muss man beginnen. Und letztendlich, wie gesagt, es können digitale Tools dahingehend unterstützen. Ich glaube aber auch sehr wesentlich ist, um dann mal auch die Vorteile zu nennen und auch warum man sozusagen sich damit auseinandersetzen sollte, weil, wie wir schon gesehen haben, ich glaube, es ist wichtig, dass wir Abweichungen frühzeitig erkennen können, um gegensteuern zu können. Ja, ich sage immer so ein bisschen Passagier versus Pilot. Ich glaube, es ist wichtig sozusagen auch, dass die Maßnahmen auf der einen Seite langfristig gedacht werden im Zuge einer Recruiting-Strategie, aber und wenn ich KPIs sozusagen sinnvoll im Unternehmen einsetze, kann ich auch frühzeitig Trends und Entwicklungen erkennen und vor allem, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch die Position von HR im Unternehmen stärken, oder? Siehst du das auch so, Irena? Ja, absolut. Also bin ich total bei dir. Als ich vor 12 Monaten, oder ich habe, was ich geschafft habe innerhalb der letzten 12 Monate bei der HMS, ist, dass ich tatsächlich Einsparungen vornehmen konnte im Wert von 80.000 Euro jedes Jahr, unter anderem auch Prozesskosten durch den Einsatz einer ATS. Gleichzeitig habe ich aber die Qualität der eingehenden Bewerbungen erhöht, habe auch natürlich die Quantität erhöht, aber es ist natürlich auch viel Bewerbungen dabei, die dann auch nicht passen, aber trotzdem die Qualität insgesamt habe ich erheblich gesteigert. Dadurch führen die Bereichsleiter bei uns viel weniger Gespräche, nicht mehr 10, um eine Stelle zu besetzen, sondern nur noch höchstens 2, 3. Und wir haben einfach bessere Kandidaten. Und das haben wir innerhalb von 12 Monaten geschafft, einfach nur, weil wir angefangen haben, KPIs zu nutzen und weil ich auch Kanäle hinterfragt habe, die vormals genutzt worden sind. Ne, wir hatten ein Angebot auf dem Tisch. Das weißt du jetzt nicht, Gerald, aber wir hatten da Angebote auf dem Tisch. Ja. Und da habe ich dann die Birgit von Eventa gefragt. Ich sage mal, guck mal da drüber. Und das Angebot sieht auf den ersten Blick gut aus. Die haben ja irgendwie 6 Stellenbörsen. Aber guck mal, das sind die 2 größten dabei. Ob die restlichen 4 auch so gut sind? Und dann sagt Birgit zu mir, du, die haben gar keine Reichweite. Wenn du es nur die 2 Stellenbörsen nimmst, die eigentlich relevant sind, dann ist das Angebot viel zu teuer. Und dann haben wir uns natürlich von euch auch ein super Angebot geben lassen. Vielen Dank nochmal. Was natürlich dann auch zu weiteren Einsparungen geführt hat und zu mehr Bewerbern, weil wir einfach effektivere Kanäle eingesetzt haben. Natürlich auch mit Hilfe eurer Beratung. Ihr seid auch da, dann wirklich die Profis, auch besonders im IT-Bereich. Das war jetzt das perfekte Schlusswort und ich glaube, noch eine fast der Punktlandung. Ja, aber danke. Deswegen bin ich heute da und. Ja, also ich glaube, wie bin gesagt. Ich bin auch gerne für Evente heute als Mitsprecherin dabei. Ich glaube, es war wichtig, mal so ein paar Impulse auch mitzugeben und wie gesagt, auch einmal die Sichtweise aus der Praxis sozusagen von Unternehmensseite auch zu beleuchten und mitzugeben. Und wie gesagt, wenn Interesse besteht, näher in das Thema einzutauchen oder KPIs in Details durchzubesprechen oder auch nochmal die Quellenscore-Berechnung, dann kommen Sie gerne auf uns zu und wir können da natürlich gerne in den tieferen weiteren Austausch gehen. Ja, Andreas, jetzt übergebe ich wieder an dich. Ja, erstmal vielen Dank euch beiden. Das war hoffentlich für nicht nur mich, sondern für alle anderen auch sehr erhellend. Vielen Dank, Irena, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Natürlich auch an dich, lieber Gerald. Das war jetzt unsere Schlussrunde, was die Vorträge angeht, aber das ist noch nicht der Abschluss des heutigen Tages, denn ihr bleibt ja gleich bei uns mit in der Runde für die Podiumsdiskussion, wo ich jetzt alle Referentinnen und Referenten herzlich zu einlade, sich ebenfalls mit Kamera einzuwählen. Genau, das ganze Potpourri sehen wir hier jetzt schon mal und da füllen sich die Reihen, das ist doch großartig. Genau, wir haben jetzt vielleicht noch mal eine kurze Gelegenheit, um die Brücke zu schlagen zu dem, was jetzt folgt.
nämlich die Podiumsdiskussion. Erstmal an euch, liebe Teilnehmenden, nutzt gerne jetzt die Gelegenheit, euch mit Fragen einzubringen. Ihr könnt auch gerne die Hand heben oder beziehungsweise der Larissa kurz im Chat schreiben. Wenn ihr euch mit einer Wortmeldung mit einbringen wollt, dann können wir euch hochstufen, sodass ihr euch dann ebenfalls mit Kamera und Ton einbringen könnt. Also diskutiert gerne mit uns mit. Ich hoffe, wir bieten reichlich Anlass. Nochmal vorweg eine kurze Zusammenfassung oder anders ausgedrückt, was haben wir denn heute gelernt? Neben dem, was jetzt gerade Gerald und Irena sehr intensiv miteinander diskutiert haben, nämlich die Messung der richtigen KPIs fürs Recruiting, haben wir zudem uns die Stellenanzeige genauer angeschaut, wie diese denn attraktiver gestaltet werden kann, auch aus Sicht des Bewerbers, beziehungsweise vor allem aus Sicht des Bewerbers. Der Köder muss ja den Fisch schmecken, sagt man ja schon so schön. Zudem haben wir erfahren, über welche Kanäle ich die Stellenanzeige wichtig und richtig platziere. Dazu kam dann auch KI zum Einsatz und das werden wir sicherlich auch gleich nochmal zum Thema machen. Und wir haben über den gesamten Wertschöpfungsprozess im Onboarding gesprochen, wie man die Kandidatinnen wertschätzend behandelt, wie man einen digitalen, simplen Prozess abbilden kann und zudem auch noch mit attraktiven Vergütungskonzepten, Stichwort New Pay, für weiteren Sog sorgen kann. Und Irena und Gerald, ich möchte gerne den Einstieg der Podiumsdiskussion mit euch finden. Wir haben ja jetzt erfahren, dass die KPIs nach außen wirken, zum Beispiel auch nach innen, aber es gibt ja auch welche, die nach außen wirken. Die haben wir vorhin auch in anderen Vorträgen genannt bekommen, zum Beispiel die Angabe der Responsezeit in der Stellenanzeige. Wie seht ihr das denn? Wird in Zukunft die Angabe von Nachhaltigkeit als ausgewiesene KPI sein oder als ausgewiesenes Siegel? Welche Rolle wird diese Messung in der Wirkung nach außen, Stichwort im Recruiting, sein? Was meint ihr denn? Irene, ich glaube, du hast vorher schon die Hand gehoben. Ja, genau. Also mit Nachhaltigkeit meinst du Klima und ökologische Nachhaltigkeit, ja. Ökologische. Also es ist so, dass ich habe bei unserem Unternehmen die Candidate Persona erfasst und habe auch Bewerber gefragt, die sich bei uns irgendwie beworben haben, was denen so am wichtigsten ist, denn wir sind gerade dabei, unsere komplette Karriereseite, alle Stellenanzeigen umzustellen, weil die performen, das ist das Einzige, was bei uns jetzt noch nicht performt, was wir jetzt gerade angehen, und habe auch diese Frage gestellt. Und ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung heraus spiegeln, aber auch viele Studien, die ich kenne, dass das Thema sehr zunimmt. Also wir auch gerade mit der Fridays for Future Bewegung bewegen uns auf Bewerber zu, die in einem Unternehmen arbeiten möchten, das werteorientiert ist und werteorientiert handelt. Und deswegen denke ich oder glaube ich zu wissen, dass das auf jeden Fall noch weiter zunehmen wird. Dieses Bewusstsein, diese hohe Menschenorientierung, ich denke, das wird an Bedeutung gewinnen oder hat schon an Bedeutung gewonnen. Ich glaube auch, dieser Purpose, ja, warum arbeite ich wo, für welches Thema, für welches Projekt, für welches Unternehmen, das stärker hinterfragt wird. Und ich glaube auch gerade in der jüngeren Zielgruppe, die sich schon aktiv stark damit auseinandersetzt. Das kann ich definitiv auch bestätigen. Ja, also vorneweg, alle unsere Personas haben gesagt, sie würden in keinem Unternehmen arbeiten, das nicht irgendwie werteorientiert handelt. Wir haben auch bei uns eine Klimaschutzinitiative, kann ich vielleicht auch schon mal dazu sagen. Ja, vielen Dank für die Beiträge schon mal, die Wortmeldung. Möchte jetzt jemand aus dem Plenum direkt kommentieren mit weiteren Erfahrungen oder Meinungen über die Glaskugel in die Zukunft? Ja, ich glaube, wenn ich da mal anknüpfen darf, das ist auch ein Thema, was gerade bei der jüngeren Generation sicherlich auch noch deutlicher hervorkommt, als vielleicht bei der Generation X, das Thema Nachhaltigkeit. Sicher auch mit der Selbstverwirklichung immer präsenter. Kerstin, du wolltest auch noch dazu dich äußern. Also spring gerne rein. Ja, wir können gerne gemeinsam miteinander diskutieren. Ja, natürlich immer unter der Berücksichtigung gesellschaftlicher Gepflogenheiten. Ich kann da nur zustimmen. Also natürlich ist das ein großes Thema, Klimanachhaltigkeit. Wir sehen das auch tatsächlich in den Themenbereichen, die wir so abdecken, in unserem Unternehmen, wo die Projekte auch liegen. Und das geht klar auch in den Themenbereich erneuerbare Energien. Und das ist ja alles eins. Und gerade die jüngere Generation, also nicht, dass die ältere Generation, dass ja das vollkommen egal ist, aber die legen halt einfach auch in den Stellenanzeigen sehr viel mehr Wert drauf oder in der Präsentation des Unternehmens und fragen,
schaut es denn da aus? Ne? Was macht ihr? Und seid ihr nachhaltig unterwegs? Und das ist ein viel größeres Thema jetzt auch geworden und völlig zu Recht, meiner Meinung nach. Und das wird auch so bleiben und sich weiterentwickeln, auch meiner Meinung nach. Ja, vielleicht haben wir da einen schönen Treiber, nämlich Technologie und KI-basierte Unterstützung von Prozessen, die natürlich dabei helfen zu verschlanken, damit auch helfen, Aufwände zu reduzieren und damit natürlich unweigerlich in der Wertschöpfungskette dazu beitragen, in der ökologischen Nachhaltigkeit ja, einen Schritt weiterzukommen. Deswegen vielleicht mal die Frage in Richtung Stefan gestellt. Gibt es da nicht auch bestimmte Gefahren? Also natürlich die Chancen, die sind ja, denke ich, unumstritten, aber es gibt ja bestimmte Gefahren. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wollte ich zum Thema machen. Wie kann man denn auch von einem KI-Bias reden, wenn es darum geht, dass uns Technologie unterstützen soll? Natürlich nicht nur in der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern natürlich auch im Recruiting-Prozess. Gibt es da etwas, wo du sagst, da müssten wir so ein bisschen den Augenmerk auch drauflegen? Also bei meinem Vortrag ging es ja vorhin auch um das Thema im Speziellen, was jetzt die fachlichen Eignungen angeht. Und da muss ich sagen, finde ich, dass es ein sehr guter Weg ist im Prinzip, da gewissen Gefahren vorzubeugen, wenn man sich quasi auf die rein sachlichen Aspekte quasi konzentriert und diese dann auch quasi immer wieder im Wechselspiel mit entsprechenden menschlichen Mitspielern quasi weiterentwickelt werden, dann sehe ich das persönlich aktuell sehr unkritisch, diesen Teil. Wenn man sich dann in andere Bereiche bewegt, ist das wahrscheinlich was anderes. Aber solange man außerhalb von Dingen wie persönlichen oder sonstigen Daten sich bewegt, sehe ich aktuell die Vorteile ganz klar. Also da sind wir in Deutschland, sage ich jetzt mal, auf der Rampe nach oben, was da den Sinn und den Nutzen solcher Technologien angeht, wenn man das eben rein quasi auf den Fakten basieren lässt, wie zum Beispiel eben fachliche Qualifikationen von Kandidaten. Das wäre meine Einschätzung zumindest. Da hat ja Christian gemeinsam mit seinem Kollegen Marc vorhin auch zu berichtet. Christian, wie siehst du das? Wie würdest du die Thematik einschätzen, KI mit all seinen Chancen, aber auch Herausforderungen? Also ich glaube, der Faktor Mensch im Recruiting wird so schnell nicht nachlassen. Also ich glaube, KI ist für eine Vorauswahl, wenn es dann darum geht, ganz, ganz okay. Ich glaube, auch in so anderen Märkten wie zum Beispiel Spanien, wo man halt dann eine sehr, sehr große Arbeitslosigkeit hat und dann auch schon vorsortieren muss, dann hat das auf jeden Fall Sinn. Oder wenn man halt dann Jobs hat, die sich stark fluktuieren. Aber wenn es dann um so, wir haben es ja bei Bernhard gesehen, die Qualität der Stellenanzeige ist halt immer noch wichtig. Und wenn man halt mehr als 5, 8 oder 15 Bullets dann irgendwie drin hat, dann diskriminiert man Frauen, wie du gesagt hast, das sage ich auch jeden Tag meinen Kunden. Und dann fallen immer die Schuppen von den Augen, aber schön zu sehen, dass du gesagt hast, 6 und 11% waren das ja bei dir, die halt dann bei den Männern gesagt haben, sie bewerben sich nur, wenn alles erfüllt ist. Und wenn man jetzt der KI sagt, pass auf, lass nur die Leute zu, die alle 5 Sachen erfüllen, hat man ja automatisch 94% aussortiert. Und die Frage ist, also hier muss man das Gleichgewicht finden, ganz klar. Also ich glaube, für eine Vorauswahl super, aber Faktor Mensch unerlässlich. Es geht ja um Menschen im Recruiting. Ja, ich denke, das ist auch ein Stumm. Wissen. Sorry, ich denk, Kerstin, das ist Maurice ist gerade eingestiegen, nur war er noch stumm geschaltet. Vielleicht versuchst du es nochmal, Maurice. Nee, leider noch immer nicht. Wir gucken mal, ob wir da was dran lösen können. Ja, Moment, ich schicke dir meine Anforderung zur Aufhebung der Stummschaltung. So, jetzt? Könnt ihr mich jetzt Ja, hören? Jetzt hören wir dich. Wunderbar. Die Kerstin kann aber auch gerne noch zuerst. Also. Oh, danke schön. Also, ich bin, um mal jetzt von mir zu sprechen, ich bin in den Bereich Personal gegangen, weil es da um Menschen geht. Und natürlich geht es nach wie vor um Menschen. Es wird immer um Menschen gehen, denn wir wollen ja auch Mitarbeiter gewinnen und sind halt einfach Menschen. Wir werden auch Menschen bleiben. Und insofern ist das natürlich der entscheidende Faktor auch. Und ich sehe, KI ist tatsächlich, da stimme ich Christian total zu, das ist ein super Tool, das man einsetzen kann, gegebenenfalls auch zur Vorauswahl. Aber im Endeffekt entscheidet der Mensch über
die Einstellung von anderen Menschen. Das ist meine Position. Ich arbeite gerne in KMUs und da ist es ein bisschen anders, als wenn man jetzt in Konzern arbeitet, im Personalbereich. Aber für mich ist einfach dieser Faktor Mensch. Deswegen bin ich im Personalbereich tätig und das wird auch nach wie vor für mich echt interessant bleiben und spannend bleiben und das macht es halt einfach auch so wenig. Ja, so riesig interessant. Ja. Das Thema KI hat auch immer, sorry, das Thema KI hat auch immer das Problem, dass natürlich die KI automatisch immer die Bias mitbekommen von den Personen, die sie programmiert haben. Das heißt, wenn da auf der Programmierungsseite das Team schon nicht divers ist, in dem, was sich da darstellt, wird unweigerlich die Software eine Bias haben. Wir bei Bendesk, ihr habt eben dem Achim zugehört, ja, ist eine Firma, die stark wachsen und ich komme gerade aus einem Vorstellungsgespräch und ja, die Unterlagen und was die KI mir sagt, ist natürlich wertvoll in der Vorauswahl, aber am Ende des Tages muss der Kandidat sich zumindest für mich und für uns beweisen, wenn er vor einem sitzt und auch im Gesprächen mit den anderen Stakeholder, mit denen er da zu tun haben wird. Ja? Und das kann die KI niemals ersetzen. Irena, möchte genau, auch vielleicht noch mal, genau, oder was dazu sagen? Es ist ja so, dass wir bei der HMS KI-Lösungen programmieren und Machine Learning. Und das ist natürlich ein ganz tolles Tool und man kann natürlich auch viel damit machen, aber ich gebe recht, es kommt immer noch auf den Programmierer an, der das natürlich programmiert hat, aber es kommt auch auf den Nutzer drauf an. Also wenn jetzt, das war ja mal bei einem sehr großen Online-Händler so ein Skandal, da hat die KI irgendwie festgestellt, oh, der Recruiter, der wählt ja mehr männliche Bewerber aus, ne? Und hat dann gelernt, okay, also ich stelle jetzt einfach mehr männliche Bewerber vor und habe die weiblichen Bewerber, oder die KI hat einfach den weiblichen Bewerber unter den Tisch fallen lassen. Ganz einfach, weil sie ne, so programmiert wurde oder so gelernt hat. Und da muss man natürlich auch sehr, sehr aufpassen. Also der menschliche Faktor ist unabdingbar und man sollte auch immer überprüfen, was macht denn die KI da eigentlich? Na, ist sie gerade auf dem richtigen Weg? Hat sie die Cluster richtig gesetzt? Na, und das durch den Menschen überprüfen lassen. Mhm. Gerald, du wolltest dich anschließen. Ja, vielleicht auch noch. Ich versuche das Thema Diskussion, KI im Recruiting dann immer so ein bisschen down to earth zu reduzieren oder runterzubrechen. Und für mich sind da immer die Erlebnisse aus der Praxis ganz dafür sprechend. Und zwar, wenn man über KI spricht, dann muss man auch grundsätzlich hinterfragen, was genau bedeutet und heißt künstliche Intelligenz. Da gibt es ja sehr viele unterschiedliche Zugänge, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen. Und wenn ich das jetzt nochmal auf das Recruiting reflektiere, und ich hatte vor einigen Monaten einen Vortrag gegeben zum Thema KI im Recruiting und da waren 50 Teilnehmer in der Runde. Und ich hatte gefragt, bevor wir mit dem Thema künstliche Intelligenz starten, würde mich mal interessieren, wer von euch im Unternehmen verwendet den eigentlichen ATS? So, dann war mal die erste Frage, ATS, was ist denn das? Was heißt denn das? Ja, dann kurz aufgeklärt, ATS, Applicant Tracking System, Bewerbermanagement System. Von 50 Personen, die im Raum anwesend gewesen sind, was glaubt ihr, wie viele gesagt haben, ja, ich verwende bereits ein Bewerbermanagement System? Drei. Fünf. Vielleicht die Hälfte? Fünf von 50. So, und dann habe ich gesagt, liebe Leute, dann reden wir doch mal über die Basics im Recruiting und fangen mal dort an, bevor wir über künstliche Intelligenz sprechen. Ja. Ja. Und das sind für mich dann immer so die Erlebnisse, dass Recruiting noch sehr, sage ich mal, in vielen Unternehmen basic-orientiert ist oder dort noch gar nicht mal das stattfindet, wo wir uns vielleicht schon viele Jahre voraus sind. Ja, und das muss man dann immer so ein bisschen runterbrechen. Das sind so meine Erlebnisse, die ich dann immer ganz, ganz spannend finde. Ja. Danke für den Einwurf. Ich kann das tatsächlich, Entschuldigung, ich kann das tatsächlich auch spiegeln. Ja. Also das ist wirklich so. Die meisten Unternehmen verwenden noch nicht mal KPIs und setzen sich mit wirklich auch künstlicher Intelligenz auseinander. Also da bin ich auch bei dir, Gerald. Und man muss wirklich schon erstmal bei den Basics beginnen. Ja, absolut. Ja, dann stelle ich mal die Frage in Richtung Bernhard, inwiefern die Basics denn auch in Bezug auf die Rekrutierung ausländischer Fachkräfte zu unterstellen ist oder zu beziehen ist. Und wenn ja, wie sollten wir darauf reagieren, wenn wir nicht nur im politischen Diskurs tagtäglich hören, spätestens seit den Triellen,
dass wir eine viel höhere Nachfrage nach Wohnung als Angebot haben. Gleiches gilt leider auch für Fachkräfte. Dann haben wir eine viel höhere Nachfrage an Fachkräften als Angebot auf dem Markt. Bernhard, was sagst du dazu? Wie können wir das lösen? Und sind das Basics oder sind das jetzt hier, ist das quasi die Kirsche auf der Sahne? Aber wir haben dich noch nicht. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Sorry, ich hatte mich jetzt gemutet, jetzt müsste man mich hören. Ja, tatsächlich ist das natürlich ein Thema. Wir haben es ja vorhin auch in dem Vortrag gesehen, dass wir in so eine Situation kommen, wo ganz eindeutig die angebotenen Stellen nicht auf sozusagen auf die Nachfrage im Kandidatenmarkt führen, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist. Und insofern ist das ein Riesenthema, auch internationales Sourcing. Und ja, aber selbst da würde ich sagen, fangen wir noch mal weiter vorne an, wirklich bei den Basics, weil da glaube ich, da haben die Personalabteilungen genug mit zu tun, wenn sie wirklich mal bei den wirklichen Basics anfangen, bevor wir darüber diskutieren, wie kriegen wir durch internationales Sourcing noch besser unsere Fachkräfte gewonnen, weil es, ich denke schon, dass es, wir haben es ja auch vorhin gesehen bei der einen oder anderen Umfrage während der Vorträge, dass da noch auch tatsächlich vieles im Argen liegt und viel zu tun ist. Das ist ein Thema für uns bei der Königsteiner, ist tatsächlich auch ein Thema, dass wir oftmals auch den Auftrag haben, international zu suchen. Ja, kann ich in bestimmten Positionen auch völlig nachvollziehen, ist auch genau richtig. Aber bei der Mehrzahl der Positionen geht es eher um die Frage, mit was für einem Anforderungsprofil kommt denn der Kunde eigentlich um die Ecke, mit was für Arbeitgeberleistungen. Und ganz, ganz, ganz oft, insbesondere jetzt so in den letzten 2 Jahren, denke ich, ist das auch ein Thema gewesen. Ganz, ganz oft stellt man fest, na, eigentlich müssten wir, also unser Kunde, eigentlich ein Stück weiter vorne ansetzen und uns Gedanken machen über unsere Positionierung im Markt als Arbeitgeber. Also Thema Employer Branding. Passt eigentlich unsere Positionierung in dem Markt überhaupt noch zu dem, wo wir heute stehen, zu den Anforderungen von Kandidaten? Und da haben wir jetzt tatsächlich, wir haben eine ganze, ich meine, es war ein kleiner Einblick in unsere Kandidatenbefragung. Da haben wir nochmal wirklich ganz viel gelernt. Und wenn man da ansetzt, glaube ich, dann ist man auf einem guten Weg, wenn man sich überlegt, wie sehen die Kandidaten uns eigentlich? Wie sehen wir uns selbst als Unternehmen? Da muss ich zunächst mal auch meine eigenen Mitarbeiter befragen, um zu sehen, wo stehe ich eigentlich, um dann eine Strategie zu entwickeln, wie positioniere ich mich, Employer Value Proposition, all diese Dinge. Wenn ich das wirklich vom Scratch mache, dann komme ich irgendwann zu dem Thema KI. Aber nicht als erstes. Übrigens, zu KI auch eine ganz klare Aussage. Für mich ist das ein extrem wichtiges Zukunftsthema in vielerlei Hinsicht. Vielleicht kann ich da noch was zu beitragen. Kurze Kommentar, ja gerne. Bitte unbedingt, Stefan, mach sofort. Vielleicht verbindest du das auch direkt mit der Aussage, trifft auch auf dein Thema zu. Und zwar hat der Horst parallel im Chat geschrieben, wenn der Mensch der Maschine das Geschlecht als Kriterium gibt, ist nicht die KI schuld. Wo wir wieder bei der vorherigen Aussage sind. Aber jetzt zu deiner Kommentierung, bitte. Genau, also zum Thema Basics, da muss ich absolut zustimmen. Also es gibt ganz, ganz viele Basics, die total wichtig sind, dass man die nochmal in die Welt trägt, sage ich jetzt mal, in die HR-Welt. Das ist auch für uns immer wieder ein großes Thema. Also einmal, was Employer Branding angeht. Wir sind ja in dem Bereich, also mit Jobvector, in dem Bereich Ingenieure, Informatiker etc. unterwegs. Und da ist es auch ein ganz großes Thema, dass da die Arbeitgebermarke auch entsprechend präsentiert wird. Also das ist wirklich etwas, was sehr, sehr viel ausmacht. Und da muss man auch immer wieder das kommunizieren, meiner Meinung nach, dass das total wichtig ist, dass je nach Zielgruppe da auch ganz andere Werte ankommen oder eine andere Art und Weise, wie man die Werte präsentiert. Andere Aspekte, wie zum Beispiel das Fachliche, ist sehr, sehr wichtig für diese Zielgruppe jetzt von uns. Ähnlich bei Stellenanzeigen zum Beispiel. Also der Inhalt von Stellenanzeigen und wie der Inhalt von Stellenanzeigen zusammengesetzt wird, zusammengestellt wird, macht bereits sehr, sehr viel aus, was die Performance angeht, bevor dann eben die KI da drauf kommt. Das ist absolut richtig. Ja. Und die Frage war jetzt nach dem
nach der Dame, die ausgeschlossen wird, weil sie eine Dame ist. Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist natürlich nicht unbedingt die richtige Stelle, wo man mit KI ansetzen sollte. Also wie im Prinzip auch alle hier schon gesagt haben, KI sollte meiner Meinung nach da ansetzen, wo man sich sicher sein kann, dass sie da einen messbaren und einen ordentlichen Wert bringt. Und alles, was irgendwie mit demografischen Sachen zu tun hat, da sehe ich persönlich jetzt noch keine großen Anwendungsfelder für KI. Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen, aber da kann mich vielleicht auch jemand anders was eines Besseren belehren. Das sind Sachen, die aktuell auf jeden Fall noch von der menschlichen Seite bewertet werden müssen. Und da sehe ich keine KI aktuell. Gutes Stichwort. Thema aktuell. Wie sieht es denn in der Zukunft aus? Wohin geht denn eurer Meinung nach die Reise? Worauf sollten sich Recruiter, wir haben ja meist einen starken Mittelstand hier vertreten, worauf sollten sich Recruiter aus dem KMU-Bereich denn im nächsten Jahr besonders einstellen? Da können wir gerne mal Reihe umgehen. Fangt an. Am besten, ich fange jetzt mal einfach mal bei mir an, oben links, der Gerald, was meinst du denn? Ja, ich glaube grundsätzlich der Fachkräftemangel, der allseits bekannte, wird sich noch stärker verschärfen. Ich glaube, man muss generell Recruiting-Strategien dahingehend anpassen. Das ist vielen Unternehmen sicherlich noch nicht so bewusst. Manche haben es erkannt, aber viele fahren nach wie vor oder haben keine alternativen Pläne, gerade wenn es um die unterschiedlichen Zielgruppenansprachen geht. Das ganze Thema wird sich noch stärker in eine Digitalisierung hinentwickeln. Das ganze Thema Tools wird noch präsenter werden und viele Themen greifen ineinander über. Ja, wir haben vorher ganz kurz auch schon über das Thema Karriere-Webseite gesprochen. Wir haben vorher über das Thema auch unterstützende Tools, wenn es um das Thema KPIs geht, wenn es um Bewerberansprache geht. Das heißt, das wird noch mehr ein Prozess werden, glaube ich. Und am Ende des Tages gilt es bewusst zu hinterfragen. Und da kommen wir nochmal auf das Thema KPIs. Damit auch sinnvoll zu arbeiten, ja, gewisse Dinge zu hinterfragen. Was muss ich verändern in meiner Recruiting-Strategie? Oder wie kann ich generell auch im Unternehmen das Recruiting-Thema auf ein höheres Level bringen? Wie kann ich Sichtbarkeit schaffen oder Wertigkeit generell? Ja, aber ich glaube einfach, dass vermutlich auch die Recruiting-Budgets steigen werden müssen, ja, um in Zukunft gezielter Kandidaten ansprechen, erreichen und begeistern zu können. Das ist so ein bisschen, ja, meine Sicht der Dinge. Danke, Gerald. Als nächstes würde ich gerne Christian zu Wort kommen lassen. Und auch ergänzend, also die Frage gilt für dich identisch, aber ergänzend um die Frage, inwiefern sich dann auch das Anforderungsprofil des Recruiters verändern muss. Weil wir sind uns ja offensichtlich einig, dass wir ihm sehr viel zumuten. Also müsste man ja fast fragen, ob man lieber IT-Absolventen rekrutiert fürs Recruiting oder eben nicht. Aber das überlasse ich jetzt mal deiner Antwort. Also ich glaube, es wird in 5 Jahren sowas wie einen Beruf geben, digitales HR-Marketing innerhalb in der Firma. Auch ein Thema Analytics, was halt ihr beide angesprochen habt, ist auch ein Thema. Das, was vor 10 Jahren, ich pointiere jetzt mal, übertreibe, das, was vor 10 Jahren in der Online-Marketing-Abteilung diskutiert wurde, wird jetzt so langsam in der HR-Marketing-Abteilung nachgezogen. Ich selber habe 20 Jahre lang Marketing gemacht, war Marketingleiter in verschiedenen Firmen, habe dementsprechend mit KPIs immer zu tun gehabt. Und das, was ich da jetzt so reinbringe, ist halt auch mal sehr, sehr spannend. Also ich glaube, langfristig zum einen externe Reichweite, eigene Reichweite und Conversion. Diese 3 Themenblöcke sind total wichtig. Wie stelle ich mich wo auf? Und eigene Reichweite ist harte Arbeit. Wie reden andere über mich? Was steht auf Kunden über mich? Was steht auf der Karriereseite? Wie steht so mein Employer Branding? Wie bin ich überhaupt mit meinem Purpose aufgestellt? Also wie haue ich da überhaupt in die Zielgruppe rein? Wie spreche ich die Kandidaten an? Wir haben so viel gehört von Generation Y und Z und der Älteren. Warum pule ich mich jeden Montagmorgen aus dem Bett? Das, was ich halt in unserem Vortrag erwähnt hatte. Und wie konvertiere ich die dann halt dann dazu? Und je mehr man dieses Gleichgewicht findet und sich halt auch schön spitz am Markt positioniert, umso präsenter ist man und umso leichter hat man es letztendlich auch in der Ansprache. Also ein altes Thema Marketing. Ich glaube, das wird noch mal ein bisschen mehr zunehmen und dieses Thema Analytics. Ja. Dann kann Irena wahrscheinlich perfekt daran anknüpfen, auch im Verbund mit einer Rückmeldung aus dem Chat von Sheila. Sie sagt, Recruiter Analytics längst überfällig.
Ja, also ich sehe das genauso wie Christian, auch wie Gerald. Es wird in ein paar Jahren eben genau diese Positionsbezeichnung geben, die sich dann wirklich um das digitale Marketing und um Analytics kümmern, weil das ist natürlich die Zukunft. Ich denke, was auch zunehmen wird, ist die Einsicht bei den Personalern, dass man es den Bewerbern so einfach machen sollte wie möglich. Die meisten Bewerber kommen heute über das Mobiltelefon, sind passiv interessiert, haben vielleicht eine Social-Media-Anzeige angeklickt und möchten sich schnell irgendwo bewerben. Also ich glaube, dass, um einfach das, was ihr jetzt schon gesagt habt, zu ergänzen, ist es in Zukunft immer wichtiger, den Kandidaten so viele Hürden zu nehmen wie möglich. Also teilweise ist es, habe ich Kampagnen, sind meine besten Kampagnen, waren Kampagnen über Social Media, wo sich der Bewerber teilweise nur registriert hat, weil er hatte einfach mobil seinen Lebenslauf nicht parat. Und ich habe dann angeschrieben, habe gesagt, hey, cool, komm, schick uns doch mal deinen Lebenslauf zu. Und ich glaube, dass das vielleicht in Ergänzung dazu Mobile First einer der Trends ist, die wir in Zukunft auch, denen wir uns widmen sollten in Zukunft. Das ist vielleicht auch die Steilvorlage für Stefanie, die ich ergänzen möchte mit der kurzen Rückmeldung aus einer ebenfalls letzttägigen Veranstaltung, wo es auch um Sprachnachrichten als Alternative zur klassischen Bewerbung ging. Und das ist doch auch mal ein schöner Arbeitgeberwert, den man vertreten darf, dass wir ein sehr digitaler Arbeitgeber sind und tragen diese Haltung auch in den Prozess hinein und damit nach außen. Aber was sagst du, Stefanie, über die Zukunft voraus? Ja. Also grundsätzlich stimme ich den Kollegen und Kolleginnen absolut zu. Es wird alles, glaube ich, zukünftig viel digitaler werden. Ich glaube, die Recruiter werden zukünftig nicht nur eingehende Bewerbungen screenen und E-Mails schreiben, sondern es ist so viel mehr dahinter. Es ist KI dahinter, es ist Marketing dahinter. Ich glaube und ich hoffe, dass es sich auch ein bisschen in die Richtung so eine Art Candidate Happiness Officer entwickelt, wenn es wirklich darum geht, eine Candidate Experience wirklich zu optimieren. Es geht im Endeffekt darum, dass Unternehmen sich viel mehr zukünftig selbst bewerben müssen bei den Kandidaten. Auch das Thema Fachkräftemangel spielt hier ein. Also es reicht nicht mehr als Unternehmen, wenn man sich einfach zurücklehnt und sich denkt, die Kandidaten kommen zu mir. Man muss hier wirklich Anstrengungen selbst tätigen. Und ich glaube, eine Gesamtheit, eine wirkliche Strategie von allen Positionen, die wir heute gehört haben, sei es jetzt irgendwie Active Sourcing, KI, die richtige Stellenanzeige, Social Media Aktivitäten, also es wird alles, glaube ich, eine gebündelte Strategie werden müssen, damit Unternehmen zukünftig einfach die passenden und ja, guten Kandidaten und Kandidatinnen finden kann. Wie sieht es trotz steigender Konkurrenz um Leuchtturmprojekte aus, wie zum Beispiel die von Kerstin erwähnte, etwas unkonventionelle Herangehensweise, ich sag mal High Performer, zum Bewerben zu bewegen? Kerstin, was meinst du? Wird das trotzdem nötig bleiben? Müssen wir über den Tellerrand hinausschauen und immer Absolut. wieder Vorhandenes durchbrechen und Neues auftun? Ich denke, also das ist gerade, aber nicht nur in dem Bereich, in dem ich tätig bin. Das ist wirklich der Knackpunkt. Ich bin sowieso ein großer Freund davon, dass man über den Tellerrand guckt und sich immer wieder neue Wege erschließt. Und ich denke, das muss man auch machen anhand der steigenden Konkurrenz und des Wettbewerbs. Und das bleibt nicht aus. Und das ist auch gut und richtig so, denn wir wollen uns ja auch weiterentwickeln. HR muss sich ja auch weiterentwickeln. Und ich stimme uneingeschränkt allen Vorrednern zu, natürlich. Aber ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auch im Recruiting, wenn man da beschäftigt ist, auch im HR-Management, dass man halt einfach immer guckt, wo kann man was Neues machen, wo kann man vielleicht was machen, was noch nicht auf dem Markt war, wo kann man sich weiterentwickeln und wie kann man die Leute halt catchen und wie kann man aber gleichzeitig zeigen, dass man oder wie kann man gleichzeitig authentisch bleiben. Auch das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich so präsentiert, wie man halt einfach ist und nicht da in eine Rolle schlüpft, sondern halt einfach ein gutes Image hat, eine gute Employer Brand und so die Leute halt anzieht und dann immer wieder guckt, okay, wie finde ich neue Wege, wie kann ich mich neu positionieren oder wie kann ich mich noch stärker positionieren und wie kann ich die Leute halt einfach auch wirklich interessieren für mich, Thema Marketing natürlich auch. Jetzt wird parallel im Chat kommentiert, dass viele der Ausführungen in Bezug auf eher die Berufseinsteiger
anzuwenden sind, weniger auf solche, die wir vorhin als latent wechselwillig bezeichnet haben, die in den höheren Positionen, wenn wir hierarchisch denken, anzusiedeln wären. Maurice, du hast jetzt die Herausforderung, das ebenfalls auf die Zukunft zu projizieren mit einem Anwendungs-quasi-Modell, das dann eben auch solche Positionen mit einbezieht, weil hier die Suggestion offensichtlich besteht, dass das zu stark auf die Berufseinsteiger anzuwenden ist und nicht auf solche, die wir dann eher als High-Performer oder als Seniors bezeichnen. Du bist noch stumm. Ja, da muss ich, ich habe schon geschaltet wegen meinem Hund, der hier liegt, ne? Speaking of benefits. Da würde ich doch latent widersprechen. Ich selbst bin jemand, der gerade seine Firma gewechselt hat, ja? War also Anfang des Jahres im Recruiting-Prozess und das war, worauf ich geachtet habe. Ich bin ja CMO bei Benders. War eher etwas, passt die Firma zu mir, ist die Firma authentisch und passt die Firma von ihren Zielen und von der Firmenpersönlichkeit, passt das zu dem, was ich erreichen möchte. Ne? Das ist so ein bisschen eine Mischung aus, was der Christian gesagt hat, Irene, Stephanie und auch die Kerstin. Ja? Man muss authentisch sein mit denen, man muss ordentliches Marketing machen. Man kann sich aber auch als Firma nur so darstellen, wie man ist. Und dann, analog zu dem, was Irene gesagt hat, glaube ich, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass nicht nur die ganz Jungen, sondern allgemein latente Talente andere Devices und andere Kommunikationswege nutzen wollen, als das noch unsere Eltern gewohnt waren. Ja? Das heißt, diese ganze Förmlichkeit und diese Zwänge, das ist der eine Bewerbungsweg. Ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Das wird auch immer mehr kommen, je mehr die Millennials sind ja jetzt 40 mittlerweile angekommen, ja. Und auch die jüngeren Zielgruppen, je weiter die in das Alter der Professionals kommen, werden wir denen nicht mehr vorgeben, wie sie sich zu bewerben haben, weil sie sagen, nee, ich bewerbe mich entweder so oder gar nicht, ja. Entweder so, wie es zu mir passt oder gar nicht. Des Weiteren glaube ich, analog zu dem, was Kerstin gesagt hat, wir können als Firmen nur das sein, wie wir sind. Ja, ich hatte gerade einen Bewerber hier, den habe ich in 360-Grad-Gespräche durch die Firma geschickt, mit mehreren Teammitgliedern, auch in der Firmenleitung und habe gesagt, hör mal, mach dir dein Bild. Ja, wir geben dir die Zeit, wir geben dir die Möglichkeit, dir ein Bild unserer Firma zu formen und dann entscheidest du, ob das zu dir passt oder nicht. Weil was wir nicht haben wollen, ist unheimliche Ausgaben im Recruiting, viele Bemühungen im Vorfeld des Recruiting und dann stellt der Recruit nach 2, 3, 4 Monaten fest, nee, hör mal, das passt nicht. Aber wir haben viel Zeit verschwendet, uns erstmal zu verbiegen oder auf der anderen Seite ihn auch dort onzuboarden. Diese Zeit haben wir alle nicht. Und je kleiner die Firma wird, desto mehr ist der KMU-Besitzer und so weiter natürlich darum fokussiert, sein Tagesgeschäft zu bekommen. Das heißt, er kann sich nicht leisten, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, bei mir würde es nicht passen und ich würde in zwei Wochen sagen, ach nee, komm, ich gehe woanders hin. Das funktioniert nicht in einer kleinen Firma. Ja? Das heißt, lieber am Anfang authentisch sein, sich so darstellen, wie es passt und dann fallen die Würfel, wie sie fallen sollen. Ja? Das war doch mal ein schöner Abschluss, wie ich finde, Maurice. Das hast du nochmal schön zusammengefasst und viele Kommentierungen hier aufgegriffen. Weil wir sind, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, das bleibt ja leider nicht aus. Wir sind jetzt tatsächlich kurz vor Ende und da gilt es nochmal ein förmliches Abschiednehmen mit einzuplanen. Von daher, liebe Leute, danke ich euch sehr herzlich für eure rege Teilnahme.